Wie schlimm ist es? Ziemlich. Wir haben soeben den Kontakt zu zwei Außenposten verloren. Die Langstreckenscanner melden etwas Riesiges. Hat uns Shepard davor gewarnt? Ich wette mein Leben darauf. Wie viel Zeit haben wir? Nicht viel. Die Flotten haben Befehl zur Mobilisierung. Uff. Gott helfe uns allen. Im Jahr 2157 entdeckte die Menschheit, dass sie nicht allein im Universum war. 30 Jahre später nahm sie einen friedlichen Platz unter Dutzenden anderer galaktischer Spezies ein. Aber über dieser idyllischen Zukunft liegt der finstere Schatten einer dunklen Vergangenheit. Die Reaper, eine Spezies von intelligenten Maschinen, die alle 50.000 Jahre sämtliches organisches Wesen in der Galaxie vernichtet, steht kurz vor ihrer Rückkehr. Die Führer der Galaxie sind durch ihre Unentschlossenheit bestrebt darin, zu schnelle Texte zu programmieren. Toll. Aber wir kennen's ja. Nice. Neum. Kinder. Lull. Commander, Sie sollen mich doch nicht mehr so nennen, James. Und salutieren soll ich auch nicht. Wir müssen gehen. Das Verteidigungskomitee will Sie sehen. Klingt wichtig. Oha. Was ist denn los? Haben Sie nicht gesagt. Nur, dass Sie gebraucht würden. Sofort. Anderson. Andrew. Sie sehen gut aus, Shepard. Vielleicht ein bisschen runder. Hey. Wie geht's Ihnen, seit Sie suspendiert wurden? Naja, wenn man sich erstmal an gutes Essen und weiche Betten gewöhnt hat. Wir kriegen das schon hin. Was geht hier vor? Warum haben es alle so eilig? Admiral Hackett mobilisiert die Flotten. Das Allianz-Oberkommando weiß es inzwischen. Da kommt was Großes auf uns zu. Die Reaper? Wissen wir nicht. Nicht sicher. Was soll's denn sonst sein? Wenn ich das wüsste. Cooler Talk auf jeden Fall. Es ist Scarecrow und Chris Cross. Dankeschön für eure Abos. Ich glaube, die Dialoge können wir noch ein Stück lauter machen, oder? Wir hätten uns besser vorbereiten sollen. Ich weiß das durchaus. Ja, also vorbereitungstechnisch haben wir ja wohl alles gegeben. Uns ist natürlich klar, was da draußen lauert. Es sind die Reaper. Und wir sind nicht bereit. Bei weitem nicht. Sagen Sie das dem Verteidigungskomitee. Wenn wir die Reaper nicht totquatschen wollen, ist das Komitee Zeitverschwendung. Sie haben nur Angst. Keiner hat gesehen, was Sie gesehen haben. Sie sind einem Reaper begegnet, haben mit einem gesprochen und ihn gesprengt. Sie wissen, wie Sie uns ernten und was Sie mit uns vorhaben. Niemand kennt diesen Feind besser als Sie. Bekam ich deshalb Arrest? Noch dazu ohne Schiff? Sie wissen, dass es nicht so ist. Als Sie das Batayana-Portal gesprengt haben, starben hunderttausende Batayana. Sonst wären die Reaper durch unsere Hintertür marschiert. Ich weiß das, Shepard. Das Komitee auch. Andernfalls hätte man ihnen den Prozess gemacht und sie in einer Zelle verrotten lassen. Sie waren auf meiner Seite. Ja, ich vertraue Ihnen, Shepard. Und das Komitee auch. Ich bin nur ein Soldat, Anderson. Kein Das Politiker. Sollen Sie auch nicht sein. Ich will nur, dass Sie alles Menschenmögliche tun, um die Reaper aufzuhalten. Okay. Sie werden beide erwartet, Admiral. Viel Glück da drin, Shepard. Danke, Bro. Er ist auch Weltmeister im engsten Shirt tragen. Oh! Shepard! Okay, ein Junge! Leider. Wie ist es gelaufen, Major? Okay, denke ich. Schwer zu sagen. Ich warte jetzt auf Befehle. Major? Wussten Sie es nicht? Nein, ich bin momentan schlecht informiert. Das tut mir leid, Sir. Es war nicht meine Absicht. Alles cool, Mann. Es ist ja nicht so, dass Sie mir den Reaper-Angriff verschwiegen hätten. Da haben Sie wohl recht. Admiral? Gehen wir. Sie kennen den Commander? Früher mal. Ah, bisschen her.
Admiral Anderson, Shepard. Hallo. Wie ist die Lage? Das wollten wir von Ihnen hören. Sowas wie diese Berichte haben wir noch nie gesehen. Wir haben den Kontakt mit den Kolonien und allem jenseits des Zollportals verloren. Was es auch ist, es muss unfassbar mächtig sein. Ich soll doch nur bestätigen, was Sie bereits wissen. Die Reaper sind da. Und wie halten wir sie auf? Aufhalten? Vergessen Sie Strategie und Taktik. Hier geht's ums Überleben. Die Reaper sind höher entwickelt als wir. Mächtiger, intelligenter. Sie fürchten uns nicht und werden niemals Mitleid mit uns haben. Aber es muss einen Weg geben. Ja, wir brauchen natürlich alle. Wenn wir eine Chance haben wollen, das zu überleben, müssen wir zusammenhalten. Mehr nicht? Das ist der Plan? Luna-Basis-Kontakt abgebrochen, Admiral. Der Mond? So nah können Sie noch nicht sein. Wie umgingen Sie unsere Verteidigung? Großbritannien hat Sichtkontakt, Sir. What the fuck? Oh. Oh. What? Ja, Game zu Ende. Gibt's irgendwas von Admiral Hackett? Was sollen wir tun? Das einzig Mögliche. Wir kämpfen oder wir sterben. Wir sollten zur Normandy. Ja, Mann. Oh mein Gott. Scheiße. Los, los, los! Uff. Citadel all over again. Shepard! Shepard! Ja, doch. Shepard! Los, stehen Sie auf. Hier, nehmen Sie. Wir müssen uns in Bewegung setzen. Ey, gib mir meinen Partikelstrahler, Mann. Hier, Anderson. Ist da noch irgendjemand? Major Alenko, sehen Sie das? Wie ist Ihr Status? Der Horde ist mein... Ich kann die Normandy nicht erreichen. Sie müssen sie kontaktieren. Wir treffen uns bei der Landezone. Anderson, Ende. Stimmt, die Kane. Scheiße. Sie sind gewaltig. Los jetzt, Shepard. Kaidan ist unterwegs zur Normandy. Oh. Sie nehmen uns auf, wenn wir es bis zum Raumhafen schaffen. Was ist dieses erste Level? Bewegung! Leertaste, um zu rennen. Oh, nice Rennanimation. Gut. Holy fuck, sie sind halt überall schon. Alter. Priggy, danke schön. 25 Monate. Aber die hält die Erde, glaube ich. Nicht mehr durch. Okay. Voller Lauf. Jumpen. Yes. Easy. Easy. Holy fuck. Da unten rennen sogar lauter Leute. Also ist jetzt nicht so überraschend, aber... Wow. Scheiße, was ist passiert? So lange waren wir gar nicht weg, oder? Wir müssen hier entlang. Kacke. Hello. Ich hätte gerne größere Waffe. Sieht richtig sicher aus hier alles, ja. Empfangen Sie mich. Shepard hört auch mit. Wir haben die Normandy fast erreicht. Lieutenant Vega ist bei mir, aber wir liegen unter schwerem Beschuss. Wann werden Sie... Husks! Schalten Sie sie aus! Oh ne, Husks, wo denn? Da, oh, Gollum-Style, sie krabbeln! Ja doch, Mensch. Wait, jeder Schuss...
einzeln, okay. Los doch, wir haben's eilig. Ja, Alter. Wait. Husks klettern rum. Alter, ist das geisteskrank. Was macht er? Slow-Mo? Wir müssen diese Dinge auf die altmodische Art erledigen. Ja, F-Nahkampf, okay. Guck mal, die sind zu blöd, da hochzuklettern. Hallo, ich bin's. Butz. Butz. Er darf sie nicht zu packen kriegen. Sehr schön. Wo ist denn Anderson hin überhaupt? Oh. Butz. Junge. Anderson hat richtig Bock auf jeden Fall. Na? Wir müssen einen Weg hier rausfinden. Ja, let's go. Da ist sogar ein Medikit. Was ich ganz geil finde. Öffnen. Leertaste. Ja. Kennen wir noch. Sehr schön. Okay. Ich kenne schon mal einige Symbole wieder. Das ist immer sehr hilfreich. Ach du Kacke. Dead Space. What? Oh. Bam. Immer noch nicht. Jetzt. Ey, come on. Ich stehe doch dran. So. Yes. Okay, wir mussten mehr von der Seite hin. Aber erst mal ein bisschen warm machen, ne? Shit. Hier entlang. Ja, Junge. Oh, das Kind. Es ist okay. Oh, nee. Alle sterben. Du nicht. Geh da weg. Lass mich dir helfen. Ja, Mann. Aber wir haben auch voll den Friendly Shepherd-Blick gerade drauf. Christa, hi. Komm her. Ich bring dich an einen sicheren Ort. Nimm meine Hand. Sie können mir nicht helfen. Shepherd! Hierher! Ja, diese Scheinruhe gerade mit der Musik. Hammer. Stark inszeniert. Ja. Tschüss, Kind. Ach, hier herrscht ja ein heilloses Chaos. Komisch. Jede Minute, die diese Maschinen hier sind, sterben Tausende von Unschuldigen. Ich bin dafür nicht verantwortlich. Erstmal Jos, aber nicht meine Schuld. Ciao, wir haben Krieg. Ich weiß, wie sie sich fühlen, absolut. Es ist schwer genug, Krieg zu führen, aber viel schlimmer ist die Erkenntnis, dass man versuchen kann, was man will. Man wird niemals alle retten. Völlig richtig. Der Angriff kam so plötzlich. Ach, ich dachte, wir würden mehr Zeit haben. Wir wussten, dass sie kommen. Und trotzdem haben sie unsere Verteidigung einfach durchbrochen. Wir müssen zur Citadel und mit dem Rat reden. Zur Citadel? Der Kampf findet hier statt. Bald wird er überall sein. Sie haben es selbst gesagt. Die Reaper vernichten alles, wenn wir sie nicht aufhalten. Der Rat muss uns helfen. Der Rat. Sind Sie da sicher? Mhm. Nein, Sie sind ein Spekter des Rats. Das muss doch etwas zählen. Ja. Hat immer total viel gebracht beim Rat. Danke. Ich schulde Ihnen was. Einiges. Schnappen Sie sich Munition. Ja, wait. Wir wollten eben schon Dialoge erstmal lauter machen. Ich finde es nämlich ein bisschen leise, obwohl wir, glaube ich, Dialoge sogar auf 80% haben. Aber dann gönnen wir uns jetzt die 100 einfach. Was soll's, oder? So, zurück. Zurück. Fortfahren. Ey, fortfahren so nah ans Spiel beenden ist auch immer gefährlich. Nachladen. Und immer in Bewegung bleiben. So. Ich hoffe, die schreien jetzt nicht gleich, sonst haben wir ein Problem mit den 100%. Na, so lange ist es auch nicht her, dass sie eine Waffe in der Hand hatten. Major Alenko, der Raumhafen ist in Sicht. Ankunft in 3 Minuten. Junge. Wir haben es zur Normandy geschafft. Liegen unter schwerem Beschuss. Oh Gott. Sie werden das Schlachtschiff abschießen. Ausweichmanöver. Major, Heidan. Verdammt, Sie sind in Schwierigkeiten. Holy fuck, alles laut. Der Bass muss was? Der Bass muss den Reaper zerstören. So sieht's nämlich aus. Der gute... Wow. Ah! Ah!
Oh, Junge! Was passiert hier? Normandy, wir nehmen einen anderen Weg. Hören Sie mich? Normandy, bitte kommen! Oha. Verbündete! Edi auf Crack, oder? Verbündete, ja dann runter! Sind Sie beide in Ordnung? Runter! Die sehen Sie! Wow! Oh, fuck! Guter Schuss! Klar, guter Schuss, Mann! Kannibale! Erledigen Sie sie! Diese Ursoll-artige Viecher, holy shit! Kämpfer von Argus. Was hier drüben? Achso, einfach talken mit euch. Warte, ey, muss ich erstmal looten hier, Leute. Looten und leveln haben wir schon. Okay. Okay. Was ist hier geschehen? Unser Shuttle wurde abgeschossen. Wir haben es nur knapp geschafft. Haben Sie Funk? Wir müssen unser Schiff erreichen. Nein. Im Shuttle ist eins. Aber da drin wimmelt's nur so von diesen Dingern. Bleiben Sie hier, mein Sohn. Wir holen Sie hier raus. Top. Dann los, nichts wie hin zu dem Shuttle. Jo, super Weg auf jeden Fall. Ah, Munition gelötet. Haben wir da oben schon? Oha, ja, das ist auf jeden Fall vital, dass wir das erwähnen. Wo ist ein Brand? Hier, zack. Nice, okay, zum Shuttle. Hier rüber, maybe? Ich weiß nicht, Anderson oder doch da drüben? Bin mir noch nicht ganz sicher, wo genau ich lang möchte. Aber ich schätze mal, er... What? Die haben Drachen. Eragon. Was zur Hölle sind das denn für Dinger? Shit. Pfui. Pfui, pfui. Okay. Welchen nehmen wir denn? Nehmen wir erstmal den dicken da. Zack. Muss ich mir erstmal dran gewöhnen, dass ich gerade mit jedem Schuss wirklich einmal drücken muss. Das hatte ich irgendwie anders in Erinnerung. Zeig dich, du Schwein. Einen der Köpfe treffen. Jawohl. Ey, über diese Reaper im Hintergrund, wie viele es einfach sind. Holy fuck. Ja, wie machen wir den Start von Mass Effect 3? Komplett eskalieren. Komplett eskalieren. Was soll's. Malle ist nur einmal im Jahr. Geil. Okay. Muni liegt auch genug rum. Hier passiert doch gleich was Schlimmes. Was ganz Schlimmes. Okay. Okay, okay. Deckung. Hello. Pew. Ich wollte kurz das Pew-Feeling haben. So ein bisschen Mondfeuer-Style. Boah. Ich will echt am liebsten ja alles erkunden. Diese Zerstörung miterleben. Und im gleichen Moment halt überhaupt nicht. Auch das Wasser. Schicki. Schicki, schicki. Ich mag solche futuristischen Städte auf jeden Fall. Ein Funkgerät finden. Okay, ich war... Hier liegt zufällig irgendwas. Oh! MP5 unterm Gucci-Shirt. Ja, nice. Shepard, hier drüben. Wie hier drüben? Ich habe ein Funkgerät gefunden. Junge, ich hab's vor dir gefunden. Was? Was ist das denn? Ey, ich stehe davor. Und er, Shepard, ich hab ein Funkgerät gefunden. Jetzt fuchtelt er da mit seiner Waffe rum. Nice. Okay, Funkgerät. Warum nicht? Normandy, hier spricht Anderson. Hören Sie mich? Admiral, was ist Ihre Position? Bei einem abgestürzten Shuttle im Hafen. Ich aktiviere sein Notsignal. Schicken Sie Unterstützung. Wir haben Verwundete. Major! Ich habe das Signal verloren. Hoffentlich funktioniert das Notsignal. Und zwar bald. Wir haben Gesellschaft. Todesschwinge. Cutter 2.0. Okay, Leute. Ich zeig euch mein MG. Stellung halten. Na dann, let's go. Oh, das fühlt sich aber gut an, hör mal. Das fühlt sich gut an. Schild müssen wir trotzdem ein bisschen aufladen lassen. Da rechts kommt auch noch einer durch. So halb dran vorbei. Unsere Lebensleiste ist auch ein bisschen anders aufgebaut, behaupte ich mal. Warte auf mich zu treffen. Shitwreck? Ja, jetzt geht's los. Okay, jetzt geht's los. Passt. Sehr schön. Oh, eine Waffe, bei der ich durchzimmern kann. Und ich jetzt mal einzeln drücken muss. Herrlich. Genau. Hey, wir kämpfen um Leben und Tod. Hoffentlich werden wir rechtzeitig hier rauskommen. Genau. Genau so würde ich das auch sagen. Absolut.
Was haben wir oben denn dann noch an Fähigkeiten? Was ist denn auf der 2? Das eine ist sicherlich unser Retzen wieder. Die Einigkeit, die kennen wir ja. Aber bei dem anderen bin ich mir... Wir drücken es einfach mal. Keine Ahnung, was das jetzt gebracht hat. Aber gut. Oh wait, ist der perfekte Schuss doch. Hä? Wie geht die Munition aus? Hat es aber gefühlt ein bisschen gedauert, bis der gerade aktiv wurde. Warte, nochmal probieren. Ah, doch, ist er. Ja, okay. Okay, okay. Nice. Einfach ausprobieren, oder? Was soll der Geiz? Zack. Hätte ich vielleicht schon ein bisschen vorher machen sollen. Aber Übung ist das halbe Leben. Das wissen wir. Zack, normal gleich hier. Ey, das sind aber echt ganz schön viele. Weg mit euch da jetzt. Da kommen noch mehr. Wie, da kommen noch mehr? Liegt hier irgendwo Muni rum? Das sieht aus wie eine Kiste für schwere Muni, aber... Und hier kommt die Kavallerie. Ah. Tracer. Die Kavallerie ist da. Wurde aber auch Zeit. Ja, Mann. Vorwärts. Wehe. Sie geht kaputt. Umo. Willkommen an Bord, Shepard. Danke. Shepard! Kommen Sie! Hä? Ich gehe nicht. Von diesen Männern gibt es noch 1 Million mehr und sie brauchen einen Anführer. Ja, wir bleiben auf jeden Fall nicht, aber... löbliche Entscheidung irgendwo. Ich weiß nicht, ob total bescheuert, weil ich glaube, die Reaper geben nicht so einen Fick darauf, wie viele jetzt hier zurückbleiben. Das ist unser Kampf. Diesen Kampf können wir aber nicht gewinnen, nicht ohne Hilfe. Wir brauchen jede Spezies und ihre Schiffe, um eine Chance auf einen Sieg über die Reaper zu haben. Überzeugen Sie den Rat davon, dass er uns hilft. Und wenn Sie nicht auf uns hören, dann sorgen Sie dafür, dass Sie es tun. Jetzt gehen Sie, das ist ein Befehl. Wow. Ich nehme von Ihnen keine Befehle mehr an, schon vergessen? Hiermit sind Sie wieder im Dienst, Commander. Oi. Sie wissen, was zu tun ist. Ich komme zurück und ich bringe jede Flotte mit, die ich finde. Viel Glück. Für Sie auch, Shepard. Shit, das halten die doch nie durch. Wow. Das war stark. Und ich fühle mich so ein bisschen schlecht, weil irgendwie alles wasted war, was wir in den vorherigen Teilen gemacht haben. Krass. Was zum Teufel ist los? Wo ist Anderson? Wohin soll's gehen?
Hey! Wir gehen. Wie, weg? Hm? Was ist los? Anderson will uns auf der Citadel, um Hilfe für den Kampf zu holen. Quatsch, das wird er niemals befehlen. Hat er aber gerade, der Fuck. Er sieht eben, was los ist. Ohne Hilfe ist der Krieg schon vorbei. Dann setzen Sie mich beim nächsten Depot ab, denn ich gehe... Es reicht, Lieutenant! Sie wollen nicht weg. Okay, aber das ist keine Demokratie. Wir fliegen zur Citadel. Sie können dort einen Rückflug buchen, wenn Sie wollen. Commander! Joker, sind Sie das? Er lebt und lebt. Nice. Ich habe hier einen Notruf von Admiral Hackett für Sie. Durchstellen. Shepard, wir haben schwere Verluste erlitten. Der Übermacht die mit konventionellen Mitteln nicht besiegen. Anderson hat mich schon zur Citadel beordert. Ich soll mit dem Rat reden. Außenposten auf dem Mars. Kontrolle über das System verloren. Jawohl, Sir. Wir haben im proteanischen Archiv Dr. Tosoni nachgeforscht. Die Reaper aufzuhalten. Einziger Weg, sie zu besiegen. Ich melde mich. Hackett Ende. Dubstep Remix. Joker, nehmen Sie Kurs auf das Mars-Archiv. Mars? Hat erledigt. Das ist Loco. Der Mars? Was glaubt er, was wir dort finden? Weiß ich nicht, aber wenn es uns hilft, diesen Krieg zu gewinnen. Da finden wir Garros. Garros und Rex und dann geht's ab. Oder auch nicht. So sad. Fliegen. You want to make a deal with me? Es wird abgeschattelt. Junge, aber jetzt schon langsam abgeschattelt. Was war da denn los? Wir fliegen nur im ersten Gang. Über sichere Kanäle den Mars zu erreichen, aber niemand antwortet. Anzeichen von Reaper-Aktivität? Negativ. Edi? Die Basis scheint online zu sein. Möglicherweise wurden die Bewohner evakuiert. Das werden wir schon bald wissen. Halten Sie sich bereit, Joker, nur für den Fall. Verstanden. Norman, die Ende. Wir sind fast da. Fancy. Das Intro noch, okay. Scripted. Wolfsraben, dankeschön. Böp. Immer noch kein Kontakt zur Basis, aber es kommt ein schwerer Sturm in unsere Richtung. Wie lange bis er da ist? Höchstens eine halbe Stunde. Danach werden wir Probleme bei der Kommunikation mit der Normandy kriegen. Verstanden. Toll, das ist ja Weltklasse. Okay, wählen Sie Gruppe aus, um eine Stufe aufzusteigen. Stufe 31? Ach so, weil wir die Level uns so mitgenommen haben vermutlich. Ne? Darum konnten wir auch gerade schon so eine Aktion entsprechend auswählen. Gruppe. Oh, 19 Punkte, man kennt ihn. Und wir haben James und Caden dabei. Das ist natürlich fresh. Munition werden wir, denke ich, erstmal richtig aufs Maximum pushen, weil ich damit super zufrieden bin. Es sei denn, Kampfmeister, gewiefter Taktiker, schneller, stärker, charismatischer, Fitness, mehr Muskeln. Ja, Nahkampf ist natürlich jetzt nicht so meins, aber wir könnten natürlich hier sagen, erweitern. Ah ja, und hier können wir wieder was wählen. Die Waffen aller Gruppenmitglieder verursachen 20% mehr Schaden. Nice. Oder... Gruppengewichtskapazität. Nö. Nö. Wait, was ist denn Gewichtskapazitätsbonus, Reputationsbonus? Ist alles neu, oder? Das hatten wir im zweiten, glaube ich, nicht. Und das hier unten wäre 20% mehr Kopfschussschaden. Und hier drüben, also das ist Rang 6 an der nächste, ne? Ich habe es gerade falsch rum gemacht. Die beiden oder halt eins von den beiden, sieht man ja bei den Pfeilen auch. Mich hat nur direkt interessiert, was Gewichtskapazität dann macht, oder? Waffenschaden nochmal
Und Schaden aller Munitionskräfte um 40% ist halt auch super lecker. Aber generell 20% ist halt auch nice, oder? Gewicht ist wichtig. Okay. Okay, okay. Gewichtbonus, je mehr du trägst, desto länger brauchen deine Skills zum Aufladen. Ah, okay. Umso mehr ich rumschleppe, umso langsamer regenerieren sich die Kräfte. Das ist natürlich auch interessant. Das ist ja dann relativ schwierig. Also hier nehme ich auf jeden Fall den generellen Schaden. Den nehme ich mit. Und dann ist halt hier jetzt die Frage, ja, haben wir eine 100 natürlich, ne? Waffenschaden. Aber ich sag mal, Schaden aller Munitionskräfte um 40% ist halt auch schon sehr, sehr geil. Aber ich nehme mal spontan an, dass wir ohne die Gewichtskapazität auch nicht so die richtig fetten Sachen mitnehmen können, oder? Ist es so, dass wir dann, was weiß ich nicht, irgendein bemanntes MG einfach durch die Gegend schleppen wie bei Crysis? Deswegen ist Gewicht je nachdem vielleicht echt wichtiger, ne? Du solltest auch nur Waffen mit dir rumschleppen, die du auch benutzt, weil anders als in den anderen Teilen kannst du jetzt alle Waffen tragen, okay? Kein Gewicht, keine Cane, daran habe ich nämlich auch gerade gedacht, ne? Schwierig. Schwierig. Normalerweise benutzt man eh nur 3 verschiedene Waffen. Das ist aber relativ. Man muss ja nicht zwingend 30 Waffen dabei haben. Nimm die 3, die du am meisten spielst und gut. Boah. Das ist natürlich schwierig, ne? Weil wenn ihr sagt, wir brauchen an sich nicht so viele oder nutzen die effektiv nicht, dann wäre es ja schon eher sinnig, die Munitionskräfte mitzunehmen, ne? Dann reichen diese 50 sicherlich. Schwierig. Bei solchen Temperaturen zu arbeiten, sollte verboten werden. Ja, wir sind gerade auf dem Mars gelandet. Da ist bestimmt auch ganz schön kuschelig gerade. Gewicht macht keinen Schaden. Nimm Munition. Sniper, Cane und eine noch größere Cane. Und schon haben wir unsere 3 Waffen, oder? Ja, komm, wir nehmen das hier am besten jetzt einfach mal. Röms. So, gleich mal Erfolg bekommen, konzentriert. Und wir haben noch 8 Punkte übrig. Da würde ich jetzt einfach auf die Brandmunition erstmal gehen, weil ich mit der sehr, sehr, sehr gute Erfahrung gemacht habe im vorherigen Teil. Was haben wir denn? 30% mehr Reservemunitionskapazität oder mehr Kopfschussschaden? Naja, über Kopfschussschaden müssen wir uns bei mir, glaube ich, weniger unterhalten. Deswegen nehmen wir das hier erstmal mit. Zack. Okay, und jetzt habe ich nur noch 3 Punkte. Ich schätze mal, die reichen nicht. Nein, die kosten 6. Gesundheit und Panzerungsschadensbonus oder Explosion mit AOE. Okay, fette Geschichte. 3 Pünktchen hätten wir noch. Kostet 4 und die waren, denke ich, auch nicht billiger. Ne, dann heben wir erstmal auf, aber waren, denke ich, wichtige Trades. Wir haben Caden am Start. Er hat Barriere dabei. Überlassung Kryostrahl oder hier unten ist das generelle Upgrade. Ne? Ich glaube, das machen wir erstmal wieder voll. Auch damit sind wir ja im Vorgänger sehr, sehr gut gefahren, dass wir erstmal diese allgemeinen Dinger pushen. Waffenschaden erhöhen, Gesundheit und Schild. Nö, Waffenschaden. DPS, Leute. DPS. Schaden der biotischen Kräfte oder Attack-Schaden. Das ist interessant. Boah, das ist schwierig. Biotische Kräfte. Tech, ja komm, wir nehmen die Biotik mit. Warum nicht? So. Und Gruppenmitgliedsschaden von Tech und Biotik oder Aufladetempo der Schilde. Boah, ey, das sind ja nur geile Trades. Kann ich alles nehmen? Das ist ja nur geil, ey. Das ist so fies. Das ist so fies, ganz ehrlich. Aber von allen ist halt schon eine frische Geschichte. Gruppenmitgliedsschilde. Weil 15% klingt nicht so geil, aber 10% auf alles bei allen sind ja dann doch manchmal auch ein paar Fähigkeiten mehr, ne? Komm, nehmen wir den mit, jawohl. Warum nicht? Okay. Haben nochmal 10 Punkte. Kryostrahl finde ich mega interessant. Ich glaube, den nehmen wir auch mit. Schwächt Panzerung, regenerieren keine Gesundheit, Überlastungen. Betäuben sie Gegner. Das war auch stark. Aufspalten. Überlastung habe ich halt auch sehr gute Erinnerungen dran. Vielleicht nehmen wir die auch erstmal. Ne, wir es nicht schaffen, alles auszuskillen. Später kommt noch bei jedem eine Leiste dazu. Aha, warum? Warum machen sie es mir so schwer? Und 10% auf alles außer Tiernahrung, ja. Fühle ich total. Gnolde, hallöchen. Zur Cane muss ich sagen. Sie kommt erst am Ende des Games vor, wenn überhaupt. Aber wir haben sie immer in unserem Herzen dabei, das wissen wir. Das wissen wir, okay. Ich glaube, dann nehmen wir die Überlastung erstmal mit. Weil ich damit, wie gesagt, ganz gute Erinnerungen eigentlich verbinde. Pushen wir die mal ein bisschen. Schnelleres Aufladen. Auch sehr schön hier mit der Leiste. Richtig idiotensicher für mich. Und 4 Punkte reichen sogar noch. Trifft 1 Ziele. Mehr innerhalb von 8 Metern, verursacht weniger Schaden oder erhöht den Schaden. Hey, komm. DPS.
Ass, here we go again. So, und James haben wir dann auch noch. Splittergranate, Blutbad. Reißen Sie ein Ziel mit dem mächtigen Angriff in Stücke. Große Kollateralschäden bei Feinden in der Nähe, effektiv gegen Panzerung. Ich weiß schon, wie wir den guten Mann skillen. Auf jeden Fall. Erstmal nehmen wir den Waffenmeister wieder mit. Das funktioniert. Was haben wir hier? Gesundheits- und Schildbonus, Waffenschaden, na sicher. Sind wir im Kindergarten oder was? Kraftschaden, Schildaufladeverzögerung, natürlich nicht voll in die Phrase. Und erhöht Gesundheit und Schilde von Gruppenmitglied oder erhöht Gesundheit und Schildbonus, Nahkampfschaden am Arsch. Come on, wir nehmen das hier schön. Sehr, sehr gute Sache. Und dann nehmen wir mal Blutbad mit. Das klang, fand ich, auch sehr, sehr gut. So ein richtig mächtiger Boom mit Aufladetempo dazu. Mit erhöhtem Schaden. Und wir können hier auch noch einen nehmen. Wirkungsradius oder Schaden. Komm, wir nehmen nochmal den Schaden mit. Richtig schön. Boom. Wenn wir so einen Commander haben oder so einfach weggefetzt, da sehe ich mich. Sudane, 11 Monate. Dankeschön, wie schnell die Zeit vergeht, oder? Wir schwitzen uns gemeinsam durch die Zeit. Der Wahnsinn. Okay. Ich bin ja wirklich wie immer in Versuchung geführt, hier einfach überall so alles gefühlt mitzunehmen, aber wir sparen erstmal. Es hat sich gezeigt, dass sich lohnen kann, gerade auf die letzten Perks auch wirklich zu sparen. Darum denke ich, das passt soweit. Hoffe ich mal. Okay. Hallo! Ich möchte gerne erstmal, jawohl, die Waffe switchen. Verdammt, oh. Das ist ein heftiger Sturm. Aus der Nähe wirkt er viel größer. Das höre ich öfter. Eigentlich ziemlich durchschnittlich. Freut mich, dass Sie so optimistisch sind. Reaper erobern die Erde, die Station hier ist offline. Ein kleiner Staubsturm ist wirklich das geringste unserer Probleme. Okay. Was, V? Ah, V ist für die Verfolgung. Das ist cool. Wow, das ist ein sehr schönes Feature auf jeden Fall. Okay. Too late? Wieso, war hier oben auch schon was? Warte, wir können ja nochmal gucken. Nicht, dass ich irgendwas übersehe. Aber es zeigt nur nach unten, ne? Na unten. Na unten. Ich habe bestimmt irgendwas super cooles verpasst, ne? Und alle haten jetzt voll und sagen, ja, damals am Anfang, in 10 Jahren, kommt dann. Damals am Anfang bei Mass Effect 3. Mantis. Oha. Nehmen wir mit. Wunderbar. Bewaffnung ändern. Achso, hier kann ich dann jetzt auswählen, was ich quasi genau mitnehmen möchte, ne? Katana, Predator, die kenne ich ja sogar alle. Das ist ja cool. Hurricane, Gath, Plasma MP, das sind die DLC-Dinger vermutlich, die ich einfach so habe, oder? Aha, das war für den Sandsturm. Ah, okay, sieh, da habe ich gar nicht hingeguckt. Dann hätte man sich den anschauen können. Dann sehe ich, eine Wand aus Sand. Das reimt sich so toll, jetzt bin ich echt sad, dass ich es verpasst habe. Ach man, okay, versuche ich darauf zu achten, dankeschön. Für den Hinweis. Oder Blood Pack Punisher. Holy fuck. Und da ist auch das Gewicht. Ja, true. Okay, krass. Das ist sehr, sehr interessant. Wir nur mal gucken, wie hier die Unterschiede sind. Valiant, Mantis. Ach so, das sind auch jeweils die Slots für den Waffentyp. Und da kann man dann quasi rumwechseln. Keyshock. Oh, die ist aber mega schwer. Holy fuck. Die ist ja... Junge. Da sind die hier ja ein Witz dagegen. Das ist krass. Du hast später Zugriff auf mehr Waffen, sobald du die ersten gescripteten Missionen durch hast. Ich finde aber, ich habe jetzt auch schon mega viel Zugriff, oder? Holy fuck, kann ich die jetzt einfach so nehmen? Aber dann ist Aufladezeit der Kräfte halt auch mega erhöht, ne? Das ist so ein bisschen das Problem dabei. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, pass auf, ich bastel mal ein bisschen. Ich bastel mal. Wir nehmen mal das Leichteste hier. Die Indra nehmen wir zum Beispiel. Dann sagen wir, ja gut, hier nehmen wir vielleicht einfach gar keine. Und da wäre uns jetzt natürlich diese Gewichtsskillung sehr entgegengekommen. Da unten sind auch noch Mods dabei. Interessant. Interessantes System. Finde ich krass. Carbon, Schrotflinte, Venom. Oh, was ist hier los? Holy fuck, Piranha. Die sieht ja auch cool aus, okay. Aber Schrotflinten benutze ich erfahrungsgemäß auch nicht. Können wir eigentlich auch so lassen, dass wir hier unseren Sniper haben. Oder passt jetzt auch ein fetterer? Nee, dann ist wieder rot, ne? Dann ist wieder rot. Sturmgewehre. Ah, das geht aber auch schnell ins Rote, hör mal. Das ist ja auch frech. Die MP brauchst du eigentlich nicht, wenn du das Sturmgewehr benutzt. Ich habe halt Schiss, dass ich dann ohne Munition auf einmal dastehe. Und dann heule ich. Und ihr wisst, wie schlimm das ist, wenn ich einmal am Heulen bin. Deswegen würde ich das ganz gerne vermeiden. Okay, nehmen wir die. Die sieht auch ganz cool aus. Schwere Pistolen.
Ich hätte jetzt gesagt, wir scheißen am ehesten auf die Pistole. Und nehmen dann hier noch eine kleine Maschinenpistole mit, maybe. Bloodpack Punisher. Und nehmen dann diese minus 25% in Kauf. Ich glaube, damit komme ich noch am besten klar, oder? So eine kleine Grenze? Ich weiß es nicht. Mal testen. Mega krasses System. Könnte ich jetzt Stunden drin verbringen, auf jeden Fall. Die Pistole brauchst du für die Mission auf jeden Fall. Okay, was haben wir denn? Predator? Ja, komm. Predator kenne ich sogar noch vom Namen her. Okay. Okay. Waffen abgeschlossen. Hat auch nur 30 Stunden gedauert. Kein Problem. Ich bin ein sogenannter Waffennarr. Muss mir das alles ansehen. Gelogen. Heilige Scheiße. Sie richten sie hin? Uff. Dann richten wir jetzt zurück auf jeden Fall. Oh, was für ein schöner Zoom. Butz. Habe ich echt nicht getroffen, seinen Kopf? Oder hat er das einfach weggesteckt? Gott, ich habe den ersten Schuss versaut, oder? Boom. Oh. Den schon wieder? Oha. Oha, Aim ist wieder real, Leute. Der stets wachsame Shepard kann sogar Ziele im Stehen verfehlen. Bam. Hä, wait. Aber es fliegt halt wirklich ein bisschen drüber. Seht ihr das? Schon wieder? Bleibt mal stehen gerade. Ich muss das mal ausprobieren. Alter, er rollt sich einfach. Boom. Oh. Okay, guck mal. Wenn ich ein bisschen tiefer ziele, dann wurde das gerade trotzdem Header. Aber wenn ich genau den Kopf drin habe, dann ist es rübergeflogen. Das würde ich gern nochmal testen. Aber ich glaube, die leben nicht so lange. Ja, der hat auch wieder gesessen, weil ich ein bisschen drüber gezielt habe. Okay. Interessant, interessant. Das ist sicherlich auch von Waffentyp zu Waffentyp so ein bisschen unterschiedlich, ne? Dass man auch je nach Windrichtung und Aim... Die Typen von Cerberus, oder? So hat's ausgesehen. Oh! Cerberus? Was machen die hier auf dem Mars? Gute Frage. Sie wissen's nicht? Ich gehöre nicht mehr zu Ihnen, Kaidan, falls Sie das meinten. Ja. Hatte ich nicht. Aber Sie müssen zugeben, das passt alles ein wenig zu gut. Das stimmt. Ja, und ihr habt auch noch gesagt, als Soldat ist es eh nicht so schlimm mit den Kräften. Das wäre jetzt als Biotiker zum Beispiel schlimmer. Das ist durchaus sinnig. Und alte Bekannte, Cerberus, wieder am Start. Lehrenheld, Raymond, hallöchen. Ist mir tatsächlich gerade nicht aufgefallen, weil ich von meinem Aim sehr fasziniert war. Konnte ich gerade nicht so auf die Gegner achten, aber höchst interessant, wer sie uns hier gerade in den... Weg stellt, hat er die hinter unsere Deckung geworfen. Oha! Was geht jetzt? Ganz neue Gefilde hier in Mass Effect 3. Boom. 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 Was zum Teufel? Er braucht 4 Shots mit dem Sniper. Also wenn wir nicht headern, dann können wir den Schaden halt auch echt komplett vergessen, ne? Zack. 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 Ah ja, habt ihr gesehen, habe ich noch ein Stück höher genommen. Obwohl der Kopf eigentlich drin war. Sieht nicht so aus, als wären sie gewaltsam eingedrungen. Ja, da sind nur ein paar Fahrzeuge. Sie müssen Hilfe von innen gehabt haben. Da könnten Sie recht haben. Um diese Anlage einzunehmen, muss einer schon mindestens mit einem Bataillon ankommen. Uff. Und dann ist der Kopf schön zersplattert, ne? Und davor irgendwie nicht so. Das liegt an dem Wind. Haben Cerberus nicht gesagt, sie sollen sich verziehen, nachdem sie die Kollektorenbasis hochgejagt hatten, hinter der sie her waren? Genau das habe ich getan. Eines steht jedenfalls fest. Sie sind keine Freunde der Allianz. In der Tat. In der Tat. Schön Tiax-Style. Ach Mensch, hier gibt es so viele schöne Sachen anzugucken. Das ist halt so ungewohnt, dass hier alles jetzt so gut auch aussieht. Muss man sie erstmal zu Gemüte führen. So, wir fahren Fahrstuhlmänner. Ich hoffe, ihr seid ready. Passwort 123. Shepard, ich brauche eine klare Antwort. Worauf? Wie das mit Cerberus ist, warum sie hier sind, welche Verbindungen sie zu ihnen haben. Wieso sollte ich wissen, was die vorhaben? Sie haben für sie gearbeitet. Da ist irgendwas, da muss was sein. Ja, wir waren jetzt nicht tief in der Materie drin, ne? Wir haben ja immer eher geschaut,
dass wir möglichst wenig mit denen zu tun haben und unser Ding machen können. Dann Juma, hallöchen. Keine Freunde der Allianz, vielleicht Freunde der Horde. Wer weiß. Deine Snipers für viele schnelle Schüsse hintereinander gedacht. Gibt auch welche, da sind die sofort tot, hast aber wesentlich weniger Munition pro Magazin. Das ist natürlich sehr, sehr sinnig dann, dass ich den Schadengrad völlig falsch eingeordnet habe. Dankeschön für diesen Hinweis. Ja. Wir haben uns zusammengetan, um die Kollektoren zu vernichten. Das ist alles. Dahinter steckt mehr. Sie haben sie ganz neu zusammengesetzt. Sie haben ihnen ein Schiff gegeben. Hören Sie zu. Ich hatte seit der Zerstörung der Kollektorenbasis keinen Kontakt mehr mit Cerberus. Und ich weiß nicht, warum Sie jetzt hier sind oder was Sie wollen. Seit er wieder auf der Erde ist, wurde Commander Shepard ständig beobachtet. Es kann also keine Kommunikation gegeben haben. Tut mir leid, Shepard. Es ist nur... Ich sollte mich nicht derart erklären müssen, Kaidan. Hallo. Vertrauen Sie mir. Das tue ich. Tut mir leid, ich wollte nicht... Oh. Doppel-O. Oh shit. Let's go. Nice. Ah, fast so gutes Aim wie ich. Ganz ruhig, Lieutenant. Sie gehört zu uns. Shepard, der Göttin sei Dank, Sie leben. Hey! Nice. Gleichfalls, Liara. Ich war besorgt, als die Berichte kamen. Tut mir leid, wegen der Erde. Ja, es war schwer so, wegzugehen. Kaidan, tut mir leid. Aber warum sind Sie hier? Befehl von Hackett. Er sagte, Sie wüssten, was vor sich geht. Ja? Halleluja. Endlich Antworten. Vielleicht. Ich habe Pläne für ein Gerät der Proteaner gefunden. Damit könnte man die Reaper vernichten. Oh! Hier, auf dem Mars? Ja, in den Proteaner-Archiven. Da wird's bestimmt ganz easy werden, reinzukommen und so. Wir wissen schon seit Jahrzehnten von dem Archiv. Warum jetzt? Eliminierungsprozess. Gemischt mit einer Portion Verzweiflung. Als sie das Alpha-Portal zerstört haben, hat uns das ein wenig Zeit verschafft. Aber dann wurde gegen sie ermittelt und ich wusste, dass ich etwas tun musste. Hackett wusste das auch. Er hat mich kontaktiert und gefragt, ob ich meine Ressourcen als Shadow Broker dafür einsetzen würde, einen Weg zu finden, um die Reaper aufzuhalten. Meine Suche führte mich her. Hackett hat mir Zugang zum Archiv verschafft und mich über ihren Status auf dem Laufenden gehalten. Ich wollte sie besuchen, aber... Oh. Die Möglichkeit, die Reaper aufzuhalten, ist die Mega-Kane. So sieht's nämlich aus. Irendia, Blitz im Uhr, hi. Ja, Sommer ist bitter, ne? Wir sind schon auf den Mars geflohen, deswegen. Ich habe sie auch vermisst. Ja, Mann. Das hätte mir gefallen. Aber unter diesen Umständen kann ich Ihnen wohl noch einmal verzeihen. Zu freundlich. So bin ich. Jedenfalls hat sich meine Arbeit gelohnt. Das Archiv ist voller Daten, eine überwältigende Menge. Ich habe wohl gefunden, was wir brauchen. Nice. Das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Wo finden wir diese Waffe? Es ist keine Waffe. Noch nicht. Es sind Baupläne für ein Gerät. Das ist mehr, als wir vor einer Minute hatten. Wie kommen wir daran? Das Archiv ist auf der anderen Seite der Bahn da. Falls Cerberus es nicht abgeriegelt hat. Hinter was sind die her? Die scheinen sie unbedingt fangen zu wollen. Sie wollen, was ich auch will. Was wir alle wollen. Aber warum? Die Proteaner standen kurz davor, die Reaper zu besiegen. Sie hatten Pläne für ihre Zerstörung, aber zu wenig Zeit dafür. Und was mächtig genug ist, die Reaper zu vernichten? Ist etwas, an dem Cerberus automatisch Interesse hat. Es ist also ein Rennen zum...
Wir haben Gesellschaft. Immer her damit. Diesmal nicht, James. Was? Gehen Sie zurück zum Shuttle. Wenn Cerberus vor uns im Archiv ist, müssen Sie die Ausgänge überwachen. Aber... Sofort, Lieutenant. Da-dum-dum-dum. Ich kann Sie hören. Los, Deckung! Tschüss. Sie haben uns gefunden. Hallo, ich glaub's ja wohl. Okay, linke Umschalttaste. Bewegen Sie Ihre Maus über die Singularitätskraft. Wo ist die denn da, glaube ich, ne? Einsetzen. Einsetzen? Ja, einsetzen. Kein Problem für jemanden mit Biotik. Okay, lass mich raten, es ging jetzt genau hier hin. Kann das sein? Oh, schön. Ich hoffe, es war genau so. Ja, die verstecken sich doch auch gar nicht. Wir verstecken uns doch gerade so ein bisschen. Büpp, daneben, herrlich. Ey. Hä? Ey, muss gleich die Waffe wechseln. Mit dem Sniper-Ding komme ich aber überhaupt nicht klar. Habt ihr das gesehen gerade? Hier sind drei Leute, dreimal treffe keinen oder was? Ey, come on. So, wir probieren das jetzt normal, Yara. Pass auf, da einmal hin jetzt. Ey, so funktioniert auch einwandfrei. Guck mal. Die kann man nicht einfach erschießen. Herrlich, du hast sie doch aber gerade erschossen. So, jetzt nochmal probieren. Hä? Komm doch mal hoch. Komm doch mal hoch. So ist fein. Boom. Ah, here we go. Schön hintereinander, ja. So wie ihr gesagt habt, dann geht das auch. Suchen wir einen Weg nach oben. Face-Mitgliedschaft, wann? Oh, ja. First 360 Mass Effect Scope ever recorded. Einfach richtig, richtig sick. Okay, wo konnte ich das jetzt nochmal ändern? Erstmal speichern wir einfach mal, damit wir es mal gemacht haben. Und dann war es doch auch hier irgendwo, oder? Gruppe? Habe ich das geträumt? Logbuch, Hauptmenü, Option, Tab, Kuva und E, glaube ich, befehligen, ne? Wer wohin soll? Genau. Das war jenes Menü? Okay, ich habe keine Ahnung, wo das Waffenmenü war. Haben die dir direkt an die Rübe geschossen? Junge, erst seine Freunde beleidigen, dann noch einen Kopfschuss hinterher. Man kennt ihn auf jeden Fall. Kannst du Yara noch leveln? Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Ein sehr vitaler Tipp. So, Stase, Warp-Munition, Warp, pure Biotik ist, denke ich mal, genau, ihre generelle Verbesserung. Ach, aber hübschi ist sie wieder, oder? Finde ich nice. Dann pushen wir erstmal hier ein bisschen rein. Gerade auch bisschen ins Defensive. Aufladen aller Kräfte erhöhen, mehr Gesundheit und Schilde. Ja komm, für die Kräfte. Waffenmenü ist nur an Waffenschränken. Echt, dann ging das gar nicht so. Ich wollte doch jetzt rumwechseln, aber das ist natürlich sehr sinnig. Ne? Das ist natürlich durchaus sinnig, dass wir jetzt nicht die ganze Zeit zwischen den Waffen wechseln können. Sonst wäre es ja auch total bescheuert, die Gewichtsbeschränkung zu haben, weil du dann jedes Mal jederzeit wechseln könntest, ja. Waffenschaden oder Kraftstärke und Dauer? Ja, Liara geht schon voll auf die Kräfte, würde ich sagen. Aufladetempo aller Kräfte erhöhen oder von der Singularität das Aufladetempo. Das ist interessant. Ja, komm. Wir nehmen die Singularität und pushen die auch erstmal bis zum Gehtnichtmehr. Das klingt auch richtig geil. Singularität, let's go. Rang erwerben, Aufladezeit, Dauer, Wirkungsradius. Sehr, sehr fresh. Dauer erhöhen. Zusätzliche Feinde können angehoben werden, bevor die Singularität nachlässt oder größerer Wirkungsradius. Wir nehmen mal die Dauer. Wir pushen noch die Dauer ein bisschen mit rein. Weil wenn wir auf die Dauer gehen und generell auch die Aufladegeschwindigkeit erhöhen, dann geht das vielleicht irgendwann bam, 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 nacheinander. Ja, einfach zack, zurab, schön nacheinander weg. Das wäre geil. Entweder auf der Normandy oder wenn du zu einer Mission aufbrichst. Okay, das war ja im Vorgänger ähnlich, wenn nicht sogar genauso. Das war gerade kompletter Denkfail von mir, aber das muss ich euch ja nicht erzählen. Ihr kennt euch ja aus damit. Was ist hier? Liftsteuerung. Ich habe ein bisschen Schiss, aber let's go. Wie ist Cerberus in die Anlage reingekommen? Weiß nicht. In einer Minute kommen Berichte von der Reaper-Invasion rein. Und in der nächsten herrscht Chaos. Ich habe anfangs nicht mal kapiert, dass es Cerberus war. Könnten Sie mit den Reapern zusammenarbeiten? Ich glaube nicht, aber möglich ist natürlich alles.
Toll. Das ist ja wie ich, wenn irgendwer eine Lore-Frage hat. So, hey, könnte das und das sein? Ja, ich glaube nicht, aber denkbar ist erstmal alles, ne? Genau so. Genau so sieht es einfach aus. Ich checke übrigens, wenn wir gerade sowieso beim Optionsgelöt sind. Vorhin wurde sich gewünscht, noch die Musik ein bisschen lauter. Das ist ja immer in den ersten Streams so erstmal generelle Komplettverpeilung. Dann machen wir die auf, ich sag mal, 16, ja, 65. Komm, bisher sind die Ohren ja noch nicht weggeflogen. Mal sehen, wie es wieder in den instanzierten Bereichen gerade beim Rumfliegen ist. Und ich wollte mal gucken, wie es aussieht. Zwecks Schnellspeichern ist wieder F5 und Schnellladen F9. Weil nicht, dass das mal vertauscht ist oder so, ne? Dann wäre, glaube ich, sehr, sehr ungünstig. Und das ist ja eine Sache, die ich mir angewöhnt habe. Stimmen sind auf 100%, also noch lauter gehen die Dialoge nicht, oder? Ich kann noch mal schauen, aber ich meine, dass wir bei Option und bei Sound die Stimmen auf 100% haben. Musik ist 65, Soundeffekte auf 30, mehr ist tatsächlich nicht drin. Geht Musik auf 69? Nee, die Option wird dir leider nicht gelassen. Leider nein. Kann es sein, dass die Reaper von Sargeras gesteuert werden? Das ist höchstwahrscheinlich die Wahrheit, ja, die wir auch über dieses Gerät jetzt rausfinden werden. Ich freue mich sehr. Bean Benny, hallöchen. Oha, oh no! Hello. Ja, ich kann hier gerade nicht rumgucken. Das ist so ein bisschen mein Problem, liebe Leute. Weg mit dir. Na, na. Sag mal. Da sieht man aber auch wieder nicht, wo die Glasscheibe anfängt und wo sie aufhört. Ich flipp aus. Ich flipp aus. Wir machen das jetzt anders. Warte, wir gehen hier in Deckung. Und dann switchen wir einfach die Waffe. Komm, zeig dich. Zeig dich, du Hund. Ich flipp aus. Der lebt einfach immer noch. Zum Glück haben die noch schlechteres Aim als ich, die Kollegen. Stormtrooper Cosplayer. Auf Wiedersehen. Nee, die Sniper, die mag ich nicht mehr. Die hat mir nur Unheil gebracht in den ersten Minuten. Die wird nachher geswitcht. Zu so einem richtigen Sniper-Monster, wo du einmal schießt und alles kaputt. Wände, Ventilatoren, Rippen, Beckenknochen, Lungen. Okay, Liara, du kannst auch herkommen, dann musst du nicht durch drei Räume wegschreien, ne? Weißt du, Bescheid, alles cool. Alles cool, raus mit die Viecher, genau so. Was geht hier? Irgend cooles Easter Egg? Irgendwer beim Duschen oder so? Nee, auch nicht tatsächlich. Warum glitzert das? Ist voll. Auch eine Munikiste, eine ganze. Sehr schön. Hier sind Spinte. Medikit. Haben wir noch voll. Nehmen wir die EP. Und hier ist die Konsole. Versuchen Sie, Zugang zu dem Laufband zu kriegen. Ich kann die Live-Feeds nicht freischalten, aber... Haben Sie das gesehen? Wer ist die Frau in dem Video? Das ist Dr. Eva Kaur. Sie kam vor etwa einer Woche an. Wie sieht's aus? Laufband ist abgeriegelt. Okay, sieht aus, als würde in der Nähe gebaut. So kommen wir aufs Dach. Von dort aus finden wir schon einen Weg. Okay, dann los. Nice. Ich freue mich auch, dass Liara gleich am Anfang dabei ist. Schau mal, wegen Granaten. Standmäßig G, sagt ihr. Wir können ja mal testen. Nee. Ich habe aber auch gesehen, wir müssen das vielleicht erst skillen, ne? Hier, Splittergranate. Da haben wir noch gar nichts drin. Vielleicht liegt es daran. Ich checke aber auch gleich nochmal. Tastenzuordnung. Ziel, Nahkampf, vorherige, Befehl. Befehl, Befehl. Es müsste doch hiermit sein eigentlich, oder? Ist er denn nicht so weit unten? Oder Schnellslots dann, maybe. I don't know. Angriff. Nächste Waffe, nachladen. Nö, ist standardmäßig erstmal nicht mit drin. Was aber vielleicht daran liegt, dass wir es einfach noch nicht geskillt haben, würde ich jetzt mal behaupten. Es sei denn, es gibt auch noch mehrere Granatentypen, das könnte auch sein. Hier ist auch noch was. Ariake-Technologie Handschuhe. Aha, na sicher. Schön die Handschuh-Technologie mitgenommen, da sehe ich mich, auf jeden Fall. Genau das ist der Grund, warum ich lieber kistenweise Kugeln in den Raum werfe. Scheiß Sniper. Ja, das Ding ist, ich war halt so begeistert vom Unterschied... Zum ersten Teil, was den Sniper angeht, gerade dann, als wir den zweiten gespielt haben. Das war so großartig, dass ich komplett in den Sniper verliebt war. Und das hat teilweise überschattet, dass ich sehr scheiße bin als Sniper. Aber mittlerweile geht das nicht mehr. Oh, was ist hier denn los? Oha, das ist ja stürmische Veranstaltung hier heute. Wartungseingang. Wir müssen einmal komplett rum, oder was? Hier runter, nehme ich an. Holy fuck. Das ist...
Anscheinend leistet die Allianz noch immer Widerstand. Diese Bahn führt ins Archiv. Wenn Cerberus das schafft, sind sie am letzten Sicherheitskontrollpunkt. Oha. Kommando, hören Sie mich? Schlecht. Der Sturm verursacht Störungen. Ich hab nicht verstanden. James, wiederholen Sie. Wie ist Ihre Position? Verdammt. Der Sturm wird in Kürze hier sein. Ja. Er ist schon da. Wir laufen doch schon. Hüpfi. Dann sollten wir... Die dürfte nicht offen sein. Sieht nicht so aus, als wäre sie gewaltsam geöffnet worden. Nein, Sie müssen die Sicherheitsprotokolle deaktivieren. Oh, mit Taschenlampen. Toll. Liara übrigens mit Maske, ne? Vorbildlich, liebe Leute. Sehr, sehr vorbildlich. Im Mass Effect 3 ist genauso wichtig, sich immer gut umzuschauen. Du findest Ausrüstung, Waffenmods hier und die sind nötig für später. Das ist ein sehr vitaler Hinweis auf jeden Fall. Granaten hast du, wenn du die Fähigkeit aufmachst. Es gibt 3 Granatentypen, du kannst später noch einen zweiten Typ lernen und die liegen dann auf einer Zahl, die du denen zuordnest wie die anderen Skills. Okay. Okay, okay. Wir können ja jetzt trotzdem einmal dann gucken, dass wir mit unserem einen Talentpunkt, reicht das? Ja, guckt mal, wir können jetzt einmal die Splittergranate skillen und die Brandmunition komplett verbessern. Bonusschaden oder Explosion im AOE finde ich super geil. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Und dann können wir einmal noch die Splittergranate aktivieren. So, Rang erwerben. Finde ich ja sehr interessant, diese Granatenoption. Und was geht bei euch noch? 2 Punkte ist, glaube ich, zu wenig. Und Liara mit 3 dürfte auch zu wenig sein. Ist schon nice, oder? Der Future-Shit. Finde ich gut. Granaten habe ich direkt mitgenommen, weil die echt stark sein können. Ja, stelle ich mir auch cool vor. Und viele von euch haben ja auch bei den vorherigen Teilen schon immer gesagt, Granate, Granate und so. Und dann mussten die erstmal gebremst werden. Da gibt es gar nicht in dem Umfang, in dem Ausmaß. Guck mal, jetzt zeige ich da unten auch so ein Symbol. Da unten haben wir es jetzt auf der 6, wenn ich es richtig sehe. Okay, jetzt ist es auf der Zahl. Ja, seht ihr, haben wir das auch gleich geklärt. Jemand hat die Luft aus diesem Raum abgesaugt, als sie noch drin waren. Uff. Sie sind anscheinend bei dem Versuch gestorben, sich nach draußen zu kämpfen. Das ist brutal, sogar für Cerberus-Verhältnisse. Das ist halt wirklich super räudig. Holy fuck, was geht hier? Datenpad. Von Simon Watanabe an Cameron Harrison. Cam, wer zum Teufel ist diese Frau, die meine Unterlagen durcheinander bringt? Sie soll von hier verschwinden. Ich lasse mir mein System nicht durch eine Pseudo-Expertin ruinieren, die nächste Woche sowieso nicht mehr da ist. Ich hasse Fremde. Oh, Ostdeutsche im All. Die glauben, sie wüssten alles, aber in Wahrheit ist ihnen völlig egal, was wir hier erreichen wollen. Dr. Eva, soll das ein Witz sein? Haben denn alle vergessen, was das letzte Mal passiert ist? Simon, liebe Grüße. Lul bringt EP. Wollen wir hier oben erstmal rüber? Geht das überhaupt? Oh. Leute, Rolle vorwärts erstmal hier. 5 Minuten ausleben, wie so eine Katze im Frühling. Schön ein bisschen ausflippen. Sehr geil. Hier kannst du Equip finden, wo du bestimmte Werte bekommen kannst. Und wenn du Waffen oder Equip im Level vergisst, kannst du dementsprechend das im Shop nachkaufen. Auf der Citadel oder im Hangarbereich auf der Normandy. 10% teurer. Interessantes System. Gut zu wissen. Sankoku, 15 Monate. Dankeschön. Oh, shit. Wie lautet unser Befehl? Hier drin sind irgendwo Allianzsoldaten. Wir müssen sie vom Kern fernhalten. Nein, ist keiner. Nächsten Raum überprüfen. Manches Glassand kann zerbrochen werden. Soll ich die Fenster kaputt schießen? Ja, mach. Nein, außer sie wollen diesen Raum auch noch dekomprimieren. Ich sehe niemanden. Hier ist auch keiner. Lul, Überraschung. Und jetzt Granate rein. Das war, hä? War das ein Kinderböller? Dafür gibt's Vorschüsse in den Sack. Nice. Seid ihr hin, Freunde? Also, so ein bisschen, ne? Was war denn das gerade mit der Granate? Das war wie so ein Tischfeuerwerk, Alter. Oh, war das blöd. Oh Mann. Zeigt euch doch nochmal, Freunde. Ja, so wollen wir es sehen. Der rollt auch gerne. Das ist in Ordnung. Und ich glaube, er ist auch hin. Alles klar. Zünd mal den Knaller. Manche Scheiben können zerbrochen werden. Soll ich jetzt den Knaller zünden? Ja, zünd den Knaller. Irre. Geil. Fühle ich auf jeden Fall. Du hättest die Granate durchs Fenster werfen sollen. Das hätte plus 10 Style gegeben. Ohne Witz. Waren Sie mit diesen Leuten befreundet? Ich habe ein paar schon gesehen, aber kennen wäre zu viel gesagt.
Als einzige Asari hier wurde ich möglicherweise mit etwas Misstrauen behandelt. Ich habe den Großteil meiner Forschungsarbeit alleine erledigt. Ich habe übersetzt. Und was haben Sie entdeckt? Indizien, Hinweise. Bei den Proteanern waren es Jahrhunderte. In dieser Zeit suchten die wenigen überlebenden Proteaner verzweifelt nach einer Methode, die Reaper aufzuhalten. Wenn meine Übersetzung stimmt, ist ihnen das auch gelungen. Aber am Ende verfügten sie nicht mehr über die Ressourcen, um ihren Plan auch umzusetzen. Boah, wie bitter. Liara, stört dich das Licht oder so? Macht sich nervös? Tod, Leben, Tod, Leben, Tod, Leben. Vermutlich nicht. Auf jeden Fall saß ich hier in dieser Position und dachte auch wirklich dran, eine Granate durch das Fenster zu pfeffern. Aber ich wusste nicht, ob die das Glas kaputt macht. Und ich habe mir dann genau vorgestellt, was hier insgesamt abgeht, wenn ich jetzt meine erste Granate geworfen hätte. Sie prallt vom Fenster ab und fliegt genau in meine Fresse. Und dieses Risiko wollte ich nicht eingehen. Das war mir deutlich zu risky gerade. Oh Mann, was hast du von der Stufe 1 Granate erwartet? Ja, na die Kane, ihr wisst doch, wie es aussieht. Boom, boom, bang, bang. Und dann bin ich da auch schon happy. Ach Mensch, die sind auch nicht mehr ganz so frisch, die Kollegen. Umweltsteuerung. Bevor ich hier irgendwas richtig drücke, lieber nochmal gucken, dass wir auch nichts liegen lassen. Aber nö, die liegen hier nur in den Ecken rum. Auch schön. Wenn du alles von Bliss im Stream gelesen hast, kann man dir eine Geschichte zuschicken. Darüber haben wir schon gesprochen. Allerdings sprechen wir da auch von einem Szenario, ich denke mal, in so anderthalb, zwei Jahren oder so. Ne? Dementsprechend werde ich da noch keinen festen Plan machen. Aber ja, darüber wurde auf jeden Fall schon mal gemutmaßt. Wir müssen erst den Druck im Raum herstellen. Und fertig. Wir haben den Zugang zu den Labors und das bringt uns direkt zur Bahnstation. Hey, eine Aufzeichnung davon, was hier passiert ist. Cool. Sicherheitsstation, bitte kommen. Wir sehen hier unten einige seltsame Aktivitäten. Sicherheitsprotokolle wurden gestartet. Alles ist abgeriegelt. Doktor, Bericht kommt, sobald... Oha. Jetzt wissen wir, wie Cerberus rein kann. Ich hätte es merken müssen, als ich sie traf. Doch ich war so konzentriert, einen Weg zu finden, wie die Reaper zu stoppen sind. Die Reaper aufzuhalten ist auch das Einzige, was uns zurzeit interessieren sollte. Es ist nicht ihre Schuld. Aber wenn wir uns irren, was ist, wenn es keinen Weg gibt, sie aufzuhalten? Und wenn das unsere letzten Tage sind und wir versuchen, ein Problem zu lösen, für das es keine Lösung gibt? Boah. Liara. Ich weiß, sowas sollte ich nicht denken. Wie machen Sie das? Selbst in den schlimmsten Situationen waren Sie stets auf das Ergebnis konzentriert. Ich erinnere mich an meine Lieben. Oh, ich habe jetzt schon gepokert. Kriegen wir direkt eine Kussi-Option oder so? Close. Close. Wenn so viel auf dem Spiel steht, denke ich an meine Freunde. Oh. Meine Lieben. Was ich verlieren würde, wenn ich versage. Oh. Ich auch. Wir werden Sie aufhalten, Liara. Gemeinsam. Ja, Mann. Ich glaube Ihnen. Oder besser, ich glaube, dass Sie es glauben. Vielleicht reicht das ja. Hm. Okay, Tür ist offen. Wir können zu den Labors gehen und dann zur Bahnstation. Gut, los geht's. Ja, da jetzt ruhig noch ein bisschen, ne? Bisschen Action, aber okay, wir haben halt keine Zeit. Draußen tobt der Sturm. Hier sind fiese Meuchelmörder. Oh, Waffen. Modstation. Hier meldet sich keiner mehr. Ruhe da hinten. Gottes Willen, was haben wir hier noch? Ultraleichte Materialien. Stecken wir ein. Voll versteckt auch wirklich, ne? Heftig. Mit Zunge? Nein. Dann halt Kopfschüsse. Druck abbauen. So sieht's aus. Okay. Sehr schön. Waffenmods. Hier unten steht neu bei, aber das vermutlich eher, weil wir neue Waffe haben, nehme ich mal spontan an. Ja, vorhin hatten wir hier nur drei, jetzt haben wir da vier tatsächlich. Okay, ich wollte auf jeden Fall den Sniper wechseln. Und ich bin mir nicht mehr sicher, was ihr vorhin empfohlen habt. Irgendwas mit Widow, oder habe ich das geträumt? Leer. Ich fand ja die letzte hier sehr interessant. Die sieht so aus, die sieht einfach sehr fett aus, die ist auch mega schwer. Ich glaube, das Teil hat so ein bisschen die Durchschlagskraft, oder? Nimm die vierte, sagt ihr, die Daka. Grisel wird geschrieben. Schwierig.
Also ich schwanke zwischen 4 und 5, weil die sehen beide geil aus. Widow gibt's erst später. Ach, Mensch. Zeta jetzt war ich so heiß drauf, ist noch gar nicht da. Exenor, hallöchen. Grüße. Harpunengewehr klingt halt geisteskrank, aber die sieht auch geil aus. Die sieht auch geil aus. Nehmen wir die mal. Ich entscheide ja bei Waffen nach dem Design. Damit bin ich immer richtig gut gelaufen. Und hier sehen wir auch Feuergeschwindigkeit Unterschied. Okay, Sturmgewehre können wir, denke ich, lassen. Gun hatte ich die Predator eben mitgenommen, ne? Das hat eigentlich auch soweit funktioniert. Ja, minus 100%. Okay, dafür haben wir halt ein geiles Arsenal dabei. Nimm alle mit. Bam, alles, was geht. Einfach 5 verschiedene Sniper mitnehmen. So sieht's nämlich aus. Okay, Waffenmods habe ich halt noch nicht, ne? Die werden dann bestimmt irgendwie angezeigt, auch zum Wechseln oder so. Ist aber noch nicht drin. Bei Sturmgewehr würde ich die Mattog empfehlen. Ich kann ja hier nochmal durchgucken. Valkyrie, Argus, Argus, natürlich sehr interessant. Valkyrie, Adas, Harrier, Typhoon und Striker. Okay, die ist ja auch mega schwer. Guck mal, er hat hier Schilde an der Seite. Das ist ja auch der Next-Level-Shit auf jeden Fall. Cerberus-Gewehr, hier haben wir sogar dieses Symbol dran, das erkenne ich sogar. Jetzt, nach 30 Stunden. Mega nice. Ja, okay, ich glaube, wir lassen das erstmal so. Und hoffen erstmal das Beste. Ja, Valkyrie, Crisair und Predator. Okay. Okay, okay. Mal gucken. Oh! Es ist aber auch der Zoom. Und guckt mal, wie nice. Wie die Unschärfe mitspielt, je nachdem, was wir anvisieren. Das ist ja Hammer. Das ist echt stark. Also, da kann man eigentlich nicht daneben schießen, oder? Jetzt ganz ehrlich, unter uns. Muss ja jetzt jeder Shot ein Header sein. Wenn das nicht geil ist, weiß ich auch nicht. Die Mod, die du gefunden hast, war für die MP. Es gibt für jede Waffe eigene Mods, okay. Ja, das weiß ich auch nicht. Putz. Oh. Oh. Scheiße. Here we go. Here we go. Oh, fuck. Wo sind die Verbrecher? Bleib stehen. Bleib stehen. Nein, lass nicht stehen. Oh. Egal. Scheiße. Was ist passiert? Putz. Ey, was geht? Schönes Schild, Bruder. Rums. Schade, hat nur den rechten zerfetzt. Er hat tatsächlich überlebt mit seinem Schild. Was soll's? Warten wir, bis Liara was kaputt macht oder Singularität oder... Kann man die Schilde zerstören? Oder muss man eine günstige Position abwarten? Ich bin mir gar nicht so sicher, wie das aussieht. Einfach ins Knie schießen. Boom. Bisschen Skyrim-Style, sag ich schon. Oh nee, die Granate. Ah, help. Ansonsten können wir doch bestimmt einfach wirklich unten ins Bein oder so. Oder wenn er zurückweicht. Warte, ich will nochmal ins Schild hämmern. Oh, der hält auf jeden Fall 2 Shot aus, muss ich sagen. Ich hab Spaß, auf jeden Fall. Schieß durch den Briefschlitz. Das ist auch eine geile Idee. Wie dieses Meme mit dem Ritter in der Rüstung, der auch nur so einen Sichtschlitz hat, ne? Und dann kommt der Pfeil genau da rein und 2020 steht dran, fühlt man. Absolut. Stöhnt doch mal nicht so rum hier, ich sehe doch gar nichts. Rums. Was geht mit der Waffe? Ist das geil. Kann ich den Overwatch haben, bitte? Das wäre krass. Da hätte ich Bock drauf. Orisa noch mit so einem Sniper-Modul. Rums. Ist das krass. So, Freunde, das ist mal ein Sniper, mit dem ich umgehen kann. Stöhne ich jetzt immer noch rum? Da lebt immer noch einer. Ich erfreue mich mehr an der Waffe, als dass ich sie benutze, weißt du? Jetzt leben hier immer noch alle Leute. Der Wahnsinn. War ernst gemeint mit dem Briefschlitz? Ja, habe ich auch ernst genommen. Was ist das hier für eine seltsame Folie? Kann man mal hinhängen. Warum nicht? Deko im Weltraum. Sind hier noch welche, die aufs Maul wollen? Da steht echt noch einer. Ich fasse es nicht. Aber der ist auch hin. Meine Gruppe wartet auch immer erstmal, bis ich alles im Blickfeld habe, bis sie mitmachen. Ja, wartet jetzt, bevor ihr vorrennt. Hier war doch noch irgendwas zum Lesen oder so. Datenpad. Von Pacer Hakal Dlicke. Alter, gar nicht so meine europäische Zunge. An Sandoval Fletcher. Ja, ich weiß.
Zwei externe Spezialisten in derselben Woche ist ziemlich verrückt. Aber Hudson, ich habe von dieser Asari schon gehört. Sie ist sehr bekannt und hat großartige Forschungsergebnisse über die Proteaner veröffentlicht. Über diese Dr. Eva weiß ich nichts, aber Lea Tezzoni, die ist echt. Ich lege einige ihrer Arbeiten über proteanische Kultur bei. Lesen Sie sie. Wenn Sie damit fertig sind, werden Sie mir beipflichten. Ich kann es kaum erwarten, bis sie offiziell vorgestellt wird. Wirklich sehr aufregend. Oha. Sie wussten Bescheid. Geht Sally zu Unbesiegbar? Läuft. Hallo, jetzt mal ganz auf entspannt. Jetzt werfe ich erstmal noch einen Böller rein, Leute. Oh. Ey. Böller ist sehr effektiv, würde ich sagen. Nice, du hast nur einen neuen Schuss. Ja, das ist ein bisschen belastend, aber wenn jeder davon natürlich so reinfetzt, dann geht das. Oh, da muss man aber dann wirklich genau reinzimmern, oder? Warte mal, ich probier's nochmal mit der Sniper. Wenn wir einen perfekten Schuss anmachen. Na, Leute, wait, tötet die nicht. No, ich wollte doch testen. Scheiße. Ja, verdammt, sehe ich aber auch so. Ganz ehrlich. Ach Mann, zwei Schuss noch. Kommen hier noch mehr Verbrecher? Wer will noch aufs Maul? Wir haben ja ganzen Posten hier, ganzes Bataillon jetzt zerledert. Holy fuck, das war nicht der letzte. Das ist okay. Das ist sehr nett, dann kann ich noch ein bisschen üben. Und irgendwann werde ich es dann hinkriegen. Nice. Wenn die Typen mit dem Schild durch den Schlitz triffst, gibt es einen Erfolg. Auch das noch. Dann ist das ja genau das perfekte Ziel für mich, diesen Erfolg auch zu erreichen. Was geht hier unten? Ja, bisschen Gestein auf die Liegen gepackt. Das ist so diese andere Liebe zur Geologie. Wenn man wirklich sagt, oh, geiles Stück Stein, Junge. Das ist nochmal so, ja. Diese andere Studiumsrichtung, die man da einschlagen kann. Würde ich aber nicht empfehlen. Kann ich und darf ich auch nicht empfehlen. Guck mal, noch mehr Steine. Ah, schön, was haben wir denn da? So ein Helix-Fossil und so ein Dom-Fossil. Schön ein bisschen Kabutops züchten, da sehe ich mich aber auch tatsächlich. Das ist der Putzraum, ja. Das sind hier die Aufenthaltsräume von den Putzkräften und die sortieren dann die Steine, die sie heute gesammelt haben. Das ist der Zukunftsjob. Mega fresh. Was ist das für ein Gestank? Sorry. Sie haben soeben die Dekontaminationsprotokolle aktiviert. Obwohl die Belegschaft noch drin ist. Ja, das sind ziemlich böse Leute hier, kann das sein? Ihr habt so das Gefühl, als wäre das so. Deaktivieren. Es hält halt wirklich einfach direkt an im Lauf. Okay. Das sind bestimmt Kroganerhoden. Ja. Im Sommer sind die auch ein bisschen fester. Ne? Da kann das mal vorkommen, dass sie aussehen wie so ein Stein. Schrotflinte. Großkaliberlauf. Oh, schön. Hier Datenpad. Haben Sie die verschiedenen ausgegrabenen Relikte untersucht. Was haben Sie gefunden? Steine. Mehr als ich in einem kurzen Gespräch erläutern kann. Und dabei haben sie nur an der Oberfläche gekratzt. Es gibt Gewölbe mit proteanischen Datenschätzen, die noch nie studiert wurden. Ich finde es übrigens nice, dass wir jetzt, wenn wir Medizeug voll haben, EP statt 100 Credits bekommen. Weil 100 Credits, come on, oder? Da stehen wir nicht mehr auf morgens als Commander. Datenpad, persönliche Notizen. S. Parsa, Linguist. Wir konnten noch nicht viel, eigentlich gar nichts von der Sprache entziffern, aber die visuelle Dokumentation gibt uns einen Anhaltspunkt, was sie wohl erforscht haben, nämlich uns. Sie schien besonders an der Evolution des Cro-Magnon-Menschen interessiert zu sein, ausgehend von der Organisation ihrer Dateien und den vorgenommenen Markierungen. Es mutet etwas fantastisch an, ja, ist einfach so formuliert, ne? Es mutet fantastisch an, so etwas zu schreiben, aber alles deutet darauf hin, dass sie eine Kurve der intellektuellen Entwicklung des Menschen erstellen wollen. Oh! Oh! Aber hoffentlich ist dieses Jahr, was wir gerade erleben, dann irgendwie ausgegraut oder so. Oh, das wäre sonst nicht gut ausgegangen, glaube ich, für uns. Gefährlich, gefährlich. Kann ich hier durchgehen? Muss ich das jetzt exakt so aktivieren? Von außen? Oder kann ich es kaputt schießen? Nee, warte, bevor wir erstmal Munition weiter wasten, gucken wir mal. Leute, seid ihr draußen? Das ist nett von euch. Ob wir das irgendwie passend deaktivieren müssen? Hätte ich jetzt vermutet. Nämlich so. Oh, easy. Gucke da. Hingehauen. Ist das schön. Noch irgendwas zum Erkunden? Irgendeine Ecke? Ah ja, hier. Oh.
Präzisionsgewehr Laufverlängerung. Und jetzt sag mir nicht, dass hier auch noch was ist. Dann muss ich leider schreien und mich ein bisschen vollkacken. Aber nein, sieht nicht so aus. Sieht gut aus, Leute. Und da wir rank und schlank sind, kommen wir hier auch problemlos weiter. Wenn du vergessen hast, dass du War-Mode aktiviert hattest wegen irgendwas und dann erstmal Invasion machen willst und als Zieler erstmal von jede Menge Russen abgefahren wirst, ja, kenne ich tatsächlich auch, da ich ja in Mechagon auch mit War-Mode on und off im Wechsel gekämpft habe. Das ist die Bahn. Die bringt uns direkt zum Archiv. Nice. Barbarus hat bestimmt alles abgeriegelt. Hoffentlich können wir das in der Sicherheitsstation rückgängig machen. Es ist gleich hier. Klar, ich habe so schlimme Dead Space Flashbacks mal wieder. Das habe ich, glaube ich, in jedem Stream irgendwo gesagt, aber gerade jetzt hier Bahn, Monorail, ne, Taschenlampe unterwegs gewesen, keine Luft und all solch coole Faktoren, auf die ich mega Bock habe. Die Reaper haben Corona erschaffen. Bill Gates ist ein Reaper. Geschrieben von Fake Donald Trump. Ich glaube, geiler wird's heute nicht mehr. Ich darf nicht so viel lachen, das ist anstrengend, das ist warm. Wir sind ab jetzt todernst auf dieser Mission, okay? So, geht los. Oh, Achtung! Das ist mir zu ernst. Befehl das zurück. Das ist eine Untertreibung. Ja. Ich nehme an, das ist der einzige Zugang? Der einzige, den ich kenne. Wir umgehen es. Geraten Sie nicht ins Visier. Ich gehe zuerst. Es darf Sie nicht erfassen! Ich weiß noch nicht, ob mir das gefällt. W und dann Leertaste, um aus der Deckung zu sprinten. Let's go. Okay. Das hat schon mal hingehauen. Immer so ein Stück rüber, nehme ich an. Rollen. Ran. Klappt, okay. Wieder. Rollen. Ran. Oh, ey, das läuft. Das läuft. Der Deckungsmain, Leute. Zu wild. Leertaste ist Sprint, yo. Sprint, yo. Okay, jetzt. Ist halt ein bisschen Schiss. Ja, hetz mich mal nicht, Bruder. Oh, nee. Oh, okay, das war nicht so gut. Halten Sie A fest und drücken Sie diese Leertaste, um an die nächste Deckung zu hechten. Warte, A halten und dann Leertaste. Oh, das ist ja cool. Das ist cool. Oh, das war nicht so cool. Aber an sich, sehr nice System. Rüber. Zack. Nice. Das ist der fancy Shit. Wir sind sicher. Das ist echt nice, okay. Ich will diese Muni hier für mein Snipergewehr. Ich darf nicht. Darf nicht, Leute. Mein Gesicht in Liaras Gesicht gemoddet sieht richtig nice aus. Irgendwie glaube ich das nicht, aber okay. Da drin sind fiese Leute. Ich glaube, wir switchen gleich mal die Waffe. Auf unser MG mit der Feuermuni. Oder geht das los hier? Hallo! Grüße euch, Freunde. Habt ihr Bock, euch auch zu zeigen oder eher nicht so? Oh, shit! Weg mit euch! Ihr ranzigen Rotzlöffel! Okay, zwei schon mal erwischt. Ich glaube, wir gehen lieber wieder raus. Wenigstens so ein bisschen aufladen. Wo seid ihr, Leute? Ihr seid noch ein bisschen weiter hinten, okay. Ist in Ordnung, ich kann damit leben. Kann damit umgehen. Ken, der ist in Deckung. Du kannst dir die Muni echt sparen. Schieß lieber wieder ein Commander dauerhaft daneben. Dann musst du dir auch keine Sorgen machen um die Muni. Die ist dann sowieso einfach weg. Die ist einfach weg. Oh! Sah nicht. Da war das Aim gerade mal wieder kurz aus dem Urlaub zurückgekehrt. Das habe ich sehr gern, diese Momente. Grenades kannst du auch nicht mit der Sniper reinpacken. Das ist sehr sad. Warum auch immer ich gerade Grenades gesagt habe. Ich bin jetzt Brite, Freunde. Bin jetzt Ami und Engländer in einem. Und muss deswegen Grenade sagen. Die ganze Zeit. Ich glaube, auch der Unbekannte ist eigentlich Bill Gates. Das kann sehr gut sein. Und ich wette, wir finden innerhalb von 3 Minuten jemanden auf Twitter, der dir das abkauft. Benutzen. Ich würde mich gerne erst nochmal umsehen. Ah ja, gucke hier. Konzentrationsmodul. Oh, das brauche ich. Das brauche ich auf jeden Fall für meinen Sniper. Und Datenpad. Forschungsnotizen. P. Vasquez. Der letzte Fundort scheint nun leer zu sein, aber ausgehend vom Plan des Kommunikationssystems und der Backup-Energieversorgung der ersten von uns entdeckten Forschungsbasis der Proteaner, vermuten wir, dass tiefer im Untergrund eine Sekundärbasis existiert. Wir brauchen eine Genehmigung der höheren Mächte, um weiterzugraben, aber angesichts der kürzlich stark angestiegenen Begeisterung für unsere Arbeit hier, denke ich, dass das wohl kein Problem sein dürfte. Eine, wie hat er es formuliert? Genehmigung der höheren Mächte.
Also je nachdem kann das auch eine sehr schwierige Geschichte werden. Holla holla, hier ist zu, hier leuchtet schön, angenehm und wir können die Geschützsteuerung übernehmen und uns ein bisschen reinhacken. Niemand sonst darf rüberkommen. Wir haben noch Teams auf der anderen Seite. Niemand. Und schalten Sie die Kameras ab. Sie haben es wohl bis ins Archiv geschafft. Und die schicken uns nicht einfach so eine Bahn. Kriegen Sie das hin? Das Archiv läuft über ein anderes Netzwerk. Wir sind komplett isoliert. Nicht mit einem Kurzstreckenkommunikator. Von Helm zu Helm. Und dann? Dann überzeugen wir Sie davon, dass wir auf Ihrer Seite sind und die Allianztruppen erledigt haben. Gute Idee. Sehen Sie mal nach, ob Sie was finden. Wirklich gut. Was? Der Major ist inzwischen ganz schön kompetent. In der Tat. Commander, ich habe was gefunden. Was haben Sie? Er hat einen Transmitter im Helm. Wenn ich... Oh. Gott, der sieht aus wie ein Husk. Nicht ganz. Aber Sie haben garantiert irgendwas mit ihm gemacht. Und mit Sie meinen Sie Cerberus? Mit den eigenen Leuten? Haben Sie das auch Ihnen angetan? Ach, die wollten ja auch, ne? Das war die... Was war das gerade? Holy fuck. Dass wir ja immer die Relikte sichern und so, nicht zerstören. Und das war ja die und die Waffe und auch den Endmenschen-Reaper behalten und benutzen. Ach, die Schweine, das kann ich mir echt absolut problemlos vorstellen gerade. Oh Mann, wie können sie das sagen? Es ist überhaupt nicht so. Ja, wissen wir eigentlich gar nicht genau, ne? Also, wer weiß, was sie uns noch mit transplantiert haben. Wie können Sie mich mit ihm vergleichen? Shepard, ich weiß nicht mehr, wer oder was Sie sind, seit Cerberus Sie neu zusammengesetzt hat. Oh. Sie könnten auch Ihre Marionette sein, vom Unbekannten selbst kontrolliert. Das ist nicht fair, Kaidan. Versuchen Sie nicht, das zu erklären. Ich würde es sowieso nicht verstehen. Hm? Ich frage mich nur, ob die Person, der ich in die Hölle und zurückgefolgt bin, noch irgendwo da drin ist. Na klar, ich bin, wer ich bin. Cerberus hat mich nur aus einem Grund zurückgebracht, damit ich die Reaper aufhalte. Sie können mit mir kommen oder gehen, aber Sie müssen sich entscheiden. Ich bin bei Ihnen. Ehre. Freut mich zu hören. Kommen Sie, finden wir heraus, was Cerberus vorhat. Vielleicht bekommen wir beide ein paar Antworten. Hallo, hier Delta-Team. Ist da jemand? Legit. Wo zum Teufel waren Sie? Vergessen Sie's. Wie ist Ihr Status? Wir sind an der Bahnstation und warten auf Exfiltration. Alle Feinde neutralisiert. Verstanden. Echo-Team kommt zu Ihnen und sichert die Station. Haben die es geglaubt? Wenn nicht, werden sie es schon bald durchschauen. In Position gehen und flankieren, wenn sie aus der Bahn aussteigen. Gute Idee, Major. Oh, nice. Q und E drücken zum Positionieren. Okay, das kennen wir. Einer da. Wo soll der andere hin? Hey, noch irgendein Kreis? Cerberus-Verstärkung. Ja, hätte ich jetzt halt gesagt, da so hin, ne? So, fühlt euch frei, euch hinzustellen. Und ich wechsle vielleicht jetzt nochmal auf unseren Sniperino. Da ist nämlich auch wieder Muni am Start. Und dann können wir von hier oben aus, denke ich, ganz gut reinböllern. Hello, wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Zack. Pyromane heißt der Erfolg, für den wir sammeln. Nice. Ach, ist das schön. Ich mag die Waffe, Leute. Ich muss es sagen, ich mag diese Waffe. Da ist wieder so ein Kollege mit dem Schild. Wir laden erstmal nach. Kaden und Liara sind auch am Abgehen. Was macht der da? Tanzt der oder was? Oh, da hat er eine gewischt bekommen. Ich sehe nichts bei dem Rauch. Leute, Gottes Willen. Kommt der da nicht raus, oder? Ist ja ein Trauerspiel, dazu zu sehen. Oh, bei den Schildwillis. Komm, du jetzt auch noch. So. Yeah, schön in der Seite. In die Seite. In dem ihm seine Seite rein. Okay, das lief sehr gut. Hammer. Bin begeistert bisher von Mass Effect 3. Vor allem, seitdem ich eine Waffe habe, mit der ich auch halbwegs umgehen kann. Ich will nicht sagen, der Anfang war ein Debakel. Aber doch schon.
Ich habe mich spontan umentschieden. Gut. Hier liegt anscheinend auch gar nicht so viel zu looten rum. Wir gucken trotzdem. Wer weiß, was man halt so auf die Bahnschienen wirft. Ja, den Geldbeutel, das Handy, den Weltraumhamster. Was weiß ich nicht. Schon sehr, sehr schön. Ich vergleiche es halt auch immer mit dem, was ich noch vom ersten Teil vor allem so im Kopf habe. Natürlich auch mit dem weitaus präsenteren zweiten. Und da sieht vieles wirklich vertraut, aber eben logischerweise aufgehübscher aus, ne? Schon cool. Okay, hier ist unsere Konsole. Wir speichern und fahren mit der Seilbahn, stand da. Nice. Helm sitzt. Okay. Der Sturm wird schlimmer. Wir sollten das rasch beenden. Die Archive sind auf der anderen Seite. Und ein Trupp wütender Cerberus-Soldaten auch. Oh. Ja, ich brauche nur noch Garrus. Da bin ich happy. Okay, Leute. Ihr habt Glück, ich habe noch ein bisschen Sniper-Munition. Oh, die kommen sogar näher. Das wäre auch interessant. Hallo. Splash. Splash. Okay, krasse Nummer. Entern die jetzt uns wie so ein Piratenschiff oder was? Ja, warte, dann wechsle ich auch mal eben die Waffe, Leute. Ganz auf entspannt. Wartet mal. So, guck mal. Und dann, wenn ihr jetzt irgendwo an der Position halbwegs stehen bleibt, dann kann ich vielleicht auch mal eine Grenade rüber schicken. Oh. Ja gut, die ist vielleicht über die gegnerische Bahn geflogen. Aber so wollen wir das natürlich nicht in Erinnerung behalten. Tschüss. Verdammt. Wir sollten um keinen Preis da rein. Das bestätigt meine Theorie über den Wert der hier gelagerten Daten. Ja, das ist true. So sehr wie die uns da raushalten wollen. Zack. Und solange wir nicht über die Bahn rüberspringen wie meine Granate gerade. Liara, let's go. Sehr schön. Passt das doch. Okay. Ich bin ein bisschen verwirrt, dass Liara trotz ihrer Maske sich irgendwie nicht beschwert, dass ihre Freiheit eingesperrt wird und eingeschränkt wird und sie in einer Diktatur lebt. Das irritiert mich irgendwie. Aber sonst alles fresh soweit. Selina, hallöchen. Ja, alles gut. Bisschen sehr warm, aber auf dem Mars in unseren super Anzügen kommen wir ganz gut klar mit dem Sturm gerade. Craft wird wie ein Mädchen, hallo? Glaub's ja wohl. Werde hier besurged in meinem Gender. Kommt noch, meinst du? Ja. Liara, wach doch auf jetzt. Lul. Hello. Oh shit. Ich wollte gerade sagen, kann ich zerschießen? Nein, es geht einfach runter. Jetzt nochmal meine Chance. Grenade. Oh, die war gar nicht so schlecht. Noch eine, let's go. Wir haben noch Suppe da, Leute. Ums. Ja doch, guck mal. Die macht sogar ein bisschen Schaden. Das geht, das geht. Was mit dem da hinten? Der ist auch AFK, ist okay. Putz. Hä, was ist mit dem? Der hat halt gar keinen Bock. Der hat wirklich über... Oh, Junge, Liara, wir stehen ja sehr ungünstig. Um Gottes Willen. Ey, zum Glück verpuffen die Granaten echt wie so kleinere Böller. Das ist voll in Ordnung. Vielleicht hat sie schon ein Bill Gates Gedankenkontrollchip eingesetzt bekommen. Das kann sein. Wer weiß, was sie getan hat hier in der Zwischenzeit. Ach, schön. So. Ich finde das sehr erheiternd. Ist euch vielleicht aufgefallen. Liara, so gern wie ich dein Hintern in meinem Gesicht habe, aber gerade ist echt schlecht. Ey, nach vorne. Okay. Und jetzt. Boom, 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 boom. Schön den Centurio. Der lebt doch immer noch, oder? So sehr wie der brennt und sich rumrollt, so sehr lebt er aber noch wegen seinen illustren Schilden. Jetzt fliegt er da rum. Wir nehmen erstmal den Kollegen da hinten. Was ist mit dem Schildboy? Ich versuche gerade mal so da durch zu... Oh, funktioniert! Hat funktioniert gerade. Guck mal, sein Life. Aber nicht so gut, wie ich es gerne hätte insgesamt tatsächlich. Bei dem hier vielleicht nochmal probieren. Ja! Nice! Sehr schön. Aber wir bleiben mal in Deckung. Ich habe gerade ein bisschen sehr viel rumprobiert, was nicht spurlos an meinem Lebensbalken vorbeigegangen ist. Deswegen kurz mal auf entspannt. Granaten sind auch alle raus und dann ist da nur noch der eine, oder? Oder die zwei von mir aus. Auch okay. Aber es sind auch deutlich größere Truppen gerade, möchte ich mal vermutend anmerken, als ich es eigentlich gewohnt bin.
Es ist jetzt aber auch eine miese Position hier gerade von dem, der da nur hinterstehen bleibt. Wir gehen jetzt mal selber hier raus. Alles aussteigen. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Okay. Gut, doch alle hin. So wollen wir das haben. Arteros, ganzes Jahr vollgemacht. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Mich verwirrt es, dass ihre Augen der Marsatmosphäre und Temperaturen ausgesetzt sind. Das nimmt sie einfach in Kauf, ne? Da ist sie knallhart, da kennt sie gar nichts. Das nimmt sie einfach hin. Heftig. Ich finde es viel irritierender, dass ihre Augen, ja, tatsächlich, hat der ein oder andere auch noch geschrieben, das Weltall mitmachen ohne Abdeckung. Das sind so diese Alien-Boni, die können wir halt nicht nachvollziehen, ne? Das ist viel zu krass für uns alle. Und ich habe es nicht mal bemerkt, sondern ihr. So krass. Ich bin einfach schon angepasst. Bin einer von den Aliens, Leute. Der steht hinter Glas. Ja, aber ich muss doch versuchen, ob ich das Glas wenigstens kaputt schießen kann. Vindicator. Oh, die kennen wir auch, glaube ich. Die sagt mir auch was, auch von der Form. Aber ich bin ganz zufrieden mit unserem Arsenal gerade. Erstmal freigeschalten ist ja auch schon was. Da ist noch eine Medi-Station, wie es aussieht. Fresh. Ist euch schon aufgefallen, dass Asari kleine Tentakel am Kopf haben? Und wer hat noch Tentakel? Richtig, alte Götter und Reaper. Zufall? Ich denke nicht. Und so habe ich auch argumentiert, als wir überlegt haben, welche Mass Effect-Rasse am ehesten als verbündetes Volk, also komplette Blödsinnsidee natürlich, just for fun, als verbündetes Volk in WoW Platz hätte. War auch bei Asari. Blau, Tentakel. Kennen wir. Oh. Keiner. Oh. Shepard. Ah. WB. Der Unbekannte? Faszinierende Spezies, die Proteaner. Sie haben uns das alles hinterlassen, aber wir haben die Chance nicht genutzt. Die Allianz weiß seit mehr als 30 Jahren von den Archiven. Und was hat sie damit gemacht? Was wollen Sie? Was ich immer wollte. Die Daten dieser Artefakte sind der Schlüssel zur Lösung des Reaper-Problems. Ihre Lösung kenne ich. Ihre Leute werden in Monster verwandelt. Oh nein. Sie werden verbessert. Come on. Verbessert? Das unterscheidet uns, Shepard. Wo Sie Vernichtung sehen, sehe ich Kontrolle. Die Macht der Reaper beherrschen und lenken. Stellen Sie sich vor, wie stark die Menschheit dann wäre, wenn wir sie kontrollieren. Ey, exakt wirklich die Scheiße durchgezogen. Ja, wo ich vorhin auch drauf hinaus wollte, mit dem kleinen Rückblick. Ey, ist doch nicht Ernest, ich glaub's nicht. Es wird noch schlimmer, mach dir mal keine Sorgen. Geil, auf welcher Schwierigkeitsstufe spielst du? Das ist eine verdammt gute Frage, haben wir das eingestellt am Anfang? Ich glaube nicht, vermutlich normal. So, ganz, ganz normal, nehme ich mal an. Kurojin, 3 Monate, dankeschön. Die Erde wird belagert und Sie schmieden Pläne zur Kontrolle der Reaper? Sie waren schon immer kurzsichtig. Übereilt. Ihre Zerstörung der Kollektorenbasis beweist das. Ich habe die Basis zerstört, weil ich Ihnen nicht vertraut habe. Nein, das ist nicht länger Ihr Kampf, Shepard. Auch mit den proteanischen Daten besiegen Sie die Reaper nicht. Schreiben Sie mich nicht ab, dann helfen Sie mir. Boah, wir bleiben natürlich, wenn wir die Option haben, auf der linken Seite bei diesen farbigen Geschichten. Helfen Sie mir. Nee, ich will Ihnen nicht um Hilfe bitten. Will ich nicht. Schreiben Sie mich nicht ab, so sieht's aus. Wir bleiben im Game. Wir bleiben im Game. Sie haben mich wegen meiner Fähigkeiten zurückgeholt. Ich kann Sie besiegen. Wohl kaum. Die Chancen sind gegen Sie. Und was wichtiger ist, ich will gar nicht, dass die Reaper vernichtet werden. Wir können sie beherrschen. Ihre Macht und ihre Essenz nutzen, um die Menschheit zum Gipfel der Evolution zu bringen. Sie sind wahnsinnig nur über meine Leiche. Ja, beides halt, ne? Sie übersehen die Gefahr. Die Menschheit braucht nicht, was sie anzubieten haben. Ich erwarte nicht, dass Sie es verstehen, Shepard. Und ich bitte sicher nicht um Ihr Einverständnis. Sie waren ein Werkzeug mit einem einzigen Zweck.
Und dabei waren sie trotz unserer Differenzen relativ erfolgreich. Aber wie bei den anderen Relikten hier, ist ihre Zeit vorbei. Genug geredet. Liara. Mischen Sie sich nicht in meine Pläne, Shepard. Das ist meine letzte Warnung. Registriert. Shepard! Was? Die Daten sind nicht hier. Sie werden gelöscht. Der Stinker. Leben Sie wohl, Shepard. Verdammt, wie macht er das? Jemand lädt die Informationen lokal hoch. Hey, weg von der Konsole! Los! Oh. Wow. Als ob sie da halt auch die ganze Zeit einfach stand. Oh Mann. Sie ist schneller, als sie aussieht. Dr. Eva einfangen. Wir dürfen sie nicht verlieren. Okay. Darf ich sie anschießen? Ich weiß es nicht. Ich trau mich nicht. Wir laufen. Wir sind schneller. Wir sind... Was jetzt? Das ist aber nicht nett. Hey! Was zum Teufel? Da ist sie. Dranbleiben! Was geht? Oh mein Gott. Und wer war die beim Unbekannten? Die hatte ein nice Systemhock auf jeden Fall. Für den Umhang. Oh shit. Will sie sich wirklich battlen? Zeig dich. Scheint so. Bin mir nicht ganz sicher, warum ich aktuell meine Pistole vor allem habe. Aber ist jetzt so. Beruhigt euch. Warte, wir wechseln nur mal fix. So viel Zeit muss sein. Schieß halt. Ja, aber nicht, wenn sie so schnell wegrennen. Die muss da erstmal hinterher. Unten steht ja als Tipp die ganze Zeit auch Leertaste. Au, ey, mein Schild. Ja doch. James, hören Sie mich? Bleib stehen jetzt, olle Zille. Die ignoriert sogar die Regeln unseres perfekten Schusses, oder was? Gibt's da nicht. Au. Alter, die eine Hälfte so, schieß, die andere, lauf! Die nächste, Hilfe, wo bin ich? Die drei Hälften, man kennt sie. Bleib stehen jetzt! Sie entkommt! Verdammt! James! Normandy! Irgendwer! Erwischt! Boom! Ja, ich dachte auch erst ins Bein schießen oder so, aber... Hat sie irgendwie nicht so Bock gehabt. Ich wollte auch beides machen. Nice Crash. Lass mal schreiend im Kreis rennen, genau. Das Beste aus beiden Welten vereint. Die Normandy ist unterwegs. Wird bald hier sein. Cool. Wir brauchen die Daten. Oh. Oh. Alles klar. Kailan! Sie ist auch schon so umgemorpht, ne? Befehle? Erledigen Sie. Nein! No! What? Sie hat doch nicht wirklich... Oh, nachladen. Oh, das ist ein ungünstiger Moment, Shepard! Jetzt! Holy fuck! Sie ist Testsubjekt Nummer 1, oder was? Greifen Sie sich das Ding! Mitnehmen! Shepard, wir haben Reaper-Signaturen im Orbit! No! Kaidan! Er ist doch gerade cool geworden! Kommen sie schon, die nächsten.
Oh nee. Mach den Garus. Mann. Die kriegen wir wieder hin. Klar. Das wird schon. Der Krieg. Nee, der den Krieg bringt. So rum. Erfolg. Kaidan braucht medizinische Hilfe. Ja. Wir müssen das Sol-System verlassen. Ich weiß. Die Citadel ist unsere beste Option. Dort finden wir Hilfe. Auf zur Citadel, Joker. Verstanden. Durchhalten, Kaidan. Sehen Sie nach, was Sie und Edi von diesem Ding erfahren. Ich empfange über Sekundär-QVK ein Signal von der Erde. Ich glaube, es ist Admiral Hackett. Stellen Sie durch. Im Kommunikationsraum, Commander. Okay. Lassen wir die einfach im selben Raum liegen. Hören Sie mich? Commander. Edi, kriegen Sie das klarer? Ich tue mein Bestes. Waren Sie in den Archiven? Ja, war ich. Und der Unbekannte auch. Ich hatte Cerberus-Aktivität befürchtet. Haben Sie die Daten? Einen Großteil. Einiges hat er bereits runtergeladen. Edi und Liara analysieren jetzt, was wir haben. Was haben Sie erfahren? War es die Mühe wert? Anscheinend handelt es sich um den Bauplan für ein proteanisches Gerät. Gerät? Eine Waffe, riesengroß und enorm mächtig, die zu unermesslicher Zerstörung fähig ist. Schicken Sie die Daten. Wir machen selbst eine Analyse. Wenn Liara recht hatte, können wir damit die Reaper aufhalten. Hoffentlich. Major Alenko wurde schwer verletzt. Wir bringen ihn zur Citadel. Das tut mir leid, Shepard. Aber wir wissen beide, das ist erst der Anfang. Reden Sie mit dem Rat. Zeigen Sie ihnen Ihren Fund. Mit etwas Glück bekommen Sie die nötige Hilfe. Und wenn nicht? Tun Sie alles, um sie an Bord zu holen. Ich melde mich. Hackett Ende. Der Gerät schneidet Reaper-Fleisch. Shepard? Edi extrahiert Daten aus der Cerberus-Maschine. Bis wir die Citadel erreichen, liegen uns Details vor, die wir dem Rat präsentieren können. Und Major Alenko? Ich habe getan, was ich konnte, aber wir müssen ihn rasch in eine medizinische Einrichtung bringen. Der Admiral hat recht. Es wird schlimmer, oder? Ja, außer wir halten die Reaper auf. Na dann. Den Daten nach könnte diese Waffe die Antwort sein, falls wir sie bauen können. Aber ich spüre, dass sie nicht daran glauben. Ist auch nicht so einfach, ne? Aber wir laufen auch nicht weg, ist auch richtig. Mann, alle Optionen oder viele Optionen waren bisher genauso mies auszuwählen wie bei den Talenten. Alles ist oft nice. Sie haben nicht gesehen, was Sie mit der Erde gemacht haben. Wie soll eine Waffe Sie aufhalten? Welche Optionen haben wir? Sie wissen, dass wir konventionell nicht gewinnen können. Shepard? Ist es nicht zumindest den Versuch wert? Klar. Ich sehe mal nach Kaidan und James. Wir müssen bereit sein, unsere Funde dem Rat zu präsentieren. Der Rat wird bestimmt einsehen, dass er helfen muss. Wenn nicht, wird das ein verdammt kurzer Krieg. Leider true. Waffe macht brrr. Nium. Wann verfies grad zu Liara? So mad. Ah, schön. Das ist immer wieder geil.
Ich habe kaum einen Puls. No. Abtransport. Wohin bringen Sie ihn? Huerta Krankenhaus. Das Beste auf der Citadel. Kommen wir nicht mit? Wir müssen unbedingt zum Rat. Stimmt. Sieht aus, als will da jemand zu Ihnen. Commander Shepard, ich hörte von Ihrer Ankunft. Doug! Captain Bailey, schön, Sie wiederzusehen. Sie auch. Aber es ist jetzt Commander. Hey. Glückwunsch. Ah, danke. Ich muss mich jetzt mit Politikern herumärgern und Abgesandte eskortieren. Nichts für ungut. Schon okay. Sind Sie hier, um uns zum Rat zu bringen? Ich soll Ihnen sagen, dass der Rat Sie erwartet, aber mit eigenen Problemen beschäftigt ist. Wow. Wegen des Krieges und so. Sie bitten, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Bla, bla, bla. Sie treffen Sie in Odinas Büro, wo Sie bald sein werden. Okay. Sie hätten vorher noch Zeit, ins Krankenhaus zu gehen und dort den aktuellen Stand zu erfragen. Nice. Das mache ich vielleicht. Nur zu, ich gehe schon mal vor zu Odinas Büro. Einer meiner Männer führt Sie hin. Sie? Ich bin heute nur Tourist und versuche, keinen Ärger zu machen. Ich komme sofort. Das gehört auch zum Job. Wir sehen uns dann, Shepard. Sicher. Mr. Heffernan hat seine Stimme behalten. Sehr, sehr schön. Fett Credits bekommen. Aber die Stimme von unserem neuen Boy, der so ein bisschen muskelbepackter unterwegs ist, die kommt mir auch sehr bekannt vor. Oh, hoppala, ich habe auch nebenbei ein bisschen Ruhe war, eure Tipps überflogen, was Nebenmissionen und Co. angeht. Dankeschön, Dankeschön. Fazit, einfach alles ist wichtig. Ja. So sieht's aus. Okay. Ah, oh, guckt mal. Die Boys, unsere Rucksack-Yogis, sind auch wieder mit von der Partie. Sehr schön. Und zählt das hier schon zu die Talken? Ne, das ist vermutlich ein bisschen auffälliger, oder? Kann das sein? Ich denke mal, das ist dann... Da zum Beispiel. Aber Sie sind auf der Normandy, richtig? Ich habe sie andocken sehen. Und zuletzt war sie auf der Erde. Ist Commander Shepard entkommen? So ist es doch, stimmt's? Also, warum sollte er hier sein, wenn er nicht zum Rat will? Ma'am, ich darf darüber nicht sprechen. Müssen Sie auch nicht. Commander Shepard! Hi. Ist das, wer ich denke, dass es ist? Was geht hier vor? Commander, Sie habe ich gesucht. Diana Ellis, Allianz News Network. Wir könnten einander helfen. Ich komme nicht gerade gut mit Reportern. Und das macht sie beim galaktischen Publikum eher unbeliebt. Es lässt sich aber ändern. Ich bin Militärreporterin für die Show Battlespace. Oh, okay. Wir werden auf fast allen Ratsplaneten gesehen. Die ist neu. Meine Produzenten wollen, dass ich auf ein Menschenschiff gehe und ich will auf die Normandy. Warum sollte ich das wollen? Kriege können im Schneideraum gewonnen oder verloren werden. Und dieser Krieg muss gewonnen werden. Ich habe eine Sicherheitsfreigabe der Allianz und arbeite ohne Team. Sie bekommen ein Vetorecht gegen meine Berichte. Kommen Sie damit zurecht oder muss ich weitersuchen? Puh. Sympathisches Outfit auf jeden Fall. Man kann sie unterhalten. Ich fand das jetzt aber Real Talk gar nicht schlecht, was sie gesagt hat. So, ich meine, wir können natürlich immer sofort jeden verkloppen. Aber sie bietet ja gerade eine Chance, von der eigentlich wirklich alle profitieren. Und wir haben Vetorechte. Und wir haben diese nice Kameradrohne mit an Bord. Finde ich jetzt gar nicht so bad eigentlich. Ich dachte, sie kommt jetzt auch direkt mit, Mr. Shepard, die Erde geht wegen Ihnen drauf. Ja. Nee, aber war ja gar nicht so. War gar nicht so. Schlag sie in die Faust, zuckt. Ihr miesen Gewalttätigen. Ich raste aus. Domi, 27 Monate. Dankeschön. Grüße geht raus. Ja, wir machen einen Versuch. Ein Versuch ist okay. Chance hat immer jeder verdient und so. Sagen Sie Ihren Produzenten, ich bin einverstanden. Mal sehen, wie es funktioniert. Melden Sie sich so schnell es geht auf dem Schiff. Noch Fragen? Wie viel Platz bekomme ich? Eine Kiste voll. Zu Befehl, Commander. Ja, aber nicht gesagt, wie groß die Kiste ist, kann sie jetzt ordentlich tricken auf jeden Fall.
Diana Ellers ist gleich nachempfunden, wurde sie der IGN.com-Moderatorin Jessica Chobot, von der sie auch im Englischen vertont wurde. Das ist cool. Hat mich auch sehr gefreut, dass unser Doug Heffernan dieselbe Stimme hatte mit unserem Bailey gerade. Die meisten Nebenmissionen bekommst du jetzt noch nicht, da wie oben geschrieben, du nur begrenzt Zugang gerade hast. Nach der nächsten Mission ist es anders. Okay, dann konnten wir ja schon mal ein bisschen üben hier gerade. Und auch hier läuft jetzt Werbung und irgendwelche Nachrichten. Das ist ja wie auf, wo war es, Ilios, glaube ich, ne? Oh Mann, die Citadel. Ach, die Aussicht. Herrlich, ist das geil oder was? Ich bin ja eigentlich kein übertrieben großer Sci-Fi-Freund bzw. Fan, aber das ist schon echt nice. Kenny vs. Spenny. Vega ist Kenny. Das könnte ich aber auch mal wieder gucken. Kenny vs. Spenny. Oh mein Gott, war das krank. Okay. Dann haben wir sicherlich auch noch nicht so viele Wege. Mit V können wir dann auch immer checken. Und gleich mit Karte sogar. Ah, mit Pfeilen wechseln sie zusätzlich dann zwischen den Karten. Interessant, was geht hier so? Okay, der erste Einsatz ist irgendwo in der Nähe von Pelleran. Berichten zufolge sind die Kommunikationsmittel dort ziemlich unzuverlässig. Dann hinterlasse ich Videonachrichten. Das kannst du auch tun. Naja, also sie haben gesagt, wir sollten wegen der möglichen Signalüberlastung besser überhaupt keine Nachrichten schicken. Sie wollen, dass die Daten über den Krieg durchkommen. Deswegen zählt jedes Datenpaket. Und wie soll ich dann mit dir reden? Aha, die Antwort gibt's also nicht, oder was? Und ich komme ja auch nicht weiter. Stau. Oh, Avena. Moin. Ja, auch deutlich schicker als bei den letzten Malen. Und das sind keine Werbungen, sondern wichtige Kriegsnachrichten. Ja gut, vielleicht ist es auch Werbung. Für so manches geile Waffenmodell oder so. Ja, die Grenzen verschwimmen. Hallo, Commander Shepard. Hallo. Willkommen auf der Citadel. Dies ist Andockbucht D24. Beachten Sie, dass C-Sicherheit aufgrund aktueller Vorkommnisse jederzeit Routineüberprüfungen von Identität und Waffenschein vornehmen kann. Geil. Wir fliegen durchs Universum, aber das Handynetz ist nicht so ausgebaut, ne? Sorry. Ach, geht nicht. Geht nicht, mega traurig. Bei solchen Gesprächen musst du häufiger hin. Ah, okay. Das hatten wir ja tatsächlich auch auf, ich glaube auch auf Ilios tatsächlich, wo wir dann bei den Handelsstationen immer wieder diese Stories auch hatten, ne? Gerade mit dem Freund von der Mutter, der Tochter, die mit ihm da war. Und dann ging es um die Geschenke und hin und her. Und ja, okay. Okay, wir fragen erstmal ein bisschen durch, was so Neues gibt. Andere wichtige Bereiche, die ich kennen sollte? Die Andockbucht E24 wurde kürzlich zur Beherbergung der zahlreichen Neuankömmlinge auf der Citadel umfunktioniert. Möchten Sie den offiziellen Vertreter Ihrer Spezies kontaktieren, gehen Sie bitte zu den Citadel-Botschaften. Medizinische Versorgung erster Klasse erhalten Sie im Huerta-Krankenhaus im Präsidium. Das Präsidium-Unterhaus ist seit der Gründung des Rats auf der Citadel ein kulturelles Zentrum. Nice, der Botschafter unserer Spezies. Schön. Wozu die strengen Sicherheitsmaßnahmen? Die neu installierten Screening-Felder beschleunigen die Abfertigung an den Sicherheitsstationen in jedem Dockbereich. Die Screening-Technologie auf der Citadel setzt topmoderne biometrische Authentisierungssysteme der Surtr Foundation ein. Beachten Sie bitte, dass jeder Versuch, die Sicherheitsmaßnahmen zu umgehen, zu sofortiger Verhaftung führt. Was? Das ist aber Diskriminierung hier. Was gibt es hier sonst noch? Sie befinden sich im Dockbereich D24. Ihre biometrischen Daten erlauben Ihnen den Zugriff auf weitere Informationen über diese Bucht. Das ist die Luftschleuse, die aktuell dem Allianzschiff Normandy zugewiesen ist. Ein Blick aus dem Fenster der Bucht zeigt Ihnen einen der wunderbaren Ausblicke, für die Citadel berühmt ist. Oh ja, Botschafterin der Menschheit ist Merkel, der Mutti ist immer noch im Amt. Spricht jetzt für die ganze Spezies, man kennt es. Wieso wird nicht vorgelesen? Why? Welcher wichtige Nachrichten, wichtige Nachrichten, kaufen Sie die kein. Wollte gerade sagen, was war Delay sein Urgroßonkel oder was? Oder sperrt Streamlabs jetzt bei Donation Texten Werbeprotokolle? Das war in der Tat eine sehr, sehr wichtige Nachricht, Mahagomea. Dankeschön für deine 3 Euro auf meinen kähnlosen Nacken und diese herrliche Empfehlung. So, auch an Frodo Mono für 5 Monate. Dankeschön.
Ja, da haben wir es gerade gehört, ne? Ist nicht so einfach mit dem Netzausbau hier in Mass Effect. Dauert alles ein bisschen länger. Was ist mit dem Raum da drüben? Dort warten alle, die mit Neuankömmlingen sprechen wollen. Daneben befindet sich die Sicherheitsabfertigung. Ah ja. You want to make a deal with me. In Ordnung. Danke. Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte wieder an mich. Alles klar. Guti. Dann haben wir schon mal ein bisschen was erfahren können hier. Guck mal, da haben Snackautomaten. Da wird sich aber reichlich gegönnt, solange wie er da irgendwas eintippt, oder? Oder regt er sich gar nicht mehr? Vielleicht hängt er auch mit der Hand in dem Schlitz fest und es ist ihm peinlich, sich zu bewegen. Ja, Hauptsache fällt keinem auf. Gefährlich. Bartleby, dankeschön für dein Abo. Sie müssen den Rad... Achso, upsi, hoppala, erstmal komplett abhauen. Gerade erstmal erklärt bekommen, wo es überall hingeht und komplett binnen Sekunden die Orientierung vollends verloren. Großartig. Aussichtsdeck. Aber da konnten wir, glaube ich, noch nicht raus, oder? Aussichtsdeck? Wir checken mal auch nochmal die Ecken entsprechend. Nicht, dass wir hier noch vielleicht einen geheimen Waffenmod liegen haben, obwohl ich mir das hier eher weniger vorstellen kann. Aber wer weiß, man kann sich immer nicht sicher sein, was die Entwickler so für Späßchen treiben. Oder auch nicht. Hallo, ich bin's. Man kennt mich. Habt ihr coole Waffen für mich? Nein? Okay, wo ist Garrus? Kennt ihr den? Sieht so aus wie ihr. Blaue Rüstung, vernarbte Fresse. Auch nicht? Okay. Ich glaube, die wollen uns gar nicht helfen. Man frisch geduscht, lässt sich die Wärme schon eher aushalten. Es sei denn, man duscht heiß, so wie ich. Total blöd, so wie ich. Lul. Dann hat man nicht so viel davon. Wollte ins Krankenhaus. Ja, das sehe ich hier. Zwar noch nicht, aber ich schätze mal, das kommt dann hier mit bei, ne? Passagierlounge. Ja, das ist ja dann der eine Weg, wo wir Richtung Krankenhaus hoffentlich auch können. Genau. Haben wir eben gehört. Huerta Krankenhaus mit der schönen Aussicht. Ist man gleich auch. Die Sinne belebt, das ist ja auch wichtig. Nicht nur betäubt, sondern auch belebt. Ne? Sehr, sehr wichtig. Azeroth ist auch sehr wichtig, das ist korrekt. Der Blitzemove. Vielen Dank für deinen Support und so auch für diese großartige 5er Sub-Bomb auf meinen fahrstuhlfahrenden Krankenhausnacken. Dankeschön. Jan David Rönfeld ist der deutsche Sprecher von James, dem Neuen, und er hat unter anderem Jin in dem Anime Detektiv Conan gesprochen. Okay, daher kenne ich ihn, glaube ich, nicht. Aber wenn man einmal so diese Schiene hat, dann ist man ja gerade im Anime-Bereich auch gerne mal für gefühlt 1000 Figuren zuständig, wenn man einmal den Fuß in der Tür hat, ne? Dann kann das sein, dass sich da irgendwas überschneidet, auf jeden Fall. Die Schwester hat mir erzählt, dass sie das Baden verweigern und nur mit einer anderen Asari sprechen wollen. Richtig? Kann ich eine Waffe haben? Nein, tut mir leid. Könnte ich dann vielleicht in ein anderes Krankenhaus verlegt werden? Eins ohne Sicherheitszone. Dort wäre eine Waffe doch kein Problem. What? Und keine Menschen. Wo immer sie mich hinschicken, es sollte dort keine Menschen geben. Hallo? Die Menschen sind unsere Verbündeten. Sie trauen ihnen nicht? Nein, darum geht es nicht. Wie sehen meine Augen aus? Welche Farbe haben sie gerade? Vielleicht sollten sie mir einfach erzählen, was passiert ist. Oh shit. Richtig, Psychoabteilung direkt am Start. Garrus kalibriert irgendwas, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Krankenhaus bekommst du auch sehr viele Nebenmissionen. Okay, ja gut, wir sind gerade auch nur zwei Schritte gegangen und schon erzählen sie uns hier was, ne? Crazy. Einer der Männer in Schwarz in den ersten Fang. Oh, die kenne ich noch tatsächlich. Die kenne ich auch noch. Wie ist Mass Effect 3 bisher? Sehr cool, also ich kann noch nicht viel sagen. Wir spielen gerade mal 2 Stunden. Und nach dem üblichen anfänglichen komplett überhaupt nicht klarkommen. Echt schön bisher. Echt schön. Was geht hier? Vorräte? Willkommen bei Sirta. Oh, kauf's. Ey, ich öffne den Laden und krieg den Erfolg kaufsüchtig oder was? Alles klar. Whisky? Sanft und rauchig, mit einem Hauch von Hitze. Jeder Schluck TM88 hat eine Geschichte zu erzählen. Jedes Glas bietet Anlass zu einer neuen. Aha. Krass. Nicht umsonst eines der bestverkauften Exportgetränke der Erde. Es beruhigt und regt die Blutzirkulation an. Das einzige alkoholische Getränk, das von der Ärztekommission von Sir Cash empfohlen wird. Der Preis für diese Flasche enthält Pfand. Bitte recyceln Sie mit. Wie süß. Oh, ist das schön, oder was? Ist das schön. Ach Mann, das ist toll. Es kühlt sich langsam runter, direkt alles aufreißen. Ja, habe ich heute früh auch sofort gemacht. Wie viel Cash haben wir denn so? 35.000.
Ja gut, Kapazität, komm, können wir ruhig mal erhöhen, würde ich sagen, oder? Nehmen wir mit. Wenn wir schon dabei sind, ne, können wir uns auch die Flasche fuseln, na klar. So. Einmal leer gekauft. Alter, warum labern hier 1000 Leute? Jetzt ist Ruhe. Ja, man muss sich nur mal beschweren, dann funktioniert das auch auf jeden Fall. Du kannst später mehr kaufen, mehr Whisky. Geil, da sehe ich mich. Da sehe ich mich. Okay. Noch jemand was zu erzählen hier? Ja, nein, random liege, random trage. Wir hatten einen Einsatz auf Tiptree. Das ist eine kleine Kolonie der Menschen. Wir sollten bei der Evakuierung helfen. Der Feind landete. Aber nur Kundschafter, die turianischen Dinger, ein paar von den Großen. Wir wurden über den halben Kontinent verteilt, brachten Kolonisten zu Shuttles, neutralisierten Husks. Das klingt, als hätten sie gute Arbeit geleistet. Könnte ich eine Waffe haben? Ich würde mich gleich viel besser fühlen. Erzählen Sie weiter. Was ist auf Tiptree passiert? Erzähl weiter. Aber die Psychologin sitzt auch so da irgendwie. Morgen wieder Psychos zuhören. Gar keinen Bock, oder? Der Erzfeind. Der Erzfeind. Sie will die ganze Zeit eine Waffe. Ob die Nebenmission ist, ihr eine Waffe besorgen? Und dann dreht sie komplett durch. Dr. Chagwas. Was geht? Euch kenne ich. Shepard. Da sind Sie ja. Dr. Chagwas, Sie hier? Ich arbeite in einem Labor der Allianzforschung im Shelter-Bezirk, direkt unter Admiral Hackett. Ich hörte, Sie seien von der Erde entkommen und hätten einen Schwerverletzten. Ich kam so schnell ich konnte. Es ging gegen ein synthetisches Wesen von Cerberus. Kaldan hat's schwer erwischt. Wie geht es ihm? Sehr gut, angesichts der Umstände. Major Alenkos Belastbarkeit und Dr. Michels Fähigkeiten sind beeindruckend. Ich wünschte, ich hätte auf dem Mars helfen können. Ah, das ist doch schön, wenn er hier in guten Händen ist. Sehr, sehr gut. Irgendwo habe ich gerade gelesen von Chrono, TM88 ist nicht zum Saufen, das ist die Pflücker-Attacke für Pflanzen-Pokémon. Ich habe auch die ganze Zeit überlegt, aber die TM-Daten, die technischen Maschinen von den Attacken, die man dann beibringen kann in den Editionen, die hatte ich nicht auf dem Schirm. Maximale Ehre, dass du es am Start hast gerade. Sehr, sehr gute Sache. Uschi Puschi, Hallöchen. Es ist 6 Monate her. Wie ist es Ihnen ergangen? Gut, ich hatte Glück. Nach der Beschlagnahme der Normandy wusste die Allianz nichts mehr mit mir anzufangen. Ich gehörte nie offiziell zu Cerberus und war von meinem vorherigen Posten ordnungsgemäß freigestellt worden. Sie haben also nichts falsch gemacht, als Sie mir gegen die Kollektoren geholfen haben. Richtig. Aber hätte man Sie als Kriegsverbrecher verurteilt, wäre ich als Komplizin angeklagt worden. Nice. Whisky ist auch einfach nur eine technische Maschine fürs Saufen. Ja, kann man sie auch beibringen, ne? Und trainieren und die AP erhöhen. Wow, sie gehören auf die Normandy. Sie sollten im Labor arbeiten. Boah, das ist schwierig. Er hat sie halt super gern schon wieder dabei. Und ich finde, es gehört sich auch gerade, ihr das anzubieten, ne? So aus Ehre einfach, dass wir sie wertschätzen. Ihr Platz ist auf der Normandy, nicht in einem Labor. Ganz Ihrer Meinung. Ein Wort von Ihnen und ich bin dabei. Oh, okay, das habe ich jetzt irgendwie nicht kommen sehen. Aber auf jeden, oder? Wir nehmen sie auf jeden Fall mit. Doch, die hätte ich gern wieder dabei. Ich erinnere mich auch, eine unserer ersten Missionen in Mass Effect 2 war einfach mit ihr schön einsaufen. Und da müssen wir natürlich, ja, als Bierbrüder, Schwestern, wie auch immer, zusammenhalten. Na sicher. Die Normandy wäre ohne Sie nicht dieselbe, Doktor. Holen Sie Ihre Sachen an Dockbucht D24. Jawohl, Commander. Und danke. Danken Sie mir nicht zu früh. Joker ist auch noch an Bord. Lull. Und er nimmt bestimmt seine Medikamente immer noch nicht richtig. Komplett mad. die Tante ist bestimmt eine Spionin. Alte Frauen verdächtig niemand. Das stimmt. Die miesen Oma-Spione. Man kennt sie. Nicht zu oft benutzen die TM, sonst wirst du sie vor Verwirrung selbst verletzen. Oh ja, auch das kenne ich leider. Haben unsere Schlumpfinen noch was? Wir sind auf einer kleinen Farm, haben ein paar feindliche Kundschafter getötet und alles ist ruhig. Das Shuttle wird zur Unterstützung wegbeordert, also muss ich die Nacht dort verbringen. Die Menschen machen mir Abendessen und führen mich herum. Eine von ihnen, ein kleines Bauernmädchen mit Sommersprossen, vielleicht 15, sie will alles über das Leben als Elitesoldatin wissen. Sie waren wahrscheinlich das Spannendste, was je auf Ihrer Farm gelandet ist. Ja,
Sie sagt, sie will Pilotin werden und ich sage, dass das Leben auf einem Schiff ziemlich schmutzig ist. Und dann fragt sie, ob ich ihre Dusche benutzen möchte. Oh. Laut meinen Unterlagen waren sie zu dem Zeitpunkt seit über 3 Wochen ununterbrochen im Einsatz und hatten vermutlich in der ganzen Zeit keine Gelegenheit, sich zu waschen. Das trifft's ziemlich genau. Ich dachte, das wäre jetzt so eine Kinderaktion von wegen, nee, ich fühle mich so schmutzig wegen dem Krieg. Und das Kind dann so, ja, willst du bei mir duschen halt, ne? Oh, Lul, meine ich eigentlich inneren Schmutz, ja? Aber anscheinend meinte sie nicht so das innerliche schmutzig fühlen, sondern wirklich, okay, cool. Hallo, ich nochmal. Habt ihr Bock nochmal? Ich laufe noch eine Runde, Leute. Vielleicht habt ihr noch eine coole, eklige Drecksstory für uns. Sie ist einfach Gamerin, ja. Die ist einfach ich auf der Gamescom oder nach der Gamescom in dem Fall. Mit ihr können wir auch noch reden, Dr. Michel. Jetzt nochmal? Ladies? Nein? Vielleicht? Bisschen? Okay, dann reden wir erstmal mit Frau Dr. Michel. Commander Shepard, schön, Sie zu sehen. Dr. Michel, es ist lange her. Die kleine Klinik in den Bezirken haben Sie weit hinter sich gelassen. Dank Ihnen. Sie haben sich um Fist und seine Schläger gekümmert. Wo ich sonst wohl wäre. Jetzt bin ich Chefärztin einer Präsidiumklinik. Ah. Sie gaben mir diese Chance. Cool. Sie sind sicher wegen Major Alenko hier. Nein, yes. Wie geht es, Kaidan? Schweres Kopftrauma, aber wir konnten die Schwellung reduzieren. Bei solchen Verletzungen weiß man nie. Er ist noch ohne Bewusstsein, aber seine Vitaldaten sind gut. Ich bin optimistisch. Sie können zu ihm, wenn Sie möchten. Am Ende des Ganges. Ich hätte statt optimistisch jetzt auch gefeiert, ich bin Optimus Prime. Es wäre auch gut gekommen, glaube ich. Aber nicht genutzt. So sad jetzt. In diesem Krieg werden viele Verletzte obdachlos. Können die Citadel-Kliniken sie alle aufnehmen? Bis jetzt geht's, aber alle Citadel-Krankenhäuser bereiten sich auf das Schlimmste vor. Die Docks werden zwar streng überwacht, aber wir können die Leute nicht ewig da draußen lassen. Ja, überfüllte Kliniken, Leute. So schnell kann das gehen. Dr. Michel ist übrigens diejenige, die du... Ach, in 1. Ja, mit Garrus. Ey, Raviron, es hat gerattert gerade die ganze Zeit, ne? Dankeschön. Richtig, richtig, richtig. Da wäre ich, glaube ich, sehr lange nicht drauf gekommen, gerade auf spontan, wo genau das war. Wie steht's mit Ihren medizinischen Vorräten? Im Moment noch gut, aber ich mache mir in der Tat Sorgen um die Zukunft. Unsere Reserven werden zwar bewacht, aber die Kriegsgewinnler sind schon unterwegs. Nice. Reserven bewachen ist immer eine gute Sache. Man kennt das auch vom Bewachen des eigenen Kühlschranks, wenn Besuch, Verwandte und so da sind. Immer Schloss drum. Bei einer so großen Einrichtung haben Sie sicher viele Untergebene. Wir haben 12 Vollzeitärzte und mehr als 50 Pflegekräfte. Ziemlich überwältigend. Ganz anders als früher in den Bezirken. Das ist auf jeden Fall eine Ansage. Schön, es war super, wie sich das entwickelt hier. Machen Sie weiter so, Doktor. Sie auch, Commander. Ja, aber das Ding ist halt, ne, was wir hier auch gerade erzeugen, so komplett heile Welt und hier läuft alles und eigentlich geht die Welt gerade unter, ne? Das ist sehr interessant, wie sie gerade diesen Spagat auch hinbekommen, habe ich fast auch vergessen gerade, Lul. Mit heißem Wasser und so. Und dann kam Niaira. Niaira war eine andere Jägerin auf ihrem Schiff? Ja, eine Freundin. Ich wollte mehr, aber sie hatte ein medizinisches Problem. Schon okay. Es steht in der Akte. Das Bauernmädchen ruft zu mir herein, dass eine zweite Asari gekommen sei. Ich dachte, das Shuttle wäre früher zurückgekommen. Ich lege mir ein Handtuch um und in dem Moment kommt Niaira durch die Tür. Aber sie war es nicht. Nicht mehr. Oha. Verändert. Besuch, entweder niemanden reinlassen oder einfach einen zweiten Kühlschrank in einem anderen Zimmer. Oh, Lyransa mit den Pro-Tipps am Start. Finde ich gut. Finde ich gut. Ich sehe, der ein oder andere kennt die Schrecken des Besuchs und ist vorbereitet. Sehr schön. Okay. Oh, dann gucken wir auf dem Rückweg nochmal, ob die Kollegen noch was zu erzählen haben. Maverick meinte eben, dass die Dialoge, die nächsten, dann ausgelöst werden, wenn man was gekauft hat, interagiert hat oder so. Nicht nur durch Rumrennen. Hello. Oh, guck mal, er hier vorne. Der Patient ist stabil. Nice. Er hier vorne macht so auf wichtig. Bandagen haben. Wir treffen uns dann wieder hier. Mit seinem iPad da, ja, bin der Doktor. Ja,
Zack, Google Earth, ich kann mein Haus sehen. Domra, 13 Monate, Dankeschön. Vielen, vielen Dank. So, wo gucken wir uns denn zuerst um? Hallo, haben Sie hier sensible Daten, die ich irgendwie klauen und verkaufen kann? Frage für einen Freund. Nein? Oh, aber das ist, wow. Das ist schön. Das ist schön. Und ihr wisst, ich bin eigentlich kein Freund von Wasser, aber in dieser Form hier schon. Also das ist ja wohl einfach nur mega geil. Hier gibt es bestimmt Leute, die sich so einmal im Jahr einen Arm brechen, einfach nur um mit diesem Ausblick im Krankenhaus zu liegen. Und ganz ehrlich, ich kann es doch voll nachvollziehen. Ja, er zum Beispiel. Er dachte sich auch, ja, ich besuche hier meine Oma. Auch eigentlich ist geil hier. Essen dazu und fertig. Läuft. Zum Thema die Welt geht unter, muss ich dir nur teils zustimmen. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es auf der Citadel nur Batterianer und Menschenflüchtlinge. Ja, okay, aber wir wissen ja, wo es hingeht, so, ne? Wie es so laufen kann. Und ja auch gerne sehr schnell eskaliert. Aber davon ist hier noch nicht viel zu merken, das ist wohl richtig. Kann ich hier nicht mehr Medizinsachen klauen? Ich flippe aus. Leute, diese Ärzte überall, die einfach nur einen sehr guten Job machen. Ich hatte nicht erwartet, sie so schnell wiederzusehen. Naja, wir müssen ihnen die nächste Ladung Antibiotika verschreiben. Wegen meiner Entlassung? Ich habe schlechte Nachrichten. Ihr Trupp hat das Medigel zwar ordnungsgemäß verabreicht, aber die Wunde hatte sich bereits infiziert, als sie gefunden wurden. Es tut mir leid, aber wir müssen ihr Bein unterhalb des Knies abnehmen. Was? Aber ich verstehe nicht. Es tut nicht mal weh. Würde es aber, wenn wir die Schmerzmittel absetzen, Lieutenant. Okay. Auch diese theatralische Drehung vor der Ansage. Nice. Gewinne ich schon mal dran, dass du diese Orte öfters ablaufen solltest im Verlauf von Mass Effect 3, weil immer wieder neue Dialoge irgendwo sind oder erst im Verlauf der Story auftauchen. Okay. Wir werden versuchen, dran zu denken. Und wenn nicht, werdet ihr mich eh dran erinnern. Das heißt, wir sind eigentlich safe. In der Teamaufstellung sind wir auf jeden Fall safe. Später die Nebenmissionen. Aktuell nicht viel machen, okay. Huhu. Hey, Kaldan. Ich weiß nicht, ob sie mich hören. Aber rauswerfen können sie mich auch nicht. Also werde ich es einfach sagen. Werden sie gesund, wir brauchen sie. Auf die Füße, Soldat. What? Nein, wir gehen natürlich mit der Musik mit. Wir gehen mit der Musik mit, na klar. Sterben Sie nicht. Sie müssen kämpfen. Wir brauchen Sie. So. Sie in Aktion zu sehen, Sie sind wirklich ein großartiger Soldat. Die Allianz könnte Sie brauchen. Und ich auch. Da ist er wieder mit seinem Pad. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie was brauchen. Los, Kaldan. Kämpfen Sie. Nice. Das ist ein Befehl. Schön. Das ist ein Befehl. Plus zwei Ruf hat uns das gebracht. Toll. Du siehst scheiße aus. In dem Krankenhaus liegst du auch noch. Ja, das sind so die aufbauenden Worte, die man einfach braucht in so einer Situation. Ja, das ist richtig, ja. Das kann man voll nachvollziehen. Absolut. Ich will ja nichts sagen, aber ein durchsichtiger Bildschirm stört doch eher, als dass er was bringt. Ja, aber es sieht futuristisch aus, okay? Das ist voll wichtig. Das ist voll wichtig. Ive, hallöchen. Grüße, Daniras auch da. Hi. So, Freunde, das war der Besuch bei unserem lieben Mitsoldaten. Das heißt, wir können mit exorbitanter Laserlightshow das Krankenhaus verlassen. Lauf nochmal an unseren beiden Freundinnen vorbei. Dieses Leuchten und die Reaper, sie haben mit ihr gemacht, was sie mit allen machen. Sie ist voller, ich weiß auch nicht, und sie leuchtet. Sie streckt die Hand aus, ihre Augen werden schwarz. Dann berührt sie einen der Farmer und der stirbt einfach. Alle geraten in Panik. Und sie reißt sie in Stücke. Manche mit den Händen, andere mit Biotik. Die Menschen verflüssigen sich einfach. Und ich stehe da mit meinem Handtuch, ohne Waffe.
Und dann drängen Husks durch die Tür. Bei der Göttin. Also bin ich weggerannt. Uff. Ja, verständliche Reaktion, würde ich sagen. Vor allem das mit dem Handtuch ist natürlich sehr belastend. Gut, dann checken wir mal den Rat. Und gucken mal, ob die einen Rat für uns haben. Lul. Fahrstuhl fahren. Geil. Ich höre die Musik kaum. Wenn ich lauter mache, bist du überlaut. Ist das so? Können das alle bestätigen? Muss ich immer nochmal nachfragen, weil der eine hört über Boxen. Da ist das sowieso anders. Der nächste mit Headset. Und wie es so ist. Können wir gerne lauter machen. Müsst ihr nur entsprechend Bescheid sagen. So. Die nächste Mission wäre der perfekte Abschluss. Hast dann aber etwas Überlänge. Ja gut, damit bin ich ja mein Leben lang schon gepeinigt worden, Lou. Denke, das kriegen wir noch hin auf jeden Fall. Erstmal ein bisschen umgucken, was hier so geht. Hallöchen. Na, schöner Baum da unten, oder? Schöner Baum, schöner Baum. Kaduro, hallöchen. Grüße. Hallo, meine Liebe. Könnten Sie mir wohl helfen? Ich suche meinen Sohn. Aber darüber haben wir doch bereits gesprochen. Ich habe Ihnen von seiner Mission erzählt und... Unsinn. Ich habe gerade die Formulare ausgefüllt. Er ist sehr verlässlich, wenn er im Einsatz ist und meldet sich jede Woche. Aber jetzt habe ich schon lange nichts von ihm gehört. Einen ganzen Monat? Egal. Jedenfalls möchte ich einen Antrag auf Dringlichkeitskontakt einreichen. Ja, natürlich, Ma'am. Aber in seiner Akte steht, dass für ihn gar kein Kontaktverbot gilt. Oh, Sie haben bereits nachgesehen. Sehr freundlich, wirklich. Ich mache mir Sorgen. Es ist untypisch für ihn, dass er sich so lange nicht meldet. Oh. Sobald ich etwas erfahre, Ma'am. Ich informiere Sie, sobald ich etwas erfahre. Vielen Dank. Sie sind eine nette junge Frau. Wissen Sie, Sie erinnern mich sehr an meine Schwiegertochter. Oh, wie sad. Ich hoffe, beim nächsten Mal, wenn wir hier vorbeikommen, sagt sie, dass sie ihren Sohn wiedergesehen hat oder was von ihm gehört hat oder wie auch immer. Okay, also vor allem die Boxenfraktion hat gesagt, bisschen lauter kann das auf jeden Fall gehen. Dann gucken wir mal, dass wir die Musik noch ein bisschen lauter machen. Weil die Headset-Fraktion hat gesagt, ist okay. Das heißt, die können auch noch ein bisschen was aushalten, nehme ich an. Machen wir mal 80% und gucken mal, ob das dann bei den nächsten Sachen bisschen besser für alle wird. Bisschen fancier. Varro, mach's gut. Und Lütti, hallöchen. Grüße. So. Gucken wir mal, wie das aussieht hier überall. Bezirksbüro Ratsherr Udina ist, na klar, bei der Erde mit dabei. Da hinten ist die Büroetage. Dann wuseln wir erstmal dahinter. Weil exorbitant, gerade mit Ebenen und Co. und Etagen, müssen wir uns ja noch nicht angucken, wenn wir sowieso noch öfter hier rumflitzen. Dann hat das ja nicht auf Zwang jetzt alles schon wir zu funktionieren. Wir haben hier keinen Komplott gegen die Menschen, Miss Al-Jilani. Der Rat gibt im Moment einfach keine Interviews. Oh. Sicherheit und der Rat verweigern meinen Zuschauern den Zugang. Das hat Folgen. Ich habe auch keine Lust, zwischen Paparazzi und Politikern den Torwächter zu spielen, Lady. Ich bin nicht deren Babysitter und ich halte nicht ihr Händchen. Ich werde da draußen zelten, bis ich vorgelassen werde. Schön. Haben Sie einen Schlafsack dabei? Nice. Hi, na? Wie geht's? Commander Shepard. Commander. Die Menschheit hat... Oh, come on. Scheiß Presse. Oh. Sie waren also den Frieden. Word. Ja, ich fühle mich wie ein besserer Türsteher. Für die meisten wäre das ein Aufstieg. Eingepfercht mit all diesen Stockfischen? Ich wäre lieber wieder auf der Straße. Mehr Geld ist ja gut und schön, aber Politik liegt mir nun mal nicht. Warum haben Sie den Job angenommen als Safe Kohle, oder? Wenn das so ist, warum haben Sie denn angenommen? Man weist Ratsherr Udina nicht zurück. Sie vielleicht, aber ich muss hier leben. Ah, okay. Ich weiß, Frechheit siegt, aber ich habe mich überhaupt nicht um eine Beförderung bemüht. Keine Ahnung, warum er mich wollte. Und Politiker sind mir sowieso suspekt. Ja, das ist ein blödes Spiel, das ist true. Politiker sind das Unkraut der Galaxie. Als Aufkleber käme der Spruch sofort auf meinen Schreibtisch. Nice. Das mit der Erde ist furchtbar. Finde ich auch. Ich war ewig nicht dort. Vielleicht war's das. Wenn das nicht das Ende ist.
sind wir zumindest nah dran. Ja, cool. Mr. Bailey, Sir. Haben wir was in deinem Büro, was wir noch klauen können, mein Lieber? Pflanzenkübel? Einfach mal. Was sind das für Blätter? Die sahen aber auf den ersten Blick auch ein bisschen verdächtig aus, hör mal. Also, seitdem er sich von der Sicherheit so ein bisschen verabschiedet hat, ne? Wird sich gegönnt hier in den Politikbüros. Nicht schlecht. Die Menschheit hat Fragen, und zwar, wann du die Reporterin das nächste Mal zusammenschlägst. Berechtigte Frage. Hallo? Was geht hier so? Gottes Willen. Das ist aber auch richtig NSA-Überwachungszentrale, oder? Guten Tag. Falsche Tür. Ja, ich will mich ja trotzdem ein bisschen umgucken. Ich hoffe, ich verlaufe mich jetzt nicht zu doll, aber... Ja, das sieht vermutlich sowieso generell ein bisschen zu falsch aus. Wenigstens schon mal so einen kleinen Einblick auch kriegen. Aber ihr habt völlig recht. Wie eben gesagt, wollten wir auch noch nicht zu weit gehen. Dafür kommt auch noch die Zeit. Hallo! Commander, Ratsherr Udina sagte schon, dass Sie kommen. Wenn Sie mir bitte folgen würden, der Rat tagt bereits. Oha, geht los. Wir haben unsere eigenen Probleme. Es gibt nicht nur die Erde. Aber die Erde war der erste überfallene Ratsplanet und trägt die Hauptlast des Angriffs. Laut Ihren Berichten. Die Berichte stimmen. Die Erde wurde angegriffen. Von den Reapern. Und das ist erst der Anfang. Wir brauchen Ihre Hilfe. Alles, was geht. Die Situation ist für uns alle ähnlich. Die Reaper stehen bereits vor unseren Grenzen. Wenn wir ihnen und der Erde helfen, fallen unsere eigenen Welten. Wir müssen gemeinsam kämpfen. Wir sollen ihnen also zur Erde folgen? Glauben Sie denn wirklich, dass wir mit vereinten Flotten die Reaper besiegen können? Ich erwarte nicht, dass Sie mir ohne Plan folgen. Ratsmitglieder, wir haben diesen Plan. Einen Bauplan von den Proteanern aus ihrem Krieg gegen die Reaper. Wofür ein Bauplan? Wir analysieren ihn noch. Aber es scheint eine Art Waffe zu sein. Fähig zur Zerstörung der Reaper? Es sieht so aus. Die Ausmaße sind... wäre ein gewaltiges Unterfangen. Nein, ich habe die Pläne Admiral Hackett geschickt. Die verbliebene Flotte der Menschen sammelt bereits Ressourcen für den Baubeginn. Ersten Kalkulationen zufolge ist der Bau durchaus machbar. Wenn wir zusammenarbeiten. Aber die Reaper haben die Proteaner doch vernichtet. Was hat ihnen die Waffe also genutzt? Sie war nicht fertig. Eine Komponente fehlte. Hier, etwas, das nur als Katalysator bezeichnet wird. Sie hatten einfach nicht genug Zeit, um den Bau zu vollenden. Und damit können die Reaper besiegt werden? Haben sie einen besseren Plan? Ich will es versuchen, ja. Ich fühle mich, wie so häufig, mal wieder komplett gleich. Wie jedes Mal, wenn wir vorm Rat stehen. Es ist immer dieselbe Situation in einem etwas anderem Ausmaß belastend. Das war der Spectre-Raum mit Schießstand. Ah, okay. Wird später nochmal interessant. Lauf auf keinen Fall da lang. Nein, rechts, nicht da. Da, den Weg lang. Ja, ein mieser Streamer kennt das Game wieder nicht und alle Wege. Ich raste aus. Skandal. Liara hält es für möglich. Und ich auch. So. Und trotz meiner Probleme mit Udina muss ich ihm recht geben. Wir müssen zusammenhalten. Jetzt mehr als je zuvor. Die Reaper werden jedes organische Wesen der Galaxie vernichten, wenn wir keinen Weg finden, um sie aufzuhalten. Es ist doch so. Immerhin können wir uns noch vorbereiten, solange die Reaper sich auf die Erde konzentrieren. Wow. Wir halten einen Gipfel unserer Spezies ab. Wenn wir unsere eigenen Grenzen sichern können, erwägen wir, ihnen erneut zu helfen. Tut mir leid, Commander. Mehr können wir nicht tun. Ja. Shepard, kommen Sie in mein Büro. Toll. Hoffentlich ist das ein Hilfsangebot. Ich finde über das Proteanergerät raus, so viel ich kann. Ja, ich habe nichts anderes erwartet, um ehrlich zu sein. Ein bisschen... Das ist ein Haufen selbstsüchtiger Esel, Shepard. Ja. Wir haben zwar einen Sitz im Rat, aber die Menschheit wird immer nur zweite Klasse sein. Wie können die so blind sein? Sie haben Angst und kümmern sich nur um sich selbst. Unser ganzes Volk hat Angst. Und wir passen auf, so gut es geht. Rat, Sir.
Ich kann Ihnen zwar nicht geben, was Sie brauchen, Commander, aber ich weiß, wie Sie es kriegen. Ich höre. Primarch Fedorian wollte den Gipfel, aber als die Reaper Pelevin angriffen, riss der Kopf. Das Treffen geht ohne ihn nicht weiter. Hm? Die Normandy ist eins der Schiffe, die den Primarch unentdeckt rausholen können. Okay. Bisher weiß ich nur, wie ich Ihnen helfen kann. Mhm. Das sieht nur so aus. Aha. Aber die Teilnehmer dieses Gipfels entscheiden über unsere Zukunft. Wo unsere Flotten eingesetzt werden und gegen wen. Ein dankbarer Primarch wäre eine große Hilfe bei dem Versuch, uns zu einigen. Ah, okay. Wir sind im Krieg und ich soll Politiker spielen? Ist doch egal, wenn sie kriegen, was sie wollen. Angeblich wurde der Primarch in eine Basis auf dem größten Mond von Pelevin gebracht. Mehr kann ich nicht tun. Der Rest liegt bei Ihnen. Da wäre noch etwas. Ich soll Ihnen im Namen des Rats mitteilen, wir halten Ihren Spectre-Status aufrecht. Und Sie werden auch diverse Ressourcen erhalten. Ja. Yeah. Guten Tag. Lief ja großartig. Es ist ein Anfang. Ich rede bis dahin mit den anderen über eine Unterstützung des Gipfels, damit etwas vorangeht. Danke. Okay. Okay, und ich schätze, das ist die Mission, die ihr eben auch meintet, die wir uns dann jetzt nochmal ansehen sollten. Geh nochmal jetzt zu dem Spectre-Raum, okay? Check nochmal Udinas. Boah, das ist schon dieses andere Level von Fresh, oder? Wow. Hier lässt sich echt aushalten. Also hier muss natürlich auch gutes WLAN sein, ja, oder generell gutes Netz. Aber das hat schon Stil. Absolut. Ich meine, wenn du als hochrangiger Politiker hier so deinen Wein nascht, kannst du natürlich auch easy mal eben so Drive-By-mäßig weggesnipert werden, aber bei der Aussicht ist es das Risiko wert, oder? Auf jeden Fall. Okay, war hier jetzt gegenüber, glaube ich, der Spectre-Raum. Mal speichern. Und dann gucken wir. Hat nicht jeder von uns so eine Aussicht? Ja, sowieso. Gerade im Osten. Sieht alles so aus. Schießanlage betreten. Nee, warte, noch nicht ganz. Ist hier erstmal noch irgendwas? Ansonsten, hier. Spectre Terminal. Willkommen. Willkommen im Spectre Informationsverarbeitungszentrum. Ey, es kann nur ein deutsches Wort sein bei der Länge. Dieses Terminal bietet sicheren Zugriff auf Informationen und Unterstützung bei der Autorisierung von geheimen Operationen oder Requirierungen. Die Benutzung ist nur Agenten gestattet, die derzeit bei Special Tactics und Reconnaissance im aktiven Dienst stehen. Für alle Vorgänge, die eine Bezahlung erfordern, verwenden Sie bitte nebenstehendes Terminal, das finanzielle Transaktionen sicher und nicht zurückverfolgbar durchführt. Und Informationen über die Quarianische Flotte. Oha. Die Quarianische Pilgerin Jan Volan Narnema auf der Citadel erhielt eine größere Geldanweisung von der Flotte. Jan Volan kaufte dafür Tech bei mehreren Schiffsbedarfshändlern, darunter Gestelle für Hochleistungswaffen und Emitter für kinetische Barrieren. Auf Ilium hat sich ein anderer, nicht identifizierter quarianischer Pilger nach einer Schiffspassage in der Nähe des Perseus-Nebels erkundigt. Später soll er gesagt haben, seine Pilgerreise sei abgebrochen worden. Die Daten legen den Schluss nahe, dass die Quarianische Flotte ihre Pilger einberuft und Schiffe für einen Kampf irgendwo in der Nähe des Perseus-Nebels aufrüstet. Das könnte eine Reaktion auf die Reaper-Invasion sein, aber es liegt weder ein Angebot noch eine Anfrage bezüglich Unterstützung vor. Die Informationen deuten darauf hin, dass die Quarianer sich vielmehr auf einen Konflikt mit den Geth vorbereiten. Und das haben wir ja in Teil 2 auch in exorbitantem Ausmaß mitbekommen. Absolut. Und hier habe ich jetzt ganz, ganz viel Zugriff. Lief doch besser als gar nicht. Ja, man freut sich dann so ein bisschen über jeden Schnipsel, aber eigentlich will man natürlich mehr, ne? Wie es so ist. Wie es so ist. Jetzt kennst du alle drei Versionen von der Citadel. Welche findest du bisher am besten? Boah, ich würde spontan sagen, diese hier, obwohl wir ja auch noch nicht allzu viel gesehen haben, ne? Also haben alle auf jeden Fall was Spezielles, was Eigenes. Aber hier, wenn ich an diese Aussicht auch bei dem Krankenhaus denke, ist schon Next Level auf jeden Fall. Orang Drogo. Hallöchen. So, was haben wir denn hier? Ah, hier ist die Black Widow. Ja, das für ein Preis. Ich will kein Haus kaufen, ich will ein Gewehr haben. Holy fuck. Okay. Das ist schon ordentliche Stange Schotter. Was haben wir hier? Wrath. Insbesondere beliebt bei Söldnern. Und Paladin. Können wir uns babbeln. Verlässliche, stabile Waffe. Stabil, Brudi. Okay.
Ja, cool, interessant. Noch mehr News? Nein, alles klar. Und Schießstand können wir die Waffen dann sicherlich testen, ne? Oder so ähnlich, halt ein bisschen rumprobieren, dies, das. Interessant. Sehr, sehr interessant. Gut, dann nehme ich mal an, dass wir jetzt zurück dürfen erstmal und uns um den besagten Hoppala-Planeten kümmern, um erstmal dem Ratsherren und seiner Bitte nachzukommen. Wenn ich da die Dicken mit ihren Gasmasken auch schon wieder sehe. Herrlich. Sehr, sehr schöne Sache. Da ist er. Da ist unsere Reporterfreundin. Commander Shepard. Ja. Commander, die Leute von der Allianz haben Fragen. Bist du sicher, dass du mir diese Fragen stellen möchtest? Ich weiß ja nicht. Commander Shepard, Kalisa bin Sinan al-Jilani. Ist es wahr, dass Sie beim Angriff der Reaper auf der Erde waren? Warum sind Sie geflohen, während Millionen auf der Erde sterben? Oh Mann. Ist das alles, was wir von der Allianz erwarten? Ich habe genug von Ihrem Schmierenjournalismus. Oh! Diesmal nicht, Sie Militär... Sie war vorbereitet. Sie sind wütend, wie ich sehe. Aber ich bin hier, um der Erde zu helfen, nicht um Ihre Fragen zu beantworten. Lassen Sie es. Sie war vorbereitet und wir haben sie ausgenockt diesmal. Oh no. Hallo, alles cool? Oh, jetzt fühle ich mich schlecht, weil sie richtig getryhardet hat. Sie hat diesmal mit Absicht noch mehr provoziert, weil sie unser Image kennt und hat trotzdem verkackt. Oh nein, wie sad. Juckt aber keinen, ne? Ist irgendwie so Standardprogramm bei ihr. So macht sie halt ihre Klicks. So macht sie ihre Klicks. Alles klar. Ja, leben und leben lassen. Alles cool. Normaler Prozess, man kennt es. Dann gehen wir erstmal zurück. Müssen jetzt auf Caden sicherlich verzichten, oder? Er wird ja noch nicht ganz fit sein, nehme ich mal an. Uff, TK, hallöchen. Rocky, Eye of the Tiger. Oder halt Eye of the Reporterin. Na, das sind so die beiden Optionen. Lächle noch in die Kamera. Ach, schön. Schön. Schau im Geldbeutel für die Widow, genau. Wir nehmen einfach direkt ihre ganzen Daten mit und ihre Kontonummer und dann geht das richtig ab. Fresh auf jeden Fall. Recap, hi, tote Reporterin. Nein, nur bewusstlos. Sie wollte fighten, sie hat den Fight bekommen. Sie hat es auch auf Video, sie kriegt da mega viele gute Einschaltquoten und so. Alles skriptet. Zurück zur Normandy. Ich würde sagen, yes. Mach's nochmal. Oh. The fuck? Okay. Creepy. Und da hinten ist irgendwas langgelaufen. Kann ich Waffen ziehen? Nee. In Slow-Mo. The fuck? Ich boxe mich als Frau auch immer mit Supersoldaten. Ja, ist eine geile Idee einfach. Kann man mal machen, ne? Einmal geht das. Wobei, bei ihr geht's auch öfter, aber... Naja. Manch einer will es halt, ne? Und wer nicht will, der hat bekanntlich schon. Was zum Fick bin ich erlebend? Da ist irgendwas. Oder? Ich weiß nicht, was das sein soll. Es erinnert mich gerade an nichts. Waren wir schon mal in einem Wald? Hier ist eine Bank? Ah, das ist der Junge. Hi. Nein, ist er jetzt verwandelt? Nee. The fuck? Er ist weg. Da hinten ist er wieder. Okay, schneller geht auch nicht. Wir joggen. Wir joggen. Die Mission wird aber schon noch 45 Minuten dauern, je nachdem, ob du dich noch auf der Normandy umschauen kannst jetzt oder nicht. Wenn ja, noch länger. Uff. Naja, dann gucken wir. Gucken wir jetzt, wie das mit der Normandy halt aussieht, ne? Ansonsten erkunden wir die noch in aller Ruhe oder so. Wow. Albtraum, sein Onkel. Uff.
Ah, wir haben allgemein auch weniger Member im Team, okay. Weiß ich nicht, ob ich das feiere, aber gut. Hello. Liara, kann ich helfen? Ich habe den Turianischen Ratsherrn über das Proteanergerät informiert. Es kann ohne Unterstützung des Rats nicht gebaut werden. Aber erst muss Ihr Primarch sicher sein. Ich weiß. Sind Sie in Ordnung? Ja, geht so. Ich habe nicht unbedingt gut geschlafen. Dahinter steckt doch noch mehr, oder? Was beschäftigt Sie wirklich? Mein Volk auf der Erde, die Machtkämpfe der Galaxie. Ja, schon irgendwie die Erde gerade am meisten, ne? Als die Reaper angriffen, hörte ich die Menschen in den Straßen schreien. Da war ein Kind. Ich konnte es nicht retten. Sie können nun mal unmöglich alle retten. Aber Sie tun alles, was Sie können und werden rechtzeitig dort sein, um zu helfen. Hoffentlich stimmt das. Geben Sie sich nicht die Schuld. Commander Shepard, ich bin Spezialistin... Oh, Verzeihung. Ich dachte, Sie wären allein. Die Spezialistin ich gerade gehen. Im Unterbrechen. Commander, hallo, ich bin Samantha Trainer, also eigentlich Lieutenant von der Allianzforschung. Hi. Ich war an der Nachrüstung der Normandy nach der Übergabe an die Allianz beteiligt. Es waren nur wenige an Bord, als die Reaper angriffen. Schön. Bericht, let's go. Die Normandy muss funktionieren. Was haben Sie mit meinem Schiff gemacht? Wir haben die Kommunikation aktualisiert und die meiste Cerberus-Tech entfernt. Das heißt? Das Schiff erfüllt jetzt die aktuellen Allianzvorschriften und hat die allerneuesten Quantenverknüpfungskommunikatoren. Die Normandy sollte nämlich Admiral Anderson als mobile Befehlszentrale dienen. Das ist keine Option mehr. Ja, er ist geblieben, um zu kämpfen. Es ist jedenfalls eine Ehre, unter Ihnen zu dienen, Commander. Also, solange Sie mich brauchen. Ich sollte nämlich nur bei der Nachrüstung helfen. Shepard, einige Systeme erfordern weitere Tests und Spezialistin Trainer war bei der Installation außergewöhnlich effektiv. Ich möchte, dass sie bleibt. Gut, Edie. Moment, seit wann stellt eine virtuelle Intelligenz Anforderungen? Edie ist eine KI, volles Bewusstsein. Ach, wusste ich doch, dass Joker lügt. Wow. Jeff meinte, ich soll zum Schutz so tun, als wäre ich nur eine VI. Verzeihen Sie die Täuschung. Danke, Edie. Und verzeihen Sie bitte meine Bemerkungen über Ihre attraktive Stimme. Oh! Soll ich Ihnen mal alles zeigen? Die neuen Upgrades werden Sie bestimmt beeindrucken. Schick. Im KIZ befindet sich die Galaxiekarte, wo Sie die Zielposition der Normandy einstellen können. Sie können auch Nachrichten auf Ihrem privaten Terminal abrufen. Die Einsatzzentrale dient dem strategischen Überblick über missionsspezifische Informationen und der Analyse des Krieges. In der Shuttlebucht ist eine Waffenkammer, wo Sie zwischen den Missionen Ihre Ausrüstung modifizieren können. Und Liara hat in dem alten Offiziersbüro auf Deck 3 jede Menge Hardware aufgestellt. Den Raum beansprucht sie für sich. So, das war's. Es ist immer noch dasselbe Schiff, nur jetzt mit Allianzlackierung. Ach ja, ich glaube, Admiral Hackett möchte über Videoleitung mit Ihnen sprechen. Hoffentlich redet er nicht auch über seine Hardware. Commander, Udina hat mich über ihr Treffen mit dem Rat informiert. Klingt so, als hätten die alle ordentlich Schiss. Ja, Liara gönnt sich natürlich jetzt ihr privates Informationsnetzwerk, ne? Schön überall die Monitore, Streamer-Setup läuft bei ihr. Ich verstehe die Bedenken, sie sind nutzlos. Ja, naja, also sie kamen uns schon ein Stück weit entgegen. Sind nicht völlig nutzlos. Wir haben ihnen viele Unbekannte präsentiert. Sie fühlen sich bedroht und wollen Lösungen, keine Theorien. Wir haben im Moment aber nur Theorien. Was ist ihr Plan? Ich will den Turianischen Primarchen zu einem Gipfeltreffen mit Asari und Salarianern bewegen. Ich umgehe den Rat und wende mich direkt an die Führungsebene. Das ist gut, gefällt mir. Dort legen wir das Fundament für unseren Gegenangriff. Leider haben wir im Moment nicht viel, um das Ganze zu untermauern. Dann schließen Sie Bündnisse. Versammeln Sie alles und jeden für die Sache. Und das Proteanergerät? Bringen Sie mir Leute, die es bauen. Falls das nicht geht, besorgen Sie Schiffe, Soldaten, Nachschub.
was sie kriegen können. Wir müssen die Reaper auf jedem Kriegsschauplatz beschäftigen, um Zeit für den Bau des Geräts zu haben. Und wenn es fertig ist? Falls wir das schaffen, ziehen wir alle Ressourcen zusammen. Wie eine riesige Armada, die das Gerät bringt, wenn die Reaper am verwundbarsten sind. Je stärker diese Armada ist, desto besser sind ihre Chancen, durchzukommen. Klingt nice. Und die Erde, Sir? Wir können nur hoffen, dass Anderson und der Rest der Allianztruppen durchhalten, bis wir den Feind besiegt haben. Ich verstehe. Gut. Dann setzen Sie es um, Commander. Ich erwarte regelmäßige Berichte über Ihren Fortschritt. Hackett, Ende. Okay. Okay, was schreibt der Bot da? Hydriert euch? Müssen wir echt machen. Es ist warm, Freunde. Ich schwitze im Weltraum. Ah, kühler Tee. Herrliche Geschichte. Herrlich, herrlich. Die Schallplatte hängt teilweise. Untertitel auch wieder gar keinen Bock, ne? Das sind so die Klassiker, die geblieben sind. Deine Hauptmission besteht diesmal darin, so viele sogenannte Kriegsaktivposten zu bekommen, wie nur möglich. Okay, Stellung beziehen und halten sicherlich, ne? So eine Geschichte. Kaufen können wir das wohl noch nicht mit den Fischen, aber darum werden wir uns natürlich kümmern. Wir haben ja dazugelernt. Easy. Okay. Dann würde ich sagen, wir gucken uns auf der Normandy noch um. Ich habe dann nämlich keine Lust, durch die Mission zu rushen oder so, ne? Gerade bei der Hitze. Deswegen denke ich, wir gucken uns noch alles in Ruhe an, gönnen uns mies und haben dann ja trotzdem einen guten Einstieg heute zelebrieren können. Kriegsterminal. Was geht hier? Kriegsaktivposten. Ah ja. Die Leute, Waffen, Armeen und Flotten, die sie versammelt haben, sind ihre Kriegsaktivposten. Die Gesamtbereitschaft der Galaxie legt fest, wie effektiv diese Aktivposten in der letzten Schlacht sein werden. Ah, das ist quasi jetzt so ähnlich wie das, was wir über die Loyalitätsmission vorbereitet haben. Je mehr Missionen du machst, umso mehr Punkte bekommst du. Je mehr Punkte du hast, umso anders wird das Ende. Okay. Okay, sehr interessant. Bisher ist, ich sag mal, nicht so stark. Aber ist auch nicht komplett wenig, ne? Allianz ist dabei, repräsentiert die ökonomische, politische und militärische Macht der Menschheit in der Galaxie. Ihre Truppen werden angeführt von Admiral Stephen Hackett. Okay, weitere Infos gibt's auch noch. Ihre gesamte militärische Stärke, achso, das ist jetzt allgemein. Alles klar. Ja, cool, interessantes System. Bin ich sehr gespannt, inwieweit wir das ausgebaut bekommen. Ich bin erstmal guter Dinge, ne? Erstmal guter Dinge, deine Schiffsmodelle suchen. Ja, die Bereitschaftswertung ist, glaube ich, der Multiplayer. Wenn du den spielst, geht der höher, aber den Multiplayer spielt keiner mehr, wollte ich gerade sagen. Ich denke, da können wir eine Weile warten, bis sich irgendwas tut in so einer Suche. Okay, auf jeden Fall fancy. Geil, mehr durchsichtige, schwebende Monitore. Einwandfrei. Tech-Labor. Ey, es ist alles irgendwie wirklich sehr fancy, oder? Was geht hier? Ah ja. Shuttle-Modell, nehmen wir mit. Hier geht's auch runter. Kann ich da runter? Nee. Wollte ich sagen. Können wir bestimmt nicht einmal Röhrenrutsche spielen. Hier werden schön geheime Dokumente offen liegen gelassen. Alles wie immer auf der Normandy. Lebt der Hamster noch? Ach was, Sarah. Wenn es Tessia erwischt hätte und die Erde noch da wäre, kannst du sicher sein, dass wir unsere eigenen Grenzen bewachen würden. Ja, Grenzen bewachen ist natürlich Triggerpunkt hier mit eurem Käffchen, ne? Gönnung auf jeden Fall. Maximum sind knapp über 4.000 Punkte. Diese würde ich dir auch empfehlen zu erreichen. Ohne DLC wären die gar nicht erreichbar. Böse Flashbacks zu Garnison-Invasion an dieser Stelle. Garnison-Invasion. Beste Leben. Hamster checken wir auf jeden Fall auch gleich. Kann ich hier nicht durch? Doch. Also musst du mich erstmal scannen lassen auch. Alles klar. Man kennt mich halt nicht. Muss man erstmal überprüfen. Einsatzzentrale. Auch schön im roten Licht, oder? So ein bisschen Puffatmosphäre hier auf der Brücke, finde ich ja super. Commander, die Allianz hat ein neues Cerberus-Labor auf Sanctum gefunden. Admiral Hackett möchte, dass sie es näher untersuchen. Alter, sie konnte gerade ihren Kopf ein bisschen sehr weit drehen, oder? Halb Schneeäule. Und sie ist die neue Kelly. Da stand immer Kelly, Leute. So sad. Jetzt erstmal speichern, dann talken wir nochmal mit ihr. Dir da, dankeschön für dein Abo. Danke, danke. Commander? Sehen Sie nach Ihrer neuen Rekrutin? Klar. Ich wollte nur sehen, wie es Ihnen geht. Ich versuche noch, mich einzuleben. Bei der Arbeit an den Upgrades der Normandy ging ich abends immer nach Hause. Ich hatte nicht mal eine Zahnbürste oder frische Wäsche und musste alles behelfsmäßig auf der Citadel kaufen. Ich hätte helfen können. Wollen Sie ein paar Unterbuchsen von mir, Lady, oder?
Wollen Sie einen Männer-Sport-BH von mir leihen? Sie müssen es nur sagen, ich habe alles da. Alles da. Wenn Sie wieder was brauchen, fragen Sie. Wir sitzen in einem Boot. Oh, schon okay, Commander. Sie haben bestimmt größere Sorgen. Was? Wir haben Anforderungsformulare. Meine Zahnbürste ist eine Cision Pro Mark IV, die mit Masseneffektfeldern Plaque entfernt und den Gaumen massiert. Was? Kostet 6000 Credits. Was bin ich hörend? Okay, darum müssen Sie sich selber kümmern. Jedenfalls, danke für die Chance, hier bleiben zu dürfen. Sonst noch irgendwas? Oh, wow. Ja, Leute, wir können uns die Black Widow leider nicht leisten im Spectre Shop. Ich musste Trainer eine Zahnbürste kaufen. Sad life. Eine Zahnbürste und ein Schlüppi. Der Klassiker. Mit Masseneffektfeldern wird Plug entfernt, oder was? Was bin ich hörend, echt? Wie sind Sie denn beim Militär gelandet? Meine Familie hatte kein Geld für die Universität. Aber als die Allianz meine Eignungstests sah, bekam ich ein Stipendium. Nach dem Abschluss kam die Pflichtzeit und dann bin ich geblieben. Das Labor war eine tolle Herausforderung. Aber der Fronteinsatz ist natürlich auch irgendwie toll. Klar, total super hier alles. Vor allem an der technischen Computerfront, da bin ich auch sehr gern, muss ich zugeben. Ja, diese Zahnbürste, wisst ihr, was das ist? Das ist die Kane unter den Zahnbürsten. So sieht's nämlich aus. Genau, direkt zwei nehmen. Sehr, sehr gut. Okay, was haben wir noch? Reaktion, Laborarbeit, persönliche Vergangenheit, was man halt so bespricht, ne, wenn man hier mitten irgendwie offen rumsteht. Es überrascht mich, dass Sie sich um eine Zahnbürste sorgen. Wir haben wichtigere Probleme. Oh, glauben Sie mir, es war schrecklich, die Reaper auf der Erde zu sehen. Aber was würde es nützen, hier im KIZ in Tränen auszubrechen? An Bord der Normandy zu sein hilft. Wenn jemand die Reaper aufhalten kann, dann Sie. Und wenn als neu markierte Nachrichten und Informationsverwaltung Ihnen helfen, dann ist es das wert. Ja, das sollte Sie jetzt auch nicht so hart treffen mit der Zahnbürste. Die ist wichtig, wird auch wichtig, die Zahnbürste, okay. Also daran werde ich mich erinnern. Ich glaube schon, ziemlich sicher. Die wird die ganze Galaxie retten, so sieht's nämlich aus. Sie waren bei der Allianzforschung? Ja, und obwohl die Quantenverknüpfung die Kommunikation erleichtern sollte, ist das Einbinden mehrerer ankommender Quellen und dann die Vernetzung mit extrapolierten, zeitverzögerten Daten zur Konstruktion einer kohärenten GUI. Es ist sehr aufregend. Für mich zumindest. Hm. Geil, das bin original ich, wenn ich irgendwie beim Grillen nach dem fünften Bierchen oder so leicht angeheitert, leicht erfreut, über Socken rede und dann merke, dass keinen so richtig interessiert und es keiner fühlt, dann sage ich auch, ja, das ist schon cool, also für mich. Und dann heule ich und renne weg. Der Lifestyle. Wo kommen Sie ursprünglich her? Einer Kolonie in den Terminus-System. Studiert habe ich auf der Erde, in Oxford. Meine Eltern waren aus London. Sie haben die Erde geliebt, wollten aber die Freiheit des Kolonielebens. Wären sie in London geblieben, wären sie jetzt wohl tot. Das ist nicht so schön. Gott, es wird auf einmal mega Depris, hat mit Zahnbürsten angefangen. Viele Menschen auf der Erde leben noch und sie zählen auf uns. Wohl wahr, Commander. So, müssen nämlich nach vorne blicken. Kimari, dankeschön für dein Abo. Erstes Abo ever, das freut und ehrt mich sehr. Vielen Dank. Weitermachen, Spezialistin. So, sie sagt nicht nochmal was. Okay, was geht hier? Nachrichten? Privates Terminal und was ist das? Videos über fortgeschrittene Kampfausbildung. Ja, das brauchen wir natürlich nicht. Wir sind ja der Fortschritt in der Kampftechnik, das wissen wir. Was zum Teufel? Okay. Gut, das meiste sind irgendwelche Waffeninfos, ne? Das meiste sind nur die DLC-Waffensachen, wie es aussieht. Stephen Hackett! Shepard, die Allianzstreitkräfte sind über die ganze Galaxie verteilt. Wir brauchen ihre besonderen Talente bei einer Reihe von Operationen. Diese Missionen werden der Allianz Türen an Orten öffnen, wo wir mit konventionellen Methoden nicht weiterkommen würden. Wir werden Agenten schicken, um die Stellung zu halten, sobald sie ihre Einsatzziele erreicht haben. Begeben Sie sich zu einem Cerberus-Labor auf dem Planeten Sanctum. Genauere Anweisungen, kurz vor Ihrem Eintreffen, DLCs und Waffen. Wie es aussieht. Die ganzen Infos zu Boni und DLCs. Ja, wir lesen mal fix die Sachen, die nichts mit den Waffen nur zu tun haben, dass wir es einfach auch mal gehört haben, ne, wenn wir uns um den Kram dann kümmern. Wiedereinstellung von Stephen Hackett, Commander Shepard. Vielleicht kennen Sie mich noch. Dieser Brief bestätigt offiziell Ihre Wiedereinstellung bei der Allianz Navy. Infolge von Admiral David Andersons kürzlich erfolgter mündlicher Zusage. Gemäß Paragraph 903.5 des Kriegsgesetzes...
903.5 des Kriegsgesetzes, Alter, sind Sie hiermit autorisiert, das Kommando über die Normandy SR-2 zu übernehmen. Ihre Aufgabe lautet, Operationen gegen alle Feinde durchzuführen, die die Erde, ihre Kolonien und ihre Verbündeten bedrohen. Außerdem erhalten Sie diplomatische Befugnis, Verträge mit nichtmenschlichen Spezies einzugehen, sofern diese ihrer Mission dienen. Sehr, sehr schöne Sache. Udino, dankeschön für dein Abo. Die Mission für Eden Prime würde ich als nächstes machen, nach der nächsten Hauptquest. Genau, das ist dann der Plan für Donnerstag auf jeden Fall. Erst die Quest jetzt hier mit dem Abgeordneten und Dingens und dann können wir schauen, wie wir uns einen Plan machen mit den DLCs. Habt ihr aber, glaube ich, schon auch gesagt, als wir den zweiten gespielt haben, dass man die hier ein bisschen nicer streuen kann von Anfang an. Allianz Flottenkommando, eilt, eilt, eilt. X1A.34 an das gesamte Allianz Militärpersonal. Dies ist ein Alarm für alle Gebiete der Menschen. Fleet Admiral Hackett hat Bedrohungslage Säbel 1 verkündet. Feindpräsenz im Sol-System bestätigt. Erde wird von Reapern angegriffen. Das gesamte Allianz Militärpersonal soll das Sol-System bei der ersten Gelegenheit verlassen. Versuchen Sie nicht, sich der Erde zu nähern. Schwerer feindlicher Widerstand gemeldet. Ich wiederhole, versuchen Sie nicht, sich der Erde zu nähern. Weitere Anweisungen folgen auf verschlüsseltem Kanal. Rot, still. Allianzpersonal auf der Erde, das nicht evakuiert werden kann, soll sämtliche mögliche Gegenmaßnahmen in die Wege leiten. Das Allianzpersonal außerhalb des Sol-Systems soll sich zu den bekannten Sammelpunkten begeben und bei nächster Gelegenheit mit offensiven Kampfoperationen beginnen. Erfolgen keine weiteren Befehle. Darf unabhängig gehandelt werden. Sehr schön. Cinder, hallöchen. Es tut mir leid, aber irgendwie interessieren mich keine anderen Games als WoW. Das ist ja auch dein gutes Recht. Das ist zwar sehr schade, weil du da eine Menge verpasst, aber nützt ja nichts, sich dann reinzuquälen und es dir dann zu versauen zusätzlich, ne? Thema mein Hund? Okay. Irgendwie Dreams Moody über ihn? Oder? Sehr geehrter Commander Shepard. Ich habe als Dienstleisterin am haptischen Interface der Normandy gearbeitet, als sie im Trockendock lag. Ihre VI, Edi, hat mir per E-Mail mitgeteilt, dass ich meine Hundemech an Bord vergessen habe. Ich bin inzwischen auf Terra Nova und will Ihnen keinesfalls zumuten, gewaltige Umwege zu machen, um ihr meinen Hund vorbeizubringen. Klar, der Hundi, der muss dort zurück, Leute. Na sicher, ich bin inzwischen auf Terra Nova, vorbeibringen, bitte kümmern Sie sich einfach um ihn. Echt jetzt? Er ist neugierig und schnüffelt gerne an Chemikalien und Steckdosen mit 750 Volt. Okay. Vielen Dank und entschuldigen Sie die Mühe. Ich verspreche, er wird Ihnen nicht allzu viel Kopfschmerzen bereiten. Danke, Andrea. Dankeschön. Okay, das ist zu unserer Panzerung, das ist zu den Waffen und das sind hier die ganzen weiteren Waffen. Ne? Hier ist noch ein Alarm. ANN-Alarm, Allianz News Network, Informationspartner von Ruxius Rilius, Ann Reporter. Citadel, wo ist die Quarianische Flotte? Neuesten Informationen zufolge erobern die Reaper in einem fieberhaften Tempo ein System nach dem anderen. Mitglieder aller Spezies flüchten von ihren Stationen, Kolonien und in einigen Fällen sogar von ihren Heimatwelten. Dieser erzwungene Exodus ist vor allem für die nomadischen Quarianer nichts Neues, die schon vor Jahrhunderten von den synthetischen Gath von ihrer Heimatwelt vertrieben wurden. Aber während die Galaxie sich gegen die Reaper wehrt, hört man von den Quarianern verdächtig wenig. Sprecher der Turianer und der Allianz können die aktuelle Position der Flotte nicht nennen. Sie sagen, sie hätten im Moment andere Sorgen. Was immer die Quarianer auch vorhaben, sie wollen es vor dem Rat geheim halten. Bei einem Halt zum Auftanken auf Ilium gab die Flotte kein nächstes Reiseziel an. Und außerdem werden Berichten zufolge galaxieweit alle jungen Quarianer von ihrer Pilgerreise zur Flotte zurückbeordert. Das ist aber auch interessant, oder? Wenn einmal aufgetankt wird mit der ganzen Flotte, dann machst du ja auch komplett Para. Das ist ja wie wenn du Glühweinverkäufer bist und dann ergatterst du irgendwie einen Platz auf dem riesigen Weihnachtsmarkt. Ne? Das ist dann schön einmal der Boost, beste Leben. Da hast du wohl recht, aber die Zeit reicht einfach nicht. Ja, und dann ist es ja eine ganz gute Sache zu wissen, was einen da begeistert, ja. Und wenn das dann passt, dann ist das doch auch super. Vito, grüße dich, hallöchen. Gierige und kurzsichtige Kräfte werden in Zeiten einer galaktischen Krise immer versuchen, ihre Schäfchen ins Trockene zu bringen. Wir können nur hoffen, dass die Pläne der Quarianer nicht das einzige Vorhaben stören, das jetzt wichtig ist, die Reaper aufzuhalten. Aber eigentlich dürften die doch nicht stören, oder? Lesen Sie Ruxius Rilius Kolumne Blick aufs Reich. Oh! Das ist im Osten bestimmt geblockt. Willkommensgeschenk von Edi. Während wir im Trockendock waren, hat Joker vorgeschlagen, ein kleines Willkommensgeschenk zu besorgen, falls sie wieder als kommandierender Offizier eingesetzt würden. Da das Schiff die Tänzerin nicht unterbringen kann, die ihm dafür vorschweben.
habe ich etwas aus dem offiziellen Allianzkatalog ausgewählt. Soldaten, die mindestens 5 Jahre die N7-Kennzeichnung tragen, haben ein Anrecht auf eine Freizeit-Kapuzenjacke zur Erinnerung. Sie finden sie bei ihrer Freizeitkleidung in ihrer Kabine. Eine Kapuzenjacke? Nicht mehr die stylische Lederweste? Crazy. Noch ein Upgrade und dann haben wir noch eine Mission, okay. Von Glöwe. Sehr geehrter Commander Shepard, einige der von Ihnen gefundenen Daten haben es mir ermöglicht, ein Upgrade für Sie zu erforschen. Greifen Sie einfach auf das Terminal in Dr. Tsonis Büro zu, dann können Sie selbst bestimmen, wie und wann Sie es implementieren möchten. Okay. Und Eden Prime von Allianz Oberkommando. Man kennt es. Commander. Cerberus hat Eden Prime angegriffen und hält die Kolonie jetzt besetzt. Die Allianzstreitkräfte sind derzeit zu weit verstreut, um die Kolonie befreien zu können, aber wir tun unser Möglichstes, um den dortigen Widerstand unauffällig zu unterstützen. Dabei haben wir erfahren, dass Cerberus ein wichtiges proteanisches Artefakt entdeckt hat. Wir wissen nicht, worum es sich dabei handelt, aber es scheint der Grund für den Angriff auf die Kolonie gewesen zu sein. Sie müssen die Kolonie infiltrieren und das Artefakt beschaffen. Heavy. Heavy, heavy. Okay. Interessante Punkte, die ich mir garantiert nicht alle merken werde, aber so ein bisschen ist es ganz schön, sich dann doch zurückerinnern zu können. Wir quatschen auf jeden Fall noch mit Joker, vielleicht auch mit Edi, gucken dann in unser Zimmerlein. Oh, gewittert es gerade bei mir? Ich glaube ja. Oder meine kleine Klimaanlage macht sich langsam selbstständig. Und da ist er schon, der Gute. Hello, mal speichern zwischendrin. Grüße. Hey Commander, Sie wissen, ich hatte meine Zweifel, was den Rat angeht. Aber nachdem er jahrelang Ihre Warnungen ignoriert hat, sagt er Ihnen jetzt endlich offen, dass er nicht helfen kann. Okay, das ist sehr sad. Ich war gerade abgelenkt von der sehr schönen Aussage von Shion. Die Kapuzenjacke ist toll und DLC sieht echt super aus. Das ist eins der Sachen, warum ich die DLCs haben möchte. Die Kapuzenjacke scheint echt fresh zu sein, weil Firnan hat auch geschrieben, eine Arbeitskollegin hat die in real. Ich glaube, wenn wir Teil 3 durchhaben, muss ich mir auch ein bisschen Mass Effect Merch kaufen. Deswegen war ich gerade leider beim letzten Satz ein bisschen abgelenkt, muss ich zugeben, von der Vorstellung, eine geile Mass Effect Jacke zu haben. Nachdem er jahrelang ihre Warnung ignoriert hat, sagt er ihnen jetzt endlich offen, dass er nicht helfen kann. Das ist doch voll super, oder? Surprise. Sie haben die Bedrohung jahrelang verleugnet. Glauben Sie, dass Sie jetzt bereit sind? Ich hatte gehofft, die Vorbereitungen verliefen im Geheimen. Man hätte sie nicht informiert, wegen Cerberus. Naja, sagen Sie es mir, wenn Sie mit ihnen reden und dann mitten im Gespräch auflegen wollen, wegen der alten Zeit. Sehr schön, sehr schön. Was für ein großartiger Abschlusssatz von unserem ersten kleinen Plausch, oder? Herr Meyer-Fortz, so, dann würde ich es, glaube ich, zuerst riechen und dann hören, weil sich das schneller ausdehnt, der Gestank, als der Schall dabei. Hier ist zu, hier war, glaube ich, immer Mordins Stelle, ne? Und dann können wir, glaube ich, schon wieder Fahrstuhl fahren. Erstmal speichern. Und dann mal gucken. Erstmal in die Kabine. Erstmal oben gucken, was so abgeht. Fische sind noch nicht drin. Mega traurig. Hamsti ist auch nicht da. Oder doch? Habe ich ihn gerade gehört? Hai ist geträumt. Kann auch sein. Hier ist aber auch unaufgeräumt. Hör mal, sind das Fidget Spinner? Das sieht ja aus wie bei mir hier so zugemüllt. Gibt's doch gar nicht. Gläser stehen wieder rum. Noch mehr Müll. Geil. Schön ein paar Kabel, die offen liegen. Was soll's. Fenster. Ebenfalls rote Lampe. Das Bettchen sieht mega kurz aus, oder? Passen wir... Ja, doch, passt schon. Passt schon. Wo sind meine Fische? Ja, was ist mit meinen Fischen? Okay, Freizeitkleidung. Ja, erstmal gucken. Was haben wir denn? Okay, das ist... Da ist sogar die Lederweste. Das eben war dieser Anzug. Okay. Oh, das... Wow. Neat. Die ist echt fancy. Sowas ziehe ich ja auch an. Oh, okay, sowas schon weniger, aber das hier, ich glaube, ich habe in diesem Jacken, Sweater, Hoodie, was auch immer Format und mit Reißverschluss oder nicht, habe ich so viele Sachen von WoW alleine schon, mit Horde, Allianz und sonst was. Mega fresh auf jeden Fall. Feier ich. Feier ich sehr. Panzerungsset, könnte man mal schauen. N7-Verteidiger. Cerberus Ajax Panzer, okay, haben wir noch nicht so viel coole Sachen. Schildverstärker ist da sehr hoch, aber Gesundheit halt nicht. Munitionskapazität. Ja, und dann können wir hier wieder selber auswählen, ne? Was wir haben wollen und was nicht. Und das bringt dann jeweils auch unterschiedliche Sachen mit. Beim letzten Mal hatten wir, glaube ich, ein festes Set genommen, aber da hatten wir über die DLCs ja auch mega viele Sachen, so ein Kollektoren-Set und ein Dragon Age-Set und was nicht alles. Das war ja auch komplett krank. Atemgerät-Helm. Ja, warum halt nicht, ne? Pusht ja auch die Gesundheit nochmal. Können wir mitnehmen.
Weiß nicht, ob wir Atemgerät unbedingt brauchen. Hier sehen wir ein bisschen unsere Fresse noch. Brust. Wir gucken mal wegen individuell so ein bisschen. Da geht das Leben runter, aber die Schildregeneration geht hoch. Okay, Schultern haben wir noch nicht zur Auswahl. Arme, die Handschuhe. Nahkampfschaden erhöhen. Ah ja, das haben wir ja gelesen, aber das ist nichts für mich. Beine bleibt auch. Material verändert original ein bisschen die Farbe und Muster. Oh, oh, das ist nicht schlecht. In Rot, also ist jetzt eher nicht so meine Mischung, aber können wir früher oder später bestimmt die Weltraumbiene bauen wieder, oder? Warte mal. Farbe 1, wenn wir jetzt sagen, machen wir schön gelb. Und Farbe 2 nehmen wir natürlich schwarz. Warum ist das jetzt nicht schwarz beim Muster? Warum nicht? Oh nein. Es zählt nicht bei allem mit rein, oder was? Lichter? Schwarz? Zählt auch nicht. Oh damn. Wieso? Musterfarb? Ach so. Ja, habe ich gesehen. Wollt nur gucken, ob ihr aufpasst. Da ist er wieder. So, die Weltraumbiene ist zurück. Sehr gut. Okay, speichern und zurück. Einwandfrei. Ey, und schön jetzt hier. Sportlich im Pullover. Das ist schon echt fancy. Finde ich gut. Finde ich gut. Okay. Zentrum waren wir Crewdeck. Können wir auf jeden Fall nochmal schauen. Und dann gönnen wir uns. So. Oh, das sind unsere Verstorbenen. Oder? Ja, Ashley Williams. Da haben wir sie auf jeden Fall. Boah, das ist eine sehr imposante Tafel. Sehr prominent platziert auch. Krass. Die Biene im Kampf gegen die Reaper auf jeden. Toilette. Können wir pinkeln? Nee, das geht immer noch nicht. Schade. Duschen können wir auch nicht. Vielleicht auf der Darmtoilette. Vielleicht. Nee, können wir gar nicht rein. Oha. Oha. Wow. Okay, hier war, glaube ich, Kazumi früher drin. Kann das sein? Ich glaube, ja, was auch immer das da für ein riesiges, seltsames Teil ist. Die Bar ist auf jeden Fall noch am Start, das ist wichtig. Sieht ein bisschen leerer aus, aber okay. Oh! Oh! Okay. Okay, ich sehe, es hat sich ein bisschen was getan auf der Normandy. Alles klar, was ging hier? Hier war unser Thane, glaube ich, drin, ne? Das war dieser etwas trockene Raum, wo er immer saß. Was ist hier noch? Ein Modell gefunden, okay. Nehmen wir auch mit. Würde da nochmal hingehen, wo Jack war. Halte dich bereit für was auch immer, wo Jack war. Jack war ja weiter unten, ne? Müssen wir auf jeden Fall mal gucken, ob sie da noch schläft oder so. Man weiß es nicht. Wait. Ist das derselbe Raum? Jetzt bin ich sehr verwirrt gerade. Ich habe eventuell mich gerade ein bisschen zu oft gedreht und darum völlig die Orientierung verloren. Oh, das ist aber auch schick, oder? Ey, gebt euch, ihr chillt hier einfach. Nach einem heftigen Tag auf der Brücke. Bierchen, diese Aussicht dazu. Das ist schon belohnt, oder? Ohne Witz, das würde ich mir auch gönnen. Hier so einen schönen Massagesessel. Und dann einmal Abfahrt. Sehr, sehr chillig. Okay, was geht hier noch? Guten Tag. Na? Sie macht auch einen auf wichtig mit ihrem Pad wieder. Kennen wir schon von dem Arzt. Er gönnt sich dabei auch ein bisschen Chatraum gelöt. Bisschen knuddels.de. Bester Mann. Bester Mann, wie bei Duke Nukem, genau, und daran dachte ich nämlich auch. Wo man auch am Anfang so schön malen konnte, das war schon recht fresh. Da ist, glaube ich, unsere Frau Doktor, da hinten war immer Garrus am Kalibrieren, links war Miranda. Ah ja, moin. Commander? Yes. Hier unten alles in Ordnung, Doktor? Aufgeräumt und nachgefüllt, aber immer noch meine alte Krankenstation. Wie zu Hause. Willkommen zurück. Danke. Vergeuden wir keine Zeit. Ich will sie untersuchen. Oh, okay. Bitte obenrum freimachen. Crab verliert seine Orientierung auf der Normandy. Ein Gildenkollege hat sie auf Todesschwinges Rückgrat verloren. Das ist Next Level. Da bin ich noch ein bisschen von entfernt. Huh, ein Glück. Stimmt denn etwas nicht mit mir? Doch, aber die kybernetischen Implantate von Cerberus sollten wir im Auge behalten. Es war teuer, mich zurückzubringen. Und jeden Cent wert. Wir sollten einfach auf Nummer sicher gehen. Ja, true. Das ist ganz schön clever, dass sie das im Auge behalten will, jetzt wo wir nicht mehr ganz so dicke mit Cerberus sind. Gut, schaden kann's ja nicht. Aber diesmal ohne Skalpell, Doc. Schon enttäuschend, dass ich sie nicht aufschneiden muss. Hm? Ich überprüfe nur mit dem Diagnoseprogramm ihre Implantate und ermittle ein paar Werte. Gut. Ihre Implantate zeigen kaum Abstoßungsreaktionen. Wenn Sie diese positive Sichtweise behalten, sollten ihre Narben nicht zurückkehren. Das war's schon. Sie sind völlig gesund. Nice. Wollen wir jetzt einen kippen? Wie sieht unser Bestand aus? Die Krankenstation wurde noch auf der Erde vollständig aufgestockt.
Das dürfte eine ganze Weile reichen, auch wenn sie jeden Tag in Schießereien geraten. Ja, das passt natürlich nicht zu uns, dieses Image, aber selbst wenn, sind wir vorbereitet. Bereuen Sie die Arbeit für Cerberus? Wir haben sie nur benutzt. Wenn ich deswegen überhaupt etwas fühle, dann ist es Schuld. Wir nahmen ihr Geld, ihre besten Leute, ihr bestes Schiff. Wir haben damit die Kollektoren besiegt. Und jetzt setzen wir das alles gegen sie selbst ein. Ich bereue dabei überhaupt nichts. So, sehr schön. Sie haben noch nie Ihre Familie erwähnt. Ich habe auch keine. Ich bin die letzte einer berühmten Reihe von Medizinern. Die Allianz ist meine Braut. Hm. Und sie sind alle meine Kinder. Okay. Ich habe viele enge Freunde. Aber mit jedem zerstörten Allianzschiff verliere ich welche. Wir müssen den Krieg beenden. Ja, das ist natürlich dann auch ein hartes Los, ja, wenn man auf diese Art und Weise mit seinem Job verheiratet ist und dann trotzdem auch da mit derartigen Verlusten zu kämpfen hat. Uff. Wir sehen uns später, Doktor. Viel Glück, Shepard. Ja, und Liara hockt ja auch immer hier hinten drin. Ist das noch so? Oder ob sie sich Mirandas Zimmer gegönnt hat? Nee, wait. Hier war, unser, wie hieß er? Legion untergebracht, ne? Stimmt. Und hier ist Joker dann abgehauen, als wir angegriffen wurden am Ende. Okay. Okay, okay, okay. Alles bisschen fancy. Was ist hier noch los? Bonuskräfte neu zuweisen. Achso, das ist zum Resetten. Da brauchen wir dann doch das Skalpell. Dextro, 19 Monate. Dankeschön, auch viel Spaß beim Döneressen. Danke, dir auch. Würde ich sagen. Dann gucken wir mal hier drüben, ob jetzt da echt Liara drin ist. Wow. Tatsache. Geil. Das ist auf jeden Fall ordentliche Hardware. Commander Shepard, es ist schön, Sie wiederzusehen. Sie sind die Drohne vom Schiff des Shadow Broker. Dr. Tassoni nennt mich jetzt in 95% aller Fälle Glyph statt Infodrohne. Ah. Ich würde gerne Ihre Aufmerksamkeit auf ein Terminal in Ihrem Büro richten. Es analysiert Informationspakete. Wenn Sie nützliche Daten finden, recherchiere ich Upgrades für Sie. Und wonach sollte ich suchen? Ich sage Bescheid, wenn Sie relevante Daten gefunden haben. Dann treffen Sie Ihre Auswahl an diesem Terminal. Doch nun würde Dr. Tassoni gerne mit Ihnen sprechen. Ich wünsche einen schönen Tag. Hab mich schon so ein bisschen gefragt, wo die... Es war Shadow nicht unbedingt ideal. Broker. Wenigstens kann der Rat nicht leugnen, dass die Reaper existieren. Ich weiß allerdings nicht, ob das recht viel hilft, während sie darüber streiten, welchen Teil der Galaxie sie nun retten wollen. Oh, ihr Job als Informationsmaklerin hat sie richtig zynisch werden lassen, Liara. Mir gefällt's. Sehr schmeichelhaft, glaube ich. Nice. Sehr gut. Ich wollte gerade sagen, ich habe mich schon so ein bisschen gefragt, wo die Shadow Broker Anspielungen und Co. bleiben. Bei den Monitoren habe ich schon so ein bisschen dran gedacht, aber hier haben wir jetzt den Beweis mit Glyph. Da haben wir sogar eine direkte Mail auch schon gehabt, wo ich nicht wusste, um wen es sich da handelt. Kasun, Hallöchen, kannst du die Gespräche im Spiel lauter machen? Leider nicht, sind auf 100%, kann ich vom nächsten Stream gern nochmal checken, ob ich in anderen Softwares und Co. was entsprechend umändern kann, was die Einstellung angeht. Ansonsten haben wir Dialoge aber schon auf 100 gedroppt. Ich habe Sanji noch nie so oft Scheiße sagen hören. Ja, das ist auf jeden Fall ein bisschen seltener im Anime, das stimmt. Was haben wir denn hier? Panzerung Modkit. Okay, Kontakte überredet, ein Modkit zu liefern. Universalgel-Konverter, Miniaturfertigungswerkzeug. Ist illegal im Citadel-Sektor, na geil. Eine einmalige Modifizierung von Shepards Panzerung durchgeführt. Schildstärke verbessern oder Fächer für Thermomagazine hinzufügen. Das ist kostenlos, oder was? Ich sehe gerade keinen Preis, wenn ich das jetzt mitnehme. Öffnen? Okay. Munition 5% oder Schild? Boah, ja, schwierig auf jeden Fall. 5% ist jetzt auch nicht die Welt. Mit Schilden war ich bisher, wir waren auch am Anfang, ne? Ist jetzt schwierig zu sagen, ob ich Schildprobleme bekomme oder nicht. Wir nehmen mal die Muni. Muni-Kapazität ist immer nice. Und wir hatten ja auch einiges noch mit rumfliegen und rumliegen gleichermaßen auf dem Weg gerade von der
ersten Mission. Schilde machen keinen Schaden, ne? Das ist immer so ein bisschen das Problem dabei. So gern ich auch da was pushen würde. Wie es so ist. Mach dich selbst oder das Game lauter. Ja, also es ist, wie gesagt, alles wirklich auf 100%. Ich bin auf 100% vom Mikro her, von der Streaming-Software her. Das Game ist in den Dialogen auf 100%, im Game selber und in der Streaming-Software. Also ich habe auch keine Regler mehr, die ich noch irgendwie schieben kann. Es sei denn, es gibt noch irgendeine geheime Verstärkeroption, dann könnte ich die gerne beherzigen. Ich kann es auch gerne nochmal zeigen, aber wenn wir hier auf den Sound gehen, dann haben wir diese Regler, diese drei unterschiedlichen. Einmal für die Musik, die haben wir jetzt auf 80, die Soundeffekte sind auf 30 und die Dialoge sind halt auf 100. Wir haben keinen Über-Extra-Regler oder noch irgendwas, also ich kann da wirklich nicht noch mehr machen. Werde es mir aber selber im Nachhinein natürlich nochmal anhören, da ich die Parts ja auch immer auf YouTube nochmal bringe. Und versuche dann nochmal rumzubasteln, aber es ist leider auch immer super unterschiedlich, je nachdem wie ihr hört. Habe ich vorhin schon kurz angeschnitten, ob ihr über Boxen hört, ob ihr über Headset hört, ja, und so weiter und so fort, wie eure eigenen Einstellungen auch sind. Das spielt auch immer mit rein, deswegen ist das ein bisschen schwierig, es für alle korrekt zu machen. Ich werde aber versuchen nochmal zu basteln. Habe ich auf dem Schirm. Dankeschön für eure Hinweise. Dieses Terminal enthält unkritische Korrespondenz ihrer Bündnispartner. Dr. Tassoni hat ihnen Zugriff gewährt. Und manchmal sind sie auch einfach ein bisschen leiser wie gerade. Hier haben wir nochmal diese Infogeschichten vom Broker-Terminal, die wir uns letztes Mal nicht so krass gegönnt haben. Und ich glaube, wir quatschen auch erstmal mit Liara. Sie haben also nicht nur die Drohne von Ihrem Schiff mitgebracht. Einiges war notwendig. Ohne Datenfeeds wäre ich ein sehr passiver Shadow Broker. Haben Sie Zugriff auf Ihre Ressourcen? Eingeschränkt. Wir müssen damit dieses Proteaner-Gerät studieren. Bevor wir ihn nicht genau verstehen, ist sein Einsatz viel zu gefährlich. Haben die Proteane diese Waffe fertiggestellt? Sie meinen, ob wir es damit hinkriegen? Sie hätten nicht alles auf dieses Gerät gesetzt, wenn sie daran gezweifelt hätten. Aber wir müssen wirklich wissen, was sie uns da hinterlassen haben. Ja, true. Aber wie ich uns kenne, werden wir das nicht rausfinden und alles auf eine Karte setzen müssen. Hey! Ich spiele nur ungern wie ein Kind mit einer geladenen Pistole herum. Richtig. Der Schaden, wenn die nach hinten losgeht, ist unvorstellbar. Es wird schwierig, auch für uns. Wenn im Einsatz was passiert, wenn jemand von uns verletzt wird. Ich werde die Führung durch die Normandie nie vergessen, Shepard. Aber das ist über ein halbes Jahr her. Sollen wir an der Stelle weitermachen? Auf jetzt'n? Nichts würde ich mir mehr wünschen, Liara. Gut. Erstmal ins Auge. Ich war aus vielen Gründen froh, sie auf dem Mars zu sehen. Die Liste hätte ich gern. Später. Es gibt noch viel zu tun. Toll. Edi und ich wollen herausfinden, was die Proteaner uns hinterlassen haben. Aber ich würde gerne auch mal nicht nur immer übers Geschäft reden. Später vielleicht. Nice. Okay. Läuft. Der Shadow Broker ist aktiv, ey, diese Bildschirmreihe, die ist so geisteskrank. Oh mein Gott. Danke, Glyph. Ciao. Ob Glyph und Edi dann irgendwann ein bisschen rumknutschen, so auf Bot-Basis, das wäre auch schön, oder? Das wäre auch schön, okay. Ich muss meinen Tränenstrom ein bisschen zurückhalten, denn ich schätze, hier steht Garrus nicht mehr. Nein, er hat doch gerade erst angefangen zu kalibrieren und jetzt ist er weg. Das ist echt sad. Hauptgefechtsstand. Das erinnert mich an so ein Minigame. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt oder ob das irgendwer hatte außer mir. Das war so ein viereckiger Kasten mit ein bisschen Wasser drin und mit so Ringen, so Plasteringen. Und da musste man versuchen, über zwei Knöpfe, die dann irgendwie Luftblasen reingepustet haben, oder frag mich nicht, wie das ging, durch irgendwelche Druckeinwirkungen, konnte man dann diese Ringe bewegen und musste versuchen, die so zu stapeln. Und genau so sieht das hier gerade aus. Ich glaube, das kennt heutzutage fast niemand mehr. Aber ich tue es. Ich kenne es noch, auf jeden Fall. Garrus, bist du hier? Hallo? Nee? Na gut. So sad. Ja, kenn noch einige. Nice, okay. Dann bin ich nicht der Einzige, der das hatte. Das ist sehr, sehr erfreulich. Ich glaube, du hast das Wasser einfach nur verdrängt mit den Knöpfen. Das kann auch sein. Frag mich nicht, welcher genaue physikalische Prozess dahinter steckt, aber irgendwie so. Es war nicht sonderlich kompliziert. Und es war als Kind auf jeden Fall eine kurzzeitige, freudige Beschäftigung. Okay, ich glaube, wir müssen nur noch runter. Wir müssen nur noch Richtung... Ah ne, Shuttlebucht haben wir auch noch. Maschinendeck zum Beispiel. In der Kinderspielzeugkiste bei meinem Stammgriechen gibt es das auch noch. Geil. Gameboy, sein Onkel, genau.
Genau, genau. Okay, checken wir hier mal. Da unten ist, wo Jack war. Hier waren immer unsere beiden witzelnden Kollegen. Und Adams ist am Start. Commander, willkommen zurück auf der Normandy. Oder sollten Sie das lieber zu mir sagen? Techniker Adams, was machen Sie denn hier? Man hat mir wegen meiner Erfahrung auf der Normandy SR-1 die Nachrüstung des Antriebskerns übertragen. Und was halten Sie von der SR-2? Sie ist unglaublich. Eines muss man Cerberus wirklich neidlos lassen. Sie wissen, wie man Schiffe baut. Nice. Und wo wir schon von Cerberus reden, ich muss mich bei Ihnen entschuldigen. Warum? Als Sie dieses Schiff bekamen, hat mich Dr. Chakwas gefragt, ob ich Ihnen gegen die Kollektoren helfen würde. Ich habe mich geweigert. Und das tut mir jetzt wirklich leid. Oh. Warum sind Sie nicht mit? Ich habe gesehen, was passiert ist, als die Normandy unterging. Ich war nicht sicher, ob Sie Sie sind. Und Cerberus habe ich auch nicht getraut. Und als Allianzoffizier verlasse ich auch nicht einfach meinen Posten. Immer diese bekannten Stimmen, ne? Es ist wirklich schlimm. Oh mein Gott. Entschuldigung, unnötig, Sie schulden mir. Ah, nee, alles cool. Wir machen hier Neustart. Wir müssen alle konzentriert sein. Abfahrt. Die Allianz kommt zuerst. So sollte es auch sein. Danke, Commander. Bin froh, an Bord zu sein. Ja, Mann. Okay, was haben wir noch? Familie Normandy Eddy. Ist Ihre Familie okay? Meine Eltern dienen auf der Viridian Zenith, einem Landwirtschaftsschiff. Meine Schwester ist Navigatorin auf der SSV Benjamin Davis. Beide Schiffe stehen zum Glück sicher unter Hacketts Kommando. Nice. Hoffen wir, dass das lange so bleibt. Hält die neue Normandy mit der alten SR-1 mit? Mit alten? Sie bläst das alte Schiff weg. Boom. Der Tantalus-Antriebskern wurde vollständig überholt. Die SR-2 ist doppelt so groß, aber der neue Antriebskern hat die dreifache Größe. Ganz neues Fluggefühl. Nur mit der Sicherheit war Cerberus nachlässig. Wenn man den Kern zu sehr überlastet, belüftet er den Maschinenraum. Naja, spornt mein Team wenigstens an, sie während des Gefechts im Gleichgewicht zu halten. Wer schlecht arbeitet, explodiert. So ungefähr. Mhm. Sie haben die kinetischen Barrieren mit zyklonischer Technologie aktualisiert. Das ist gut, wenn wir beschossen werden. Also hoffentlich weniger explodierte Techniker? Das IES-Tarnsystem wurde deutlich verbessert und kompensiert mehr Blauverschiebung unserer Emissionen. Und das heißt? Wir können die ÜLG verlassen, ohne jeden Sensor in Reichweite auszulösen. Sehr praktisch für geheime Aufklärung. Die Normandy ist alles in allem ein technisches Wunder. So wollen wir das hören. Was halten Sie von Edi? Wir hatten bei der Nachrüstung ein gutes Gespräch. Anfangs etwas befremdlich mit einer KI. KI? Hat Edi sich nicht als VI ausgegeben, damit niemand den Stecker zieht? Doch, aber ich habe sie durchschaut. Die Rechenleistung ihrer Hardware ist viel zu groß. Und ständig haben sich Probleme wie von selbst gelöst. Hätte ich sie nicht durchschaut, hätte ich an mir selbst gezweifelt. Sie haben sich nie skeptisch geäußert, Lieutenant Adams. Hm? Ich wollte es mir mit der Cerberus-KI nicht verderben, Edi. Nichts für ungut. Schon okay. Solange Sie Ihre Finger nicht in meine Prozessoren stecken. Uff. Ich habe anfangs versucht, sie unauffällig von zentralen Prozessen zu trennen. Leichter gesagt als getan. Aber Joker schien ihr zu trauen. Und ich lernte sie mit der Zeit auch zu schätzen. Das ist schön. Okay, funktioniert doch alles. Einwandfrei. Torx, hi. Weitermachen, Adams. Jawohl, Sir. Sehr schön. Gut, gut, gut. Wie gefällt dir Mass Effect 3 bisher? Also 4 haben wir noch nicht gesehen, aber das, was wir gesehen haben, war auf jeden Fall sehr cool. Habe eigentlich nicht zu meckern und bin gespannt auf alles, was noch so ansteht. Hello! Was ist das? Das ist der Hamster! Wo ist er hin? Oh nein! Komm wieder raus! Das war der Hamster! Oh nee! Ist er jetzt weg? Komm zurück, Hamsti! Komm zurück! Er wuselt. Da ist er! Da ist er! Ich glaube, ich habe ihn. Nein, ich habe ihn nicht! Bleib stehen! Oh nee! Dieser schlüpfrige Lümmel! Aber nächstes Mal werden wir ihn kriegen, Leute. Nächstes Mal. Ich bin bereit. Nicht, dass er die Kabel anfrisst. Eben. Wo wuselt er? Zeig dich, Hamsti. Firpo, hi. Da ist er. Komm her. Komm her, komm her. Ich hab ihn. Oh, da ist er. Guckt mal. Oh, der Hamsti. Geil. Okay, ich war nicht vorbereitet auf den Hamster. Muss ich zugeben. Allah.
guten Dinge sind aber drei und dementsprechend hat es ja noch hingehauen. Großartige Geschichte. Okay, dann haben wir hier, glaube ich, auf der linken ist zu, also auf der rechten Seite noch ein Räumchen. Und dann haben wir nur noch das Shuttle gelöst. Turbo Hamster, jetzt töte ihn. Iss ihn. Oha, das ist unsere Reporter-Tante, ne? Das ist aber auch, also, glaub zuletzt war hier Said drin, oder? Natürlich, ja, die Frau hat wieder ein Kissen mehr. Das lassen sie sich nicht nehmen, auf den Frauenbetten immer ein Kissen mehr noch hinzulegen für das Meme. Was hat sie hier noch? Was ist das für eine Figur? Oder ist das eher etwas, was man mit ins Bett nimmt? Keine Ahnung, ich möchte nicht weiter darüber nachdenken. Was geht? Wie läuft's mit dem neuen Auftrag, Alice? Ganz gut. Bis auf die unabhängige KI, Matriarchin Benesias Tochter und den Kommunikator, der die Erde erreichen kann. Mit den ersten beiden komme ich zurecht. Der letzte macht mir mehr Sorgen. Was genau wollen Sie denn haben? Alles von der Erde ist momentan eine Titelstory. Das ist nicht meine Meinung, sondern Fakt. Vielleicht kann ich ein paar nicht geheime Berichte weiterleiten. Im Ernst? Das verdoppelt meine Einschaltquote. Ich brauche gar kein Gespräch, nur ein paar Daten, die nicht mal Ihre Zeit mit ihm stören. Konzentrieren Sie sich auf Cerberus, beschaffen Sie uns Unterstützung. Ja, wenn wir eine positive Berichterstattung kriegen, ne, dann kann das uns natürlich auch in unterschiedlichem Ausmaß dann helfen, Druck auf Politiker ausüben, wie auch immer. Finde ich erstmal wichtiger, als jetzt nur gegen Cerberus zu hetzen. Berichten Sie, was auf der Erde wirklich passiert. Ich will nach Ihren Beiträgen auf allen Planeten scharenweise neue Rekruten sehen. Das kriege ich hin. Ich erzähle Ihnen mal, wie ich einen Elkor zum Weinen gebracht habe. No, die Elkor. Wieso? Haben wir hier bekannte Bilder? Kennen wir irgendwen davon? Missing? Nicht wirklich. Ich meine, da rechts, das könnte Thane sein. Aber es könnte auch jemand anders sein. Ne, so wirklich erkennen tue ich gerade niemanden. Sind das Memes? Mit der Schrift da so drüber, da oben rechts und so? Das wäre schon geil, wenn sie so als Easter Egg so eine Meme-Tafel eingefügt hätten. Das würde ich sehr feiern. Und gestern hat auch wieder unser lieber Jeremy Fiesel, einer von den Blizzard-Mitarbeitern, ein wunderbares Storystück über seine Katze gepostet. Es ist immer wieder ein Fest, diesem Mann auf Twitter zu folgen. Alle WoW-Mitarbeiter sind komplett verrückt. Was ist denn das da? Was ist denn das? Das ist doch so ein Hund, oder? Ach, das ist der Hund vermutlich. Hallo? Oh. Ja, wenn sie einen nicht töten wollen, ist schon niedlich, oder? Guter Hund. Guter Hund. Aber nicht alles vollpinkeln. Nicht alles vollpinkeln. Was geht bei euch? Vielleicht später eine Nebenmission? Okay, hier wird schön gehasselt. Nice. Und ich glaube, das ist dann auch unser letzter Talk mit dem Boy. Dann haben wir soweit alles fertig. Ich habe fertig. Guckt mal, wie er rumwackelt. Oh, ist schon nice. So ein eigener Hund. Feier ich sehr. Feier ich sehr. Neugierig? Elkor sind doch die, welche gar keine sichtbaren Emotionen haben. Gelassen? Ja. Hallo, die pinkeln nicht, die ölen. Das ist wahr, da muss ich mich an die korrekte Tech-Biologie halten. So ein Feini. James. Hey, Shepard. Wie lief's mit dem Rad? Wie immer. Unverbindlich, nicht hilfsbereit. Aber ich wette, Sie sollten trotzdem was für Sie tun, richtig? Ja, wir retten einen turianischen Primarchen von Pelavin. Wird sicher lustig. Ich war noch nie auf der Heimatwelt der Turianer. Junge. Gibt's einen Grund, warum Sie hier sind? Dachte ich, sag mal, hallo, Gummo. Oh, und wen wir vielleicht auf dieser Welt finden werden. Ah, ich hoffe. Ich wollte nur plaudern. Toll. Ich wüsste nicht, was es zu reden gibt. Richtig Bock. Meine Dienstakte kennen Sie bereits. Nein, als wir uns kennenlernten, hatte ich keinen Zugriff auf Personalakten. Richtig. Hatte ich vergessen. Und? Ob Sie wohl gleichzeitig tanzen und reden können? Erstmal Runde Zumba-Battle, Leute. Was los?
Es ist auch immer wieder gut, wenn Christy Golden von Anduin und Sylvanas tweetet und damit ihre Katzen meint. Ja, feiere ich auch immer sehr. Ja, let's go, kleines Tänzchen. Ich werd's schon hinkriegen. Okay, Loco, tanzen wir. Oha. Übertreiben Sie es nicht, Vega. Im Alter kommt Weisheit und Rang. Oha. Sie klingen wie mein alter Vorgesetzter. Uff. Ach ja? Und wer war das? Captain Tony. Er war ein knallharter Mistkerl, aber ein guter Anführer. Hübsch. Was meinen Sie mit wahr? Ich werde es einfach kloppen. Ist gefallen. Mit dem Großteil meines Trupps. Beim Schutz einer zivilen Kolonie während eines Kollektorenangriffs. Und die Kolonie? Entweder sie oder unsere Infos über die Kollektoren. Mit denen wir sie hätten vernichten können. Ich habe die Infos genommen. Tut mir leid. Schwere Entscheidung. Das Beste war, dass wir die Infos am Ende gar nicht gebraucht haben. Weil sie die Galaxie gerettet haben, indem sie die Heimatwelt der Kollektoren erledigt haben. Das wussten sie nicht. Sie trifft keine Schuld, Vega. Wer sagt, dass ich mir die Schuld gebe? Bäm! Ich. Auch noch Seelenklempner? Ja, Mann. Nein. Aber die Aktion auf dem Mars war Leichtsinn. Glück, dass sie noch leben. Und? Und? Ist ihnen dann egal, ob sie leben oder sterben? Oder vielleicht... bin ich einfach nur bereit, alles zu tun? Vielleicht sind sie das. Aber wenn sie nur halb so gut sind, wie ich glaube, brauchen wir sie lebend. Hm. Danke für die Motivation. Jederzeit. Hey, danke für den Tanz, Loco. Wenn du mehr zu James wissen willst, rate ich dir den Film zu Mass Effect zu schauen. Lion Ring auch gesagt oben, die Vorgeschichte von James in dem Animationsfilm. Okay, interessant. Versuche ich mal im Hinterkopf zu behalten. Ich fand das gerade sehr stark umgesetzt, wie sie hier Charaktere erschließen, wie sie Shepard auch mit den Leuten umgehen lassen, ne, um sie kennenzulernen, um auf einer Ebene zu agieren, um irgendwie klarzukommen und sich gegenseitig quasi zu respektieren. Und das finde ich sehr, sehr stark umgesetzt, wie diese Vorstellung und diese Zusammenarbeit hier funktioniert. Ist cool. Loco, hä? Können mir auch was Schlimmeres einfallen lassen. Solange Sie wissen, wer das Sagen hat, können Sie mich nennen, wie Sie wollen. Und das vergesse ich nicht. Stark. Stark. Bisschen strange erstmal. Vielleicht so die Kommunikationsart der Zukunft. Ich weiß es nicht. Ah, dann unterhält man sich nur noch so. Bam, bam, Uppercut vom Boss und was geht. Was ist hier noch? Waffen-Upgrades. Okay. Oh. Das sind eine Menge Upgrades zum Kaufen, wo ihr auch meintet mit dem entsprechenden Aufpreis und so dann sicherlich, wo man auch eine Menge finden kann. Gut, interessant. Sehr, sehr interessant. War erstmal eine ganze Menge, die mich auch stellenweise ein bisschen erschlagen hat. Eben haben wir auch noch irgendwas entriegelt auf der Krankenstation oder so, weil wir jetzt mit einem gesprochen haben. Ich weiß es nicht genau, aber ja, mega auf jeden Fall. Super, super coole erste Runde. Hat mir sehr gut gefallen. Bombastischer Einstieg. Ich bin sehr gespannt auf die nächsten Mass Effect Streams. Absolut. Nabend, was machst du gegen die Hitze? Nicht viel. Schwitzen. Und Ventilator an, tatsächlich. Das ist noch wer zum Quatschen. Na, dann fangen wir mit dem beim nächsten Mal an. Und dann ist das unsere Startposition. Und dann können wir mit dem letzten Techniker hier unten auch nochmal ins Gespräch kommen. Eine wunderbare Sache. Die Waffen-Upgrades gibt es nur da. Ach so. Es gibt auch Versorgungsterminals, rechte Seite. Da kostet alles 10% mehr. Ah, auch noch differenziert, alles klar. Alles klar. Ganz, ganz viel. Mal sehen, wie viel ich mir davon merken werde. Ich bin super gespannt. Oh, unser Hundi. Oh, Akku leer. Und ich bin schon froh, dass ich ein paar Waffen gefunden habe, die mir gefallen. Das ist ja bei der Auswahl auch erstmal keine Selbstverständlichkeit. Das war es soweit von mir.
für heute, liebe Leute. Vielen, vielen Dank fürs Dabeisein. Vielen Dank für eure Tipps. Ich versuche bis zum nächsten Mal noch ein bisschen am Sound zu basteln. Ich habe euch auf jeden Fall gehört und gucke, ob ich da noch einiges optimieren kann mit meiner eigenen und auch der Spiellautstärke und natürlich auch in jederlei anderen Hinsicht. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung und das generelle Dabeisein. Wer neu am Start ist, wir streamen jeden Tag ca. 16 Uhr. Updates dazu immer im Streamtitel, im Zeitplan oder auf Twitter zu finden und auch auf YouTube jeden Tag 2 Videos um 0 Uhr. Morgen werden wir höchstwahrscheinlich in die Beta reinschauen, allerdings sind ab morgen meine Schwiegereltern auch in der Nähe, so urlaubstechnisch, und da weiß ich noch nicht, wie es zeitlich aussieht, weil wir da bestimmt auch mal Hallo sagen und grillen und so, deswegen kann es vielleicht ein bisschen später werden, aber wie eben gesagt, werdet ihr es mitbekommen auf den entsprechenden Seiten. Schönen Abend noch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!